Mädchen gesehen mit dem dummen Tanz und den muss ich jetzt mal nachmachen. Patti, 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 Hier wieder dein Drücken, wo du reinkommen willst. Dein Vater ist dazu aus den Tiefen emporgestiegen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Wirklich schön, dass ihr da seid. Kuss geht raus an dieser Stelle. Und ich hoffe, es geht euch allen gut, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht euch gut. So, willkommen zum heutigen Ungeklickt-Stream. Schön, dass ihr da seid. Und da muss ich von 20 vor 5 stehen. Ey, die Intro, die 5 Minuten, 3, sagen wir 2 bis 5 Minuten Intro. Die gehören zum Stream dazu, da kann man genießen. Leute, ein bisschen die Musik genießen. Ja? Küsse gehen raus, die Zicke. Du bist ganz schön zickig, du bist ganz schön zickig. Dein Name passt zu dir. Also jetzt reicht's aber. Schön, dass ihr da seid, Leute. Küsse gehen raus. Danke an alle, die da sind. Danke an alle im Chat. Danke an alle im Non-Sub-Chat. Küsse an alle, die gerade zuschauen. Danke an über 1000 Daumen da oben auf dem Stream, obwohl wir schon angefangen haben. Danke an die Subs, wie zum Beispiel Try, Milan, Dragonboy-Fan, Tuli, It's Marv, Josef, Mein, John. Anschläge hier, Anschläge dort, US-Wahl, der alltägliche Wahnsinn. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Kopf steht. Ah, ungeklickt. Kuss geht raus, Simon. Ein Stück Normalität. Herrlich. John, Küsse gehen raus. Wir leben aktuell in einer wirklich komplizierten, schwierigen Zeit. Es ist ja schon allein durch den Virus jetzt alles ein bisschen schwieriger geworden. Aber es hat immer noch Menschen auf der Welt sind, die noch andere einfach nur grundlos schaden. Das ist einfach nur traurig. Küsse. Haltet einfach zusammen.
Maeve, einfach mal Danke sagen, dass du uns jeden Tag unterhältst. Verdient alles Glück der Welt. PS, dank dir bin ich jetzt Shakes Fidget-süchtig. Oh je, Maeve, aber es macht Bock. Es macht Bock, es ist geil. Freut mich sehr zu hören. Wo bin ich hier? John, habe ich vorgelesen. Ah, Maeve ist gerade ausgewählt. Dann Nago, Lorenz, Manu, vielen, vielen Dank. Badwolf, schau es eben runter. Kann momentan nicht schreiben, weil ich koche. Ey, koch was Schönes. Küsse, Badwolf, ich freue mich. Poste mal später ein Foto. AKA Coco, hallo Unge, kannst du meine beiden Freunde Aiden und Louis grüßen? Aiden, Louis, Küsse und Grüße gehen raus. Friedemann Schneider, Tuli, kannst du mich und Florian im Vollbild grüßen? Liebe meine Streams und werde heute Abend ein aktiver Mitglied sein. Das ist meine erste Soli von uns. Tuli und Florian, ganz viele liebe Grüße an euch. Küsse gehen raus. Küsse. So, Arthur, vielen Dank. Wizzle, animechannel.de, wir brauchen einen Partie-Partout-Emote in Fortnite. Wenn selbst die TikTok-Emotes wie Flow das schaffen, warum nicht auch Partie-Partout? Und damit moin. Ja, das stimmt. Aber deswegen ist Fortnite ja auch dead, weil die immer noch kein. Deswegen ist Fortnite ja. Hätten die einen Partie-Partout-Emote vorher gehabt, hätten die vorher einen Partie-Partout-Emote gehabt, dann wären die jetzt nicht. Hätten die nicht so viele Spieler verloren. So sage ich das, ja. Mein Game. Hey Unge, wollte mich einfach bedanken für die nächsten Streams. Ich danke dir. Küsse. Barbie Lino. Hey Simon, könntest du bitte meine Insta-DM checken? Okay. Es geht um eine deutsche Petition für Transgender-Rechte. Oh, davon habe ich sogar mitbekommen. Und zwar, dass Transgender nicht mehr irgendwie nachweisen müssen, dass sie eine psychische Erkrankung haben, sondern weil das halt gegen die Menschenwürde ist. Ist es das? Weil das habe ich sogar mitbekommen. Finde ich super wichtig. Küsse. Jule, hallo, ich bin die coole Jule und seit heute 19. Bitte sing für mich, Simon. Wäre stark. Kuss. Jule, Kuss und Happy Birthday. Oh, ich habe Ule kopiert. Moment. Jule. Jule, Kuss und Happy Birthday, meine Liebe. Natürlich singe ich heute für dich. Wo war ich? Toni Meier, erstmal Kuss, hoffe es geht euch gut. Ein Videovorschlag. ZX Creepy, paar Platte Clips, 5 Minuten IQ senken lassen. Ich schreib's mal auf. Küsse. Chesterwurf. Hallo Unge. Ich würde gerne hier deine Reichweite nutzen. Hier sind sicher einige Ösi-Zuseher. Geht um den Terrorangriff in Wien. Nächste Sony geht's weiter. Es wurden gestern unverpixelt und in Dauerschleife vom Sender OE24 und YouTube Livestream die Todesschüsse an einem Mann gezeigt. Nächste Sony geht's weiter. Lese ich gleich vor. Küsse. Ritvan, Küsse, SSJ Gogeta. Jay und Ari haben auch einen Among Us-Film gemacht. Wäre toll, wenn du vorbeischauen könntest. Kuss, gerne. SSJ Gogeta, Küsse. So eine Berichterstattung muss gestoppt werden. Es gibt bereits eine Petition, Open Petition OE24 dafür. Würde mich auf deine Community unterstützen freuen. Nächste Woche geht's weiter. Ende. Ey, ich schätze erstmal vielen, vielen Dank, ja. Keine Ahnung, ob DE auch unterstützen kann. Vielen Dank, dicken Kuss und hoffentlich wird so etwas nie wieder jemand aus nächster Nähe erleben müssen. Jetzt bitte weiter im fröhlichen Stream. Habe ich auch mitbekommen. Also, falls ihr auch, das, ihr müsst euch vorstellen, diese OE24 in Österreich hat wahrscheinlich so ekelhaft gehandelt, wie zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, eine Bild-Zeitung in vielen Situationen. Es gibt eine Petition, dass da eben die Verantwortlichen gekündigt werden. Checkt sie mal aus, einfach Open Petition OE24 eingeben, dann könnt ihr auch abstimmen, vielleicht jetzt auch aus Deutschland. Ansonsten ganz wichtig an alle Österreicher, macht da gerne mit. Denn das war wirklich respektlos, was die gemacht haben. Küsse. Jisa, bin broke, aber für dich geht man gerne weiter ins Dispo. Kuss, danke. Kolonialplanet, moin. Schon das aktuelle Just Nero Video gesehen? Weniger Kritik an dir? Noch nicht. Küsse, schau ich gerne rein. Küsse. Sherlock Wells, hi Unge, zwei Fragen zu The Boys. Homelander oder Butcher? Und Lieblings Homelander Moment? Und danke, kannst du mal Superhero Fight Club 2.0 recken? Hä? Digga, ich finde Homelander so ultra unsympathisch. Ich fühle den halt sowas von überhaupt nicht. Ich finde Butcher tausendmal geiler, wirklich. Also ich finde Homelander, den würde ich am liebsten, Digga, ich hasse den richtig. Butcher ist also viel besser. Und der Homelander-Moment, ja, wahrscheinlich, ich will jetzt nicht spoilern, aber einer der letzten Momente aus Staffel 1, wo er mit seinen Laseraugen, ne, du weißt schon, was gemacht hat in diesem Gebäude, das war einfach nur krank. Küsse. Tobias, mein Doni ist voll in den Augen schon. Oh nein, Tobias, ich küsse deine Augen, ich lese gleich nach. Nun nochmal, Tobias, ich wollte eigentlich Merch kaufen, allerdings habe ich keine Bezahlmethode, welche Holy Mesh anbietet. Schönheit, Dark Nu, kannst du auf Klotuber reagieren? Klotube, Küsse mache ich. Küsse. Danke auch an Tiger Call 2. Wer denkst du gewinnt die US-Wahl? Ich denke, Trump hat, obwohl er in den Umfragewerten so schlecht steht, trotzdem noch gute Chancen. Aber, ja. Ist mir eigentlich egal, in meinen Augen sind das beides Verbrecher, deswegen
ist mir das eigentlich egal, wer da gewinnt, ehrlich gesagt. Ich finde Biden auch nicht nice. Ich finde Trump auch nicht nice. Ich finde Biden einfach furchtbar. Also ich denke, wenn Biden gewinnen würde, hätten wir wenigstens nicht mehr diese kompletten hirnlosen Aktionen. Aber ich finde beide furchtbar. In meinen Augen alles Verbrecher. Marvin, Küsse. Hi Simon. Lieber in den Streams. Hab einen Kumpel, der mit YouTube durchstarten will und wollt fragen, ob du mal reinschauen magst. Ich werde auf jeden Fall gerne mal reinschauen und schreibe euch mal gerne einen lieben Kommentar. DJ Wolfi, Küsse, Bad Wolf. Ach so, und das habe ich ja eben gelesen. Küsse, Küsse, Küsse. Selbstgemachte Gemüsesuppe? Nice. Küsse. 11 Jahre Schnitzel, Borgi, Bärfeld und Seraphien. Hi Unge, muss morgen wieder wegen Depressionen in Kur. Ich finde dich toll und wollte jetzt einfach mal sagen, da ich vielleicht bald nicht zuschauen kann. Ey Seraphien, ich finde es aber super stark, dass du in Kur gehst und nutzt die Zeit wirklich. Und nutzt die Zeit und ich denke, das kann dir auf jeden Fall helfen. Geh da offen rein und ganz viel Kraft wünsche ich dir, Seraphien. Küsse, 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 Küsse. Kennst du über Wien reden, Terroranschlag? Was soll ich darüber reden? Wenn du was darüber erfahren willst, guck dir die Nachrichten an. Ich bin nicht irgendeine Nachrichtenquelle, die über irgendwelche Terroranschläge redet. Ich finde es super schlimm, was da passiert ist. Aber das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ich verachte die Täter aufs Tiefste. Und ich brauche da jetzt kein großes Gespräch über das Thema führen, weil da hat keiner einen Mehrwert von. Hallo, Küsse. Chesterwolf, Küsse. Küsse, Küsse, Küsse. Paul und Mirak, Küsse. So, Leute, vielen, vielen Dank für euren Support. Geisteskrank. Ich danke euch. Danke auch an Ensa, Till, Kyoto, Mina. Danke euch. Wir gehen jetzt rein in die Bücher. Wir haben heute wieder auf der Liste. Und ich würde sagen, rein da. Josef, Light Games und Christoph Bachel. Küsse. Christoph Bachel, Angelo hat Geburtstag. Okay, Angelo, Happy Birthday. Natürlich, alles Gute zum Geburtstag, Angelo. Und ich singe natürlich auch heute für dich. Küsse. So, Leute, wie ihr vielleicht schon im Titel gesehen habt, zocken wir heute auch. Der Titel ist da unten. Moment, ich muss einmal hier nach unten gehen. Wie ihr schon im Titel gesehen habt, zocken wir heute wieder Among Us. Warum? Einfach, weil ich so Bock drauf hab und weil heute Revi nicht dabei ist. Mashallah. Und ich würde sagen, deswegen beeilen wir uns jetzt, damit wir auch heute geile Videos auf jeden Fall am Start haben und fangen an mit dem neuen Video von Dave. Das haben sehr viele Leute vorgeschlagen. Das neue Video von Dave heißt, ich habe einen Mietwagen aufgemotzt. Aber auf dem Thumbnail sieht es nicht aus wie ein Mietwagen, sondern auf dem Thumbnail sieht es aus wie so ein Car2Go. Ist jetzt ein Mietwagen oder ist es ein Car2Go? Das ist jetzt hier die Frage. Ist ein Car2Go auch ein Mietwagen? Ich dachte, das wäre doch was anderes. Mietwagen hat man auch länger, ne? Oder ist das ein Mietwagen? Doch, stimmt, ein Car2Go ist ein Mietwagen für nur vielleicht ganz kurze Zeit. Klar, zählt auch als Mietwagen, oder? Man mietet ihn ja ganz kurz. Oh nein! Oh mein Gott, Sophie, sorry, dass ich überlesen habe. Ey, Sophie, alles Gute nachträglich und ich singe natürlich heute für dich nachträglich. Sophie, Küsse, Küsse, Küsse. Und Wastelands, Küsse. Michael aus Hamburg, Grüße. Wir schauen rein. Ist das nicht illegal? Darf man das überhaupt? Darf man so ein Car2Go aufmotzen? Ja, der Titel stimmt. Ich werde in diesem Video ein stinknormales Car2Go komplett tunen und es wird... Ist das legal? Darf man sowas machen? Oder kriegt ihr jetzt Ärger von Mercedes? Oder wem gehört Car2Go? Wer ist die Hauptfirma hinter Car2Go? Mercedes, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, Car2Go ist Mercedes. Nie wieder so aussehen, wie es hier gerade steht. Ich wünsche euch viel Spaß und bleibt bis zum Ende. Es wird nie wieder so aussehen, wie es jetzt da gerade steht. Das heißt, er greift längerfristig ein. Das ist verboten. Das ist ja nicht sein Eigentum. Ende dran. Ah ja, und natürlich funktioniert mein Mikro. Ach, Mercedes und BMW gehört das zusammen? Ah, okay. Mercedes und BMW gehört das zusammen. Krass. Nicht, deswegen muss ich jetzt mit einem Voice-Over machen. Als allererstes starten wir natürlich damit, dass wir überlegen müssen, was brauchen wir. Immer Küsse. Der Schocker-Hoodie ist schon ausverkauft. Wird es davon mehr geben? Okay, ganz kleine Info nochmal, bevor wir jetzt anfangen, weil so viele Merch-Fragen auch reinkommen. Ja, also erstmal, wir haben niemals damit gerechnet, dass es so krank abgeht. Es war einfach wirklich, der Andrang war doppelt so groß wie beim letzten Drop. Und es sind deswegen schon einige Sachen ausverkauft. Viele Größen sind ausverkauft, aber bisher nur das Shirt und der Hoodie komplett. Alles andere kann man immer auch in anderen Größen kriegen, aber es bringt euch natürlich nichts, wenn das nicht mehr eure Größen sind, wenn die wichtigsten Größen schon ausverkauft sind. Also, außer der Cashew-Hoodie wird alles nochmal nachproduziert. Also keine Sorge, wenn ihr den Schocker-Hoodie unbedingt haben möchtet, wird nachproduziert, dauert aber ein bisschen. Ne? Der Cashew-Hoodie gehört ja zu dieser Reihe, wie zum Beispiel der Rice-Out-Hoodie, also mit dem Rice drauf oder Cashew drauf. Der wird nicht mehr nachproduziert. Dafür gibt es aber davon im Dezember nochmal eine andere Version. Also da gibt es nochmal was anderes im Dezember. Die anderen Sachen werden nochmal nachproduziert. Ja?
das Stonewash-Shirt ist in sehr vielen Größen ausverkauft. Ich glaube, es ist in XXL und in XXXL und in XL ausverkauft. Und das wird nachproduziert, das wird nachproduziert und das wird nach, also diese drei Sachen werden auf jeden Fall nachproduziert. Nochmal, weil das einfach krank war. Die waren sehr schnell vergriffen. Der Casual Hoodie, den gibt's auch nicht mehr in jeder Größe. Ich glaube, in der größten Größe ist der leider auch ausverkauft. Leider, aber in XL auch ausverkauft. Aber in XL gibt's den noch. Die Sache ist, den gibt's aber, der wird nicht mehr nachproduziert. Dafür gibt's davon eine andere Version. Mit was anderem, nicht Cashew. Und noch eine Sache, der Schocker-Hoodie, den wird es bald auch in einer kleinen Auflage in 4XL und 5XL geben. Ich habe es heute schon auf Twitter angekündigt, für die ganz großen Boys und Girls, die einfach eine Übergröße brauchen, weil wir haben ja nur bis XXXL, wird es auch nochmal, den Hoodie wird es nochmal in 4XL und 5XL geben, ja. Wir haben uns jetzt darüber überlegt und ja, das, ja, wartet ab, das kommt in der nächsten Zeit hier in den Shop. Ich sage euch nochmal Bescheid dann, okay? Küsse gehen raus, an alle, die schon was bekommen haben. Küsse. Emily, bevor mich alle fragen, wie es mir geht, meine Klassenlehrerin ist gestorben. Okay, das hört sich nicht so gut an, Emily. Ich wünsche ganz viel Kraft für die Zeit. Das ist super traurig. Küsse. Tara und Timo, wollt nur loswerden, dass wir am Sonntag unseren Kater Missy einschläfern mussten. Oh nein, jetzt haben wir direkt zwei so sehr, sehr, sehr schade, sehr, sehr traurige Nachrichten. Auch dir wünsche ich ganz viel Kraft und ganz viel Liebe. Und das ist natürlich auch super, super scheiß Situation. Ich küsse eure beiden Augen und Herzen. Küsse. Let's go. Also schauen wir mal, ob der was Illegales macht. Alles für Tuning-Teile für unser Tuning-Car2Go. Was brauchen wir? Nun ja, da gibt es zum Beispiel diese coolen Luftauffrischer, diese Duftbäume. Tatsächlich. Etwas. Ah ja, und die Mütze kommt auch nochmal, keine Sorge. Ich habe die jetzt gerade nicht so an, aber die Mütze kommt auch, also die Unge-Mütze. Mhm. Lenkrad, Radkappen, wir können natürlich keine Felgen dran machen, damit wir nicht die Sicherheitsbestimmungen des Car2Gos irgendwie missachten. Wir müssen Radkappen drauf machen. Also wir können nur Sachen verändern, die jetzt nicht die Sicherheit von anderen Car2Go-Gästen riskieren, gefährden. Also es fahren auch andere Car2Go-Gäste mit. Die wollen das Auto auftunen und dann lassen die es wieder irgendwo hinstellen und dann fahren andere mit. Never. Wenn wir hier unser Moodboard angucken. Sehr professionell übrigens. Ist das wahrscheinlich... Was ist... Wild. Professionell übrigens. Ist das wahrscheinlich genau das Klientel, was solche Aufkleber hinten auf der Heckscheibe hat. So böse Onkels, böse tote Onkel. Hosen. 4,2 Liter Wischwasser. Das brauchen wir auf jeden Fall. Oh ja, das stimmt. Damit man sich im Innenraum natürlich auch wohlfühlt, brauchen wir LED-Ambiente-Beleuchtung, dass wir mitfährt. Welche Größe trägst du gerade in Cashew? Ich trage den Cashew gerade in, ich glaube XXL. Warte mal. Kann man das hier sehen? Warte mal. Ich muss mal kurz gucken, ob man das sehen kann. Kann man das sehen? Man sieht hier ganz... Ich glaube, ja, XXL. Habt ihr gesehen? Also ich trage den XL, weil ich mag es einfach, wenn der so richtig schön schlabbrig oversized ist. Oh, das ist so gerade so zum Einkuscheln geil. Und ich bin auch ein ziemlich breit gebauter Mann, sag ich mal so. Chrissy, Küsse. Sehr, sehr gerne, Chrissy. Oh, sehr, sehr gerne. Mache ich auf jeden Fall. Chrissy, sehr gute Idee. Survival Martin, Happy Birthday, mein Lieber. Und PXN Maxi, Küsse. Ey, freut mich mega für ihn. Küsse. Fernbedienung okay. Steuern können. Okay. Okay, Innenausstattung reicht schon, aber außen nur Radkappen drauf zu machen, da fehlt noch irgendwas. Ja. Was wäre wohl, wenn wir das komplette Auto in einer geisteskranken Farbe umfolieren würden? Nur für 24 Stunden und dann schauen, wie die Leute auf den umfolierten, getunten Car2Go reagieren. Aber das wäre doch ziemlich teuer und unnötig, oder? Ziemlich teuer und unnötig, aber... Was, die folieren den? Ja. Und das getunten Car2Go nur für das Auto in einer geisteskranken Farbe umfolieren würden. Nur für 24 Stunden und dann schauen, wie die Leute auf den umfolierten, getunten Car2Go reagieren. Oh mein Gott. Okay, jetzt bin ich gespannt. Oliver, Küsse, mein Unge, wollte fragen, ob du vorhast, SF weiterzocken. Ja, super gerne. Ich habe nur jetzt die letzten Tage, wie ihr gesehen habt, Among Us gestreamt und wir sind gerade noch im Umzug drin, aber... Ich denke, ich werde spätestens morgen wieder online kommen. Oliver, Küsse. Und Big Sexy, Küsse. An alle Lost-Leute, Küsse. Das wäre doch ziemlich teuer und unnötig, oder? Ziemlich teuer und unnötig, aber da bin ich der König. Marcel! Küsse, alles Gute zum Geburtstag, Marcel. Küsse.
nicht, was YouTube-Videos angeht. Ich habe schon eine Idee für die Farbe und die werde ich euch ganz am Ende des Videos zeigen. Das wird euch komplett umhauen. Ich würde unbedingt Bescheid sagen, wenn es was, wenn du es für feiste Menschen wie mich droppst. Big Sexy, du wirst der Erste sein, der davon fährt. Küsse, Küsse. Und Pretty Pandy, Küsse. Hey Junge, ich habe gestern Pulli bestellt und habe heute eine Mail bekommen, dass bei meiner Adresse die Hausnummer fehlt. Habe versucht, das zu bearbeiten. Geht aber nicht. Kannst du dir weiterhelfen? Ja, ich kann dir weiterhelfen. Schreib mal bitte deine Bestellnummer. Kannst du deine Bestellnummer einfach mal in den Chat schreiben und dann kopiere ich mir die raus und dann werde ich genau deinen Text weitergeben an Holy Mesh und dann sollte das geklärt werden. Keine Sorge. Ich brauche nur noch deine Bestellnummer, dann weiß ich Bescheid. Küsse, Ken, Küsse, habe ich schon gelesen und habe ich auch aufgeschrieben und Lord Daisy, Küsse. Geht nicht, Mickey ist heute leider etwas erkältet, er spielt heute nicht mehr mit. Bleibt bis zum Ende dran und schaut euch den getunten Car2Go an. Das getunte Car2Go. Smiling Stack und Light Games. Küsse. Oh, warte mal. Komischerweise sind schon alle Bestellungen da. Oh mein Gott. Oh, ja, ey. Ich weiß leider gar nicht mehr genau, was ich bestellt habe. Oh, geil. Midnight Schick Duftbaum. Einfach so richtig schön asozial. Oh. Lenkradbezug. Oh mein Gott, das ist asozial. Der Duftbaum nicht, aber das hier schon. In Schwarz-Grau. Automobile. Könnt ihr mit drauf achten, wenn der Pretty Pandy was in den Chat schreibt, dass ihr mir Bescheid sagt? Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Könnt ihr bitte mit drauf achten? Also er sucht wahrscheinlich eh gerade nochmal seine Stellnummer raus, aber könnt ihr mit drauf achten? Danke, Lord Daisy und Kevin, Küsse. Atmosphäre leer. Was vorher gibt, sobald Mickey wieder am Start ist. Das Problem ist, Mickey ist leider erkältet. Lord Daisy, Küsse. Eigentlich wollte ich heute mit Mickey ein Storygame anfangen. Ich verrate euch welches. Aber Mickey ist leider erkältet, deswegen ist er heute früh offline. LEDs. Hat er schon? Warte mal kurz. Pretty Pun. Nee, hat er noch nicht. Achtet bitte einfach mit drauf. Ah, da hat er geschrieben. Sehr gut. Mit RE? Sicher, Pretty Pandy? Eigentlich ist die Bestellnummer immer UN. Aber ich werde sie mal weiterleiten. Danke, ich habe deine Bestellnummer RE. Danke, Pretty Pandy. Küsse. Ich werde es weiterleiten. Ja, ich leite es heute Nacht schon weiter. Küsse. Fernbedienung. What the fuck? Ich habe eine Sirene bestellt. Stimmt, ich habe eine Sirene fürs Auto bestellt. Mit Wild. Nachdem ich letzte Woche abgeschleppt wurde, werde ich jetzt mein Car2Go einfach tunen. Ja, no. Ich kann sagen. Unsere Rims. Was hast du dafür gezahlt, Digga? Was? Ja. Das werden die neuen. Oh mein Gott, 38,1 cm. 15 Zoll. Wild. Neun Felgen oder Rad. Digga, wir rollen. Auf 15 Zoll. Kappen auf unserem Car2Go. Hä? Ich finde für 20 Euro. Pavlos, natürlich, mein Lieber. Happy Birthday, mein Lieber. Küsse. Hä? Warum wird Pavlos mir nicht? Pavlos. So, Küsse. Warum geht das? Kilian der Alki. Ich und eine Freundin machen gerade ein Trinkspiel. Für jedes Küsse von dir einen Schluck. Tu mir mal einen Gefallen und sag es oft. Boah, selbst wenn ich das nicht mehr absichtlich mache, also erstmal Küsse an euch, selbst wenn ich nicht mehr absichtlich mache, es werden einige Getränke passieren, ja, und Kyoto-Küsse. Sehr, sehr gerne. Küsse gehen raus, Küsse. Ist klar. Ja, das ist wild. Als nächstes muss ich aber zu einer Folienfirma fahren und schauen, welche Farbe genau zu meinen Vorstellungen passt. Und davor musst du erstmal das ausgewählte Car2Go finden. Das stimmt. Natürlich haben wir dann im Handumdrehen eine Firma in Köln gefunden, die uns die richtige Folie verkaufen konnte und sofort haben wir angefangen, das komplette Auto mit 4 Leuten zu folieren. Es war unendlich anstrengend. Ich habe mich schon gefragt eben, wie die das folieren, ob die es bei einer Firma machen, weil welche Firma macht sowas? Welche Firma foliert einfach ein Car2Go? Das ist ja illegal. Wisst ihr, ich meine? Ah, doch eine andere Nummer. Wollte ich gerade nämlich sagen, weil Pandi hat mir eben nämlich eine Nummer mit RE geschrieben. Ich habe nämlich schon gedacht, die Nummer muss nämlich irgendwas mit UN sein. Alle meine Bestellnummern sind UN für Unge. Ja. Okay, danke für die neue Nummer. Jetzt habe ich die richtige. Danke. Ja, das ist die richtige Nummer. Dankeschön, Pandi, das ist die richtige Nummer. Danke, Chat, dass ihr mit drauf geachtet habt. Ich küsse eure Augen. Danke, Chat. Hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen und es war deutlich schwieriger, als wir gedacht haben. Das Ergebnis seht ihr später. Bis es dunkel wurde, haben wir gestern gebraucht, um das Auto... Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen, Pan, ich kümmere mich um alles. ...außen komplett zu folieren. Es war unendlich viel Arbeit. Es hat
nicht gut funktioniert, aber das Auto ist jetzt in der gewünschten Farbe und wir können uns endlich um den Innenraum und die anderen Tuning-Teile kümmern. Wir starten mit dem wahrscheinlich am einfachsten. Folieren ist bestimmt sehr viel Arbeit. Ich bin mal gespannt, ob die das gut gemacht haben, weil das ist bestimmt für Amateure ganz schön kompliziert. Am einfachsten zu bauenden Tuning-Teil, das Lenkrad. Fokus. Mashallah. Digga, what the fuck? Digga, sieht so wack aus. Boah, Digga, das stimmt Henry. So, dieses Scheißding, Alter. Wir machen weiter. Ja, mach ich gleich für die Schei. Mach ich gleich. Mach ich gleich Küsse. Ich hab's mal aufgeschrieben. Weiter mit dem Duftbaum. Boah, Digga. Okay, perfekt. Es riecht jetzt zwar vernünftig hier drin, aber es ist noch nicht das richtige Ambiente. Das bedeutet, die LEDs müssen natürlich Abhilfe schaffen für... Also ich muss sagen, die LEDs hat er, also der Rest sieht scheiße aus bisher. Die Lenkrad, was ist das für eine Scheiße? Lenkradpolsterung drumherum, das sieht wack aus. Oder der Duftbaum ist halt wack. Aber das sieht echt halt gar nicht mal so scheiße aus, die LED-Beleuchtung. Die sieht halt gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Für die vernünftige ambiente Beleuchtung im Fußraum und allgemein im Auto. Die können natürlich nicht nur blau und lila, sondern wir können das hier durchswitchen mit der Fernbedienung, wie wir wollen. Hier draußen die Farbe passt jetzt, nachdem wir foliert haben, aber das kann natürlich nicht so bleiben. Sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Eine der wichtigsten Sachen aber noch vorweg. In diesen Autos, in diesen Mietsmarts, kann man nie sein Handy mit Bluetooth verbinden. Dafür gibt es allerdings einen Lifehack. Wir setzen einfach das komplette System zurück, können uns dann mit unserem Handy verbinden und dadurch können wir genau die Mucke hören, die wir hören wollen und müssen kein Radio hören. Ich werde jetzt Max und Jakob abholen, um denen das fertige Ergebnis zu zeigen, bevor ich euch dann in einem Carporn das komplette Auto und die Farbe zeige. Oh nein. Was glaubt ihr, was für eine Farbe hat der genommen? Rosa? Ich wollte gerade sagen, sieht gut foliert aus. Aber es ist gar nicht foliert, ne? In dem Bild hier. Das ist doch das normale Auto, okay? Oh mein Gott! Ach, das war die echte Farbe, das Grün. Ich dachte, das wäre so extra so farbverstellt worden. Okay, die haben so ein Grün genommen. Also ich muss sagen, die Farbe gefällt mir. Aber wie schlecht ist das denn bitte foliert? Oh Gott, sieht das kacke aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so unsauber. Ich habe das Auto komplett dunkelgrün foliert. Ihr fragt euch jetzt, was ist daran so krass? Dieses Video ist eine Idee von Justin, die er hatte, als wir neulich bei einer leckeren Pfeife zusammensaßen. Und als Hommage an ihn für diese Idee habe ich versucht, mit dieser Farbe genau seine Autofarben zu matchen. Es hat nicht ganz funktioniert, aber wir sind auf jeden Fall in die richtige Richtung gekommen und das Auto sieht ziemlich nice aus. Ich bin 5 Minuten gefahren und mein... Oh mein Gott, die Folie geht ab. Das ist ein Eingriff in den Straßenverkehr. Hilfe! Eine Scheißfolie fliegt einfach ab. Digga, was soll der Scheiß? Digga, aber der sieht eigentlich ernst, von Weitem sieht der ernst wild aus. Ja, von Weitem. Von Namen nicht mehr so. Also, wir haben es halt wirklich geistkrank scheiße foliert. Hier, du kannst die Farbe steuern, wenn du willst. Dann natürlich das Lenkrad. Das Lenkrad ist so scheiße, aber das Ambient Light finde ich gar nicht so schlecht. At its best. Ja, und das ist mein Tuning-Car-to-go. Auf Alcantara. Ich hatte mir ja noch einen Subwoofer gewünscht, aber dafür... Ja, das ist schwierig, aber das Polizeilicht, was du dir ausgesucht hast... Oh. Das darf man auch nicht machen. Oh. Aber es ist, da sind keine Batterien drin. Oh nein. Haben dich schon Leute komisch angeguckt? Bro, jeder, Alter. Es ist so gottlos peinlich mit diesem Auto, Alter. Aber jetzt weiß man gar nicht mehr, dass es ein Car2Go ist, weil es ist ja das Car2Go-Logo gar nicht mehr zu sehen. Wird jetzt jemand noch damit fahren, jemand anders? Kannst du mich grüßen? Ich heiße Aisha. Ich wollte übrigens was von deinem Merch kaufen, aber hab gerade so wenig Geld. Mach ganz entspannt, Aisha. Es wird noch genug Merch geben. Küsse. Und Aisha, ganz liebe Grüße. No joke. Der sieht halt so scheiße aus. Hausnummer von Pandi ist die Nummer 1. Schreibe ich direkt dazu. Hausnummer 1. Danke. Fassbar. Wie? Digga, der ist einfach komplett grün, Alter. Ich hab die Fahrer verscheucht. Die Felgen kommen ja anders krass. Es knarscht auch kaum, wenn man die Tür öffnet.
Ambiente-Beleuchtung. What the fuck? Ja. Aber die sieht, no joke, die sieht gut aus. Ja, finde ich auch. Die Ambiente-Beleuchtung sieht echt nicht schlecht aus. Für das, was es ist, auf jeden Fall. Boah, Strom! Bro, mit Duftbaum. Boah, was ist das für ein Aroma? Warte. Das riecht nach öffentlicher Toilette. Oh, übelst geil, mein Lieblingsgeruch. Ja. Wir haben Lenkradbezug. Oh ja, wie ist das beim Grip? Der Grip ist fein. Wir haben Party-Lights. Okay. Shit, man, that's some fire shit right here. Feinstes Plastik. Aber no joke, ich muss ehrlich sagen, das sieht eigentlich nicht so falsch aus. Ne? Ja, wenn man von Weitem guckt, sieht es stabil aus. Desto näher man kommt, desto beschissener wird es. Das hier ist so funny, wenn dann noch einfach Car2Go steht und da drin blinkt. Ja, ja. Ich muss ehrlich sagen, auch so der Lufteinlass und die Rims hat auf jeden Fall abgestimmt. Die rote Farbe von der Rückleuchte kommt auf jeden Fall noch mal krasser. Das ist auch ein geiles Element so für die Windschnittigkeit. Pimp My Ride Exhibit hätten es nicht besser machen können. Digga, da drin auch. Das Strobolicht, das macht es wirklich. Zum Glück haben wir alles, was wir gerade hier erzählt haben, nicht schon mal erzählt, als das Mikrofon nicht funktioniert. Ich würde sagen, gelungenes Projekt mit nicht ganz so wenig Geld hast du wirklich einfach ein dummes Auto gemacht. Es hat nur 500 Euro gekostet. Ja. 500 Euro? Oh Gottes Willen, das muss ja alles wieder abmachen, ne? Weil sonst kriegt der Ärger, oder? Von Car2Go. Und morgen ziehe ich die Folie wieder ab. Hey, das ist gut, Leute. Ihr sollt vielleicht abonnieren, damit sowas möglich ist. Wäre vielleicht eine Idee. Das stimmt. Jetzt. Hier. Was? Hier. Wie hässlich. Hey. Hässlich. Let's go, Digga. Das ist ja zu schnell. Guck. Was ist das denn, Digga? Hä? Ich habe Innenraumbeleuchtung reingemacht. Das hast du echt du reingemacht? Ja. Das ist so lost, Alter. Das ist so das. Daniel Finn, ganz liebe Grüße. Rims. Digga, warum? Polierung, Radkappen, Innenraumbeleuchtung, Lenkradbezug, Duftbaum. Das ist ein normales Car2Go. Das ist ein normales Car2Go. Man sieht sogar hier noch die Aufkleber. Ich tune ein Car2Go. Und ja, okay. Oh, geil, du hast so einen Lenkradbezug. Ja, genau, ich habe Lenkradbezug. Oh, das will, Digga. Ist das von dir als autonah abgenommen? Auf jeden Fall, die Folierung ist durchgängig. Vorne an der Motorhaube sieht man wirklich die Details. Das Geile ist, du hast perfekten Heißluftfilm benutzt und hast hier einfach keine Falten. Also das Auto da, das möglicherweise meins ist, finde ich viel schlechter als das hier. Also das ist ja geil. So sieht es aus, wenn ein Smart 80 wird, Digga. Ja. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin angeschaut habt. Es war der reinste Traum. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir... Schade, ich dachte, die lasst es doch irgendwo stehen und beobachten, ob Leute das Car2Go mieten. Wisst ihr, ich meine, das wäre noch geil gewesen. Also die Idee ist halt einfach wirklich dumm, muss man einfach sagen. Aber hat mich unterhalten und ja, was soll man dazu sagen? Warum macht man sowas? Warum? Gerne ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich plane gerade wieder sehr große Projekte im Hintergrund. Stay tuned, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bin sehr gespannt. Dave, ich bin sehr gespannt. Küsse gehen raus. Es war wirklich das. Also es war einer der dümmsten Videos, die Dave bis jetzt gemacht hat, auf jeden Fall. Das ist ein Symbolbild. Oh, um Gottes Willen. JP jetzt gerade. Dieses, könnt ihr jetzt alle mal in den Chat machen? Könnt ihr es alle mal in den Chat schreiben? Oh mein Gott. Diese hier. Diese JP Performance gerade. Scheiße. Es wird eng. Es wird eng. Wild. Wild, 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 wild. Macht ihr gerade Auge, Leute, oder was? Leute, macht ihr gerade Auge? Leute, macht ihr gerade Auge oder was? Was ist hier los? Ich glaube, ihr macht Auge. Für alle Kanalmitglieder geht gleich die erste Roomtour meines neues Büro online. Oh, bin ich auch mal gespannt. Nice, nice, nice. Sehr, sehr nice. Okay. Wir gehen rüber zu dem lieben Evanjo. Evanjo hatte ein Borat-Placement. Das hat er gerade hochgeladen, vor 18 Minuten. Und der hat passend dazu zum neuen Borat-Film, den es ja auf Prime Video als Amazon Original gibt, ein kasachisches Essen gemacht. Und ich muss sagen, also es sieht schon, auf dem Thumbnail sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, wenn es was Süßes ist. Ich habe nur Angst, dass es wirklich ekelhaft wird. Wir schauen rein. Und ich würde sagen, let's go. Wisst ihr, manchmal schaue ich mir einfach mal so die Erde an. Und Buxtehude? Einfach Buxtehude, Leute. Stress oder was? Und denk mir dann. Digga, es gibt so viele. Wer kommt von euch im Chat aus Kasachstan? Kann jemand von euch wirklich sagen, ob das wirklich kasachisches Essen ist oder ob der Scheiße labert?
Länder, die noch so viele Spezialitäten und so viel Zeug auf Lager haben, was ich so gerne probieren wollen würde. Aber ich kann mich einfach nicht entscheiden, welches. Lassen wir den Dartpfeil hier entscheiden. Hol mir ein gutes Land. Okay, ist stark. Der mit der Tastatur hat mich gerade gut abgeholt. Ah, sorry. Was so? Kasachstan. Der Dartpfeil hat sich wohl ein bisschen verschrieben. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir heute an Dienstag. Sonst lade ich ja immer Sonntag 21 Uhr. Aber heute sehen wir uns auch am Dienstag, weil ich will heute ein neues Format in euch reinführen. Ja, sehr gerne. Und zwar Länder probieren. Mit dem Schwamm. Länder probieren. Oh, das finde ich echt eine geile Idee. Bei diesem Format, angefangen mit Kasachstan, wird es mir darum gehen, dass ich natürlich meine 5-Sterne-Kochskills natürlich noch ein bisschen verfeine und verbessere und mich Herausforderungen stelle, das von dem Land Spezialitäten selber zu kochen, aber auch mein dickes Ich hier loszuschicken. Wisst ihr nicht, weiß das jemand zufällig, kommt nicht Vic, also Alblali, kommt der nicht aus Kasachstan? Ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Weiß das jemand? Und zu sagen, ey, komm, geh mal in ein Restaurant, das Essen, wo professionelle Leute es machen. Heute hat der Dartpfeil dazu entschieden, dass es Kasachstan sein soll. Ja, ne? Ich dachte nämlich, ja, ich dachte auch irgendwie Russland, aber nee, Kasachstan, ne? Meine Mutter kommt aus Kasachstan, aber ich bin in Russland geboren, ja, ist interessant. Gut, vielleicht ist das ein bisschen beeinflusst durch das Placement. Fun Fact, Borat tut ja im Film so, als ob das in Kasachstan spielt, aber die meisten Sachen davon, vor allem im ersten Film, waren in Rumänien aufgenommen worden, also gar nicht in Kasachstan. Also, und er redet auch überhaupt nicht kasachisch, er redet, ich glaube, hebräisch in den Filmen. Also er verarscht wirklich alle komplett. Ich habe den Film gesehen, er kam am 23. raus, auf Amazon. Und also auf Amazon Prime Video, ist ja ein Amazon Original, und ich fand das Ende sehr, sehr stark. Also das Ende hat mich so überrascht, das alleine ist die Empfehlung für mich. Also Küsse. Welches nächstes Land ihr gerne haben möchtet, wo man ich meine Schweinenase mal reintunken soll, schreibt es einfach mal in die Kommentare, mal gucken, was da so ergibt. Aber bevor ihr denkt so, ah, Kasachstan, ist doch irgendwie langweilig. Ich sag euch, es gibt diesen Begriff wild, in dem Sinne ist, aber ich meine wirklich, Kasachstan ist wirklich wild. Weil ich lese euch mal ein Gericht vor. Beshbarma. Da ist Fleisch drin, wie ich fast gewöhnt in jedem Gericht, aber da ist Pferdefleisch drin, beziehungsweise... Lecker, aber gibt's das auch vegan? Florian, Küsse. Kann Pferdefleisch nehmen und diese. Es gibt Grenzen. Es gibt wirklich Grenzen. Ich als Schweine, den esse natürlich ganz selten auch mal meine eigene Vorfahren. Pferdefleisch zu nehmen. Das ist mir zu krass. Ich könnte mich vielleicht noch an diesen Lasagnen-Vorfall erinnern, wo man gesagt hat, eine Lasagne ist auch Pferdefleisch enthalten. Doch, Digga, ich habe diese Lasagnen früher so geschleckt, Mann. Aber ey, das ist doch krass gewesen. Dass ich einfach Pferde verputzt. Ich meine, guckt euch dieses süße Ding an. Das kann man doch nicht einfach putzen. Ich bin kein Mensch mehr. Wenn ich an Kasachstan denke. Ich bin kein Mensch mehr. Ich bin ein Pferd. Oder einen Moment, ich habe gestern gesagt, eine Frage an euch. Wer ist die bekannteste Person, die ihr kennt, aus Kasachstan kommt? Ja, das Problem ist, ich kenne halt nur Borat und Alblali. Und Borat ist ein bisschen bekannter, weil Alblali in Deutschland bekannt ist, Borat auf der ganzen Welt. Nee, sondern eher Borat. Und ich weiß gar nicht, mir kommt es vor, jeder Borat kennt. Ich meine, wirklich der letzte Mensch, der... Moment. Papa? Kennst du Borat, ne? Borat kann ich. Und vorher kennst du Borat? Ja, das sind... Was sagst du ihm? Du hörst hier so lustig, du kannst... Amazon Prime Video. Vor 14 Jahren, ich brachte Moviefilm raus, der brachte große Schande über Kasachstan. Aber jetzt, ich bekam Anweisung zu fahren in Yankeeland für geheime Mission. Dieser Film ist wirklich krank. Also, ich weiß nicht, wer von euch den Film schon gesehen hat. Falls ihr Teil 1 gesehen habt, wisst ihr ungefähr, worauf ihr euch einlässt. Es ist einfach ein absolut kranker Fremdscham-Film. Absolut. Also, ihr schämt euch die ganze Zeit fremd in diesem Film. Und ja, sehr unangenehm. Sehr unangenehm, aber geil. Ich weiß nicht, ob mein Vater kennt Bora. Wisst ihr, der Typ, der ist irgendwo in russischen Seiten unterwegs und bestellt sich Bomben. Und der kommt... aus Kasachstan. Das war verbunden mit dem Placement heute, weil Borat hat einen neuen Film rausgebracht. Borat Teil 2, da kam am 23. Oktober auf Amazon Prime Video raus. Da kann man Borat 2 gerne anglubschen. Schaut auf Amazon Prime Video umsonst einen Monat Probe, als ihr sagt, ey, okay, komm, ich will erstmal ein bisschen testen. Ich sag mal so, ich habe den Film selber angeschaut und natürlich, es ist schon cringy teilweise. Es wird wehtun, mein Arschloch. Aber an einigen Stellen einfach echt lustig. This man is a sex criminal? Ist dieser Mann ein Sexverbrecher? Nein, kein Sexverbrecher. Es ist einfach... No Sexfilm. Für mich ist Borat so ein Film, okay, da machst du wirklich das Gehirn auf und lässt dich einfach mal bestrahlen. Klar, tiefgründige Sachen und andere Sachen finde ich auch mal ganz interessant. Aber einfach mal sich so bestrahlen zu lassen von einem Film ist auch eigentlich ganz geil. Das feiere ich sehr an Borat. Borat ist noch ein Amazon Prime Video Original. Passt aber auch, weil so der Lockdown da ist. Kann man ja schlecht ins Kino gehen. Ich wollte euch nicht zu viel spoilern, ich packe euch einmal den Trailer in die Beschreibung. Ich sag mal so, politisch wird da auch nicht was hochgenommen. Trump und Corona und so werden thematisch behandelt und ordentlich verarscht. Fake Germany. Diesen Outfit koche ich für... Ah, Mensch. Nein, wir ziehen dich nicht an wie Borat. Nein.
Ah, ich dachte schon, ich habe gerade schon Angst bekommen, so wie Dimas gemacht hat. Also ihr liebt dieses Outfit, aber nein, sorry. Das gibt's heute nicht. Für diese Special-Aufgabe. Ich wusste ja schon, dass der das Video hochlädt. Und für alle Leute von euch, die auch Interesse haben, ich habe es in der Videobeschreibung auch verlinkt. Denn ich habe ja auch zusammen mit Amazon Prime Video. Und Küsse gehen raus an dieser Stelle. Küsse, Küsse, Küsse. Und ein anderes Outfit. Yeah. Oh, hey. Ich wette, die Gruppe mit Küsse-Trinkspiel machen ist bereits K.O. Küsse. Hört mal ein bisschen aus, Lisa. Nein, ich bin schüchtern. Genau, wenn ihr Ausrufezeichen Borat eingibt, findet ihr auch den Link, genau, oder in der Beschreibung. Hey, wie kann Borat dieses Outfit tragen mit diesem Ding hier? Wie traut er sich das? Ey, komm, ich trau mich auch. Ich hab Nein, mach nicht. Nein, mach nicht, bitte. Mach nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wahrscheinlich nachts gegessen. Krass. Aber das hier, hallo! Trauriges Smiley-Gesicht. Unsere Zutat! Okay, bleib so, das ist gut, bleib so. Mehl, eine Zwiebel, Eier, Baum, Wasser. Damit machen wir erstmal den Teig ready. Brauchen eine Schüssel, da hauen wir Mehl rein, Eier, eine Glasflasche und Wasser drüber. Das alles mische ich hier schön zusammen, Handarbeit natürlich. Der Teig ist leider noch nicht hart genug, also irgendwie ist er noch viel zu weich, der muss noch ein bisschen härter werden. Während ich den Teig hier probiere noch hart zu kriegen, schalten wir mal zum Außenreporter-Schwein. Wie läuft's denn bei dir? Naja, es regnet und strömt. Aber jedenfalls muss ich nicht kochen wie du. Werd doch endlich mal hart, Alter. Muss ich dir ein Porno zeigen, damit es endlich hart wird, oder was? Um kasachisches Essen zu bekommen, Leute, muss ich wirklich ans Lebensende hier gehen, weil so ein Essen zu finden, so ein Restaurant, dafür ist echt schwer, Mann. Aber jetzt habe ich eins. Ah, ja, 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 endlich. Guckt euch an. Guckt euch das an, ja. Yeah. Das Coole ist ja auch bei dem Format hier, das kann man ja auch so machen, dass ich teilweise an irgendwelche Länder fliege, bis ich sogar meine Spezialität nicht vor Ort auch mal teste. Ist halt ein bisschen scheiße, der ist mit Corona und hier und da. Vielleicht kann Borat ja aushelfen bei der Beseitigung von Corona. Darüber kommt jetzt eine Folie. Das ist auch so krass. Also, für die Leute, die schon den Film gesehen haben, ja, der ist ja in diesem Haus, als Corona ausbricht, mit diesen Leuten zusammen, ja. Und man denkt ja, locker ist er Schauspieler und so. Und der hat später in einem Interview erzählt, der hat wirklich 5 Tage oder so mit Leuten zusammengelebt und seine Rolle nicht verlassen. Er ist 5 Tage in seiner Rolle geblieben. Das waren halt echte Menschen, die er halt wirklich 5 Tage lang verarscht hat und so getan, als wäre so ein random Typ aus Kasachstan. So krank. Oder die Szene, die von euch, die den Film schon gesehen haben, die Szene mit dem Politiker, wo die Tochter den Politiker so in so eine Situation bringt, ihr wisst schon, was ich meine, ja? Das ist so krank, weil man weiß halt, das ist halt ein echter Politiker und der hat nicht einfach mitgespielt bei diesem Film. Der hat nicht bei diesem Film einfach mitgespielt. Also, das ist einfach krank. Einfach nur krank. Ich habe extra versucht, es nicht zu spoilern. Ich habe extra gesagt, der Politiker, ich habe nicht gesagt, was da genau passiert. Aber da passieren so kranke Dinge. Da passieren einfach so kranke Dinge. Virus. Darüber kommt jetzt eine Folie. Keine Sorge, das war alles nichts, was irgendwie die Story spoilert. Keine Sorge, Leute. Ich pass auf. Der Bruder, der ist ein bisschen zu wild. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Chillen, mein Lieber. Und zwar... Chillen mit Pfeife. Ach, Sommerung. In der Zeit nehme ich dieses Rinderhackfleisch hier und forme das jetzt um. Auf Lammfleisch oder auf Pferdefleisch, hallo. Habe ich jetzt nicht so krass Lust. Ich will eher dieses Rinderhack oder so. Das finde ich irgendwie leckerer. Das war der Anwalt von Trump. Ah, wusste ich gar nicht. Das wäre auch irgendein Politiker. Ach, das war der Anwalt von Trump. Krank. Der ist einfach in dem Film drin, ne? Mehr will ich dazu nicht sagen. Das ist einfach so krank. Der Vizepräsident ist ja auch in dem Film drin, ne? Das ist so krank. Emanu, Küsse, Küsse, Küsse. Und der das, Küsse. Die Frage könnte erleben zu einer. Magst du Züge? Ja. Ich will das Gericht ja auf meine eigene Art dann auch irgendwo machen. Meinen eigenen Touch muss ich ja dazugeben. Außerdem mag es ja auch mal zu kochen für euch, weil ihr kritisiert jedes Mal. Ich sehe jedes Mal die Kommentare so, wenn du kochst, ich weine. Warum? Ja, verständlich, aber ich probiere es ja, ich lerne. Das reicht uns nicht! Auf die hauen wir dann noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffi. Machen wir klein rollen, also hier so. Oh, meine Kamera geschlagen. Süße, es tut mir leid. Alter, der Teig ist noch viel zu weich, viel trockener sein. Der Teig muss jetzt einfach mal 40 Minuten lang hier noch unter diesem... unter so einem Badehandtuch. Oh mein Gott. Badehandtuch liegen. Was soll ich denn jetzt 40 Minuten lang machen, Mann? Was das für ein Film ist? Also, ich würde euch empfehlen... Guckt erst Teil 1 auf jeden Fall. Der ist schon was älter. Der erste Teil, ich weiß nicht, wann kam Borat 1 raus? Kannst du mal jemand im Chat schreiben, wann Borat 1 rauskam? Das ist halt der zweite Teil, ja? Der ist halt ein sehr politisch kritischer Film. In dem Film kommt halt eben auch unter anderem unsere aktuelle Lage wird da auch besprochen. Also auch mit Corona und so. Also der ist sehr zeitgemäß. Und gerade jetzt noch, während die US-Wahlen sind, ist der Film sehr empfehlenswert. 2006 kam der erste Film und jetzt dieses Jahr kam halt der zweite und der dreht sich halt um politisch so politikkritische Themen und er verarscht halt alle Leute, egal ob irgendwelche Trump-Anhänger oder ja,
Politiker, Anwälte, es ist einfach nur krank. Also wirklich. Und es ist so unangenehm, das zu gucken. Also er geht auch sehr. Ich würde dir auch nicht empfehlen, mit eurer Mama zu gucken, wenn die empfindlich ist, weil das ist wirklich ein Film, der geht unter die Gürtellinie. Also wirklich, der Film hat einen sehr bösen Humor. Einen sehr bösen Humor. Das mache ich jetzt aus erstmal. Gott, was tue ich? Das wird das Gute. Den gibt es aktuell nur auf Amazon Prime Video, weil es ein Amazon Original ist. Aber wenn ihr Prime Video habt, also zum Beispiel, wenn ihr Amazon Prime habt, habt ihr auch Prime Video quasi. Und dann könnt ihr ihn kostenlos gucken. Schöne Spaghetti so halbwegs, von daher. Es wird schon, der Plan wird schon aufgehen, den ich hier gerade habe. Es riecht ein bisschen wie Gebäck. Kommen in unsere Schlacht. Ich muss sagen, das sieht jetzt gar nicht mal schlecht aus. Das sieht aus wie so richtig dicke Nudeln irgendwie, so Nudelgericht. Mhm. Bisschen wie Gebäck. Kommen in unsere Schlangenaugen. Für dieses Gericht brauchen wir aber Zwiebeln. Auf wie kriege ich die denn jetzt her? Evanio, Oh mein Gott, die Gemüseecke hier ist einfach komplett fast leer. Alter, immer Hamsterkäufe. Nein, als ob die... Nein, ey, da gibt's noch ein... Philipp, sollte aber alles klar gehen. Sollte klar gehen. Airport. Ey, das Problem ist, das ganze Fleisch ist ausverkauft. Alter, die machen echt Hamsterkäufe, die Leute wieder, ne? Es ist unglaublich. Ich brauche... Evanio ist ja riesig. Wie groß ist der bitte? Die Tür und der Kühlschrank sehen total klein aus, wie winzig aus. Ja, Christina, der ist wirklich größer. Der ist wirklich sehr groß. Der ist noch ein paar Zentimeter größer als ich. Also ich bin 1,86. Ich glaube, Evanio ist fast 1,90. Also er ist schon echt groß. Hast du das in Wien mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. Sehr, sehr, sehr traurig und ekelhaft von den Tätern. Küsse gehen raus. Und Kraft. Falls irgendwo Zwiebeln her. Borat, du musst dich jetzt mal bitte hier nützlich machen. Ich brauche Zwiebeln. Oh, noch eine. Hä? Fleisch und leckere Zwiebeln. Als ob das Gericht so zubereitet wird. Unten drunter Fleisch, dann oben drüber dieses Zeug und dann Zwiebeln drauf. Das ist die Kombi. Aber ich muss sagen, es sieht irgendwie trotzdem, es sieht appetitlich aus tatsächlich. Also es ist bis jetzt das Beste, was Evanio gekocht hat. Also ich würde es trotzdem nicht essen, weil es nicht vegan ist, aber ich finde, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also ich glaube, dieser gekochte Teig und die Zwiebeln ist schon eine geile Kombo. Also, erster Eindruck von kasachischem Essen. Ja, sieht ganz nice aus. Kombi? Sieht echt wild aus, muss ich sagen. Ich hab nicht geglaubt. Aber wie sieht das in echt aus? Könnt ihr mal in den Chat schreiben, wie das Gericht wirklich heißt? Dann google ich das mal, wie es in echt aussieht. Ich hab nicht geglaubt. Aber wirklich, das Fleisch ist gut durch. Die Zwiebeln sind natürlich lecker. Und das hier ist ja an sich nur Teig, nur in einer schlechten Form, weil ich so scheiße gemacht habe. Aber es schmeckt wirklich. Diamanti kennt ihr primär. Die haben auch diese Teigform und schmeckt genau so. Und es ist wirklich, ich bin gerade sehr, also ich, okay, glaub, sind wir mal ehrlich, ich bin gerade überrascht. Wie können das Koch noch gut gegangen sein? Ich habe Baraschki heißt das, glaube ich. Baraschki heißt das? Okay, ich google mal kurz. Baraschki. Wie soll das eigentlich aussehen? Es gibt sogar ein Baraschki-Restaurant. Hä? Baraschki? Kasa. Nee, es heißt Beshpamak. Beshpamak heißt das. Ah, okay. Es sieht eigentlich ein bisschen anders aus. Und zwar, so wird es geschrieben. Beshpamak. Nee, Beshpamak. So. Eigentlich sieht es so aus. Also der Teig sollte ein bisschen dünner sein eigentlich. Aber es ist tatsächlich so ähnlich, so ähnlich wie er es gemacht hat, ist tatsächlich, also es ist gar nicht mal so anders, als er es gemacht hat. Also hier sieht echt gut aus, das Bild. So. Ich versuche mal in groß. Ja, also hier so dünne Teigdinger, dann so ein bisschen Zwiebeln Dingens, bisschen Fleisch drüber. Ja, also das, was er gemacht hat, ist auf jeden Fall nicht so weit vom Original weg. Und ja, hat einen guten Eindruck gemacht. Also ich habe gedacht, es kommt was Ekliges, aber hat er echt gut gemacht. Muss ich mal Props geben auch. Ein Biss, nur sagen, ob es lecker ist oder nicht. Muss man. Ja, ist lecker normal. Also ich fahre ans Ende der Welt, nur um zu begreifen, dass der Mann mir im Restaurant sagt, dass man das vorbestellen muss. 3 Tage vorher, dann macht er es für dich. Ach, jetzt geht der doch in einem kasachischen Restaurant. Oh, das muss er 3 Tage vorbestellen. Wir finden schon was. Ich frage mal kurz meine Kollegen, was sie zu meinem Gericht sagen. Yo Jungs, was sagt ihr zu einem selbstgemachten Gericht? Note 3. Was ist das denn? Das ist lecker? Ich denke nicht. Aber irgendwie muss ich sagen, hier fehlt was. Irgendwas fehlt. Nutella? Oh, es war klar, dass er jetzt alles kaputt macht. Nein, es sah doch echt gut aus. Oh nein, das wird ekelhaft. Das wird richtig ekelhaft. Brutaler Typ, Küsse. Leonie, alles gut zum Geburtstag. Natürlich kriegst du auch dein Ständchen.
Es geht schon mal in eine gute Richtung. Und zwar, ich brauche was Süßes, einen schönen Nachtisch. Oh Gott, ich glaube, mehr Pech geht gar nicht. Ich suche mir einfach irgendeinen anderen Laden. Dann habe ich einen anderen Laden gehabt. Mir ist zum allerersten Mal passiert, dass ich bei dem Laden bestellt habe. Ich habe gewartet. Ich dachte so, okay, gleich kommt das Essen, alles entspannt. Ich kann euch schön das zeigen. Restaurant essen plus selbstgemachtes Essen. Was passiert? Es passiert zum allerersten Mal, zurück zum ersten Mal in meiner Lieferando-Fettsack-Bestellzeit. Meine Bestellung wurde storniert. Wegen storniert worden. Ich habe keinen Anruf bekommen, nichts anderes storniert. Geld wurde auch eingesogen. Alter, ich bin jetzt voll verzweifelt. Wo hol ich denn jetzt Essen her, Mann? Und jetzt brauche ich Hilfe. Omi, was kommt da rein? Trockenhefe, geben Zucker, so ein kleiner Teelöffel Salz. Und so Ausstechform, und dann stechen die überall rein. Immer diese Kreise ist doch langweilig. Mach was Neues. Mein Herz, weil ich euch so liebe. Hallo, meine Lieben. So, und der letzte. Dann ist der Teig fertig. Machen wir auf Rund hier. Und zack. Dampfstick Sonnenöl, weil jetzt wird frittiert. Und da hat mich einmal so rein, da spritzen noch das Gesicht weg. Oh, jetzt spritzen da schon mal. Oh, der geht auf. Der geht hoch. Mann, oh, die sind schon wie Gold. Oh, die sehen aber auch gut aus. Hä? Was denn? Was geht ab? Letztes Mal habe ich dieses Video gesehen von Crispy Rob zu russischem Essen. Wisst ihr noch, wo wir das Essen von Crispy Rob angeguckt haben, wo er russisches Essen gegessen hat? Also ich muss ganz ehrlich sagen, russisches Essen und auch kasachisches Essen sieht echt gut aus. Wenn es davon eine vegetarische / vegane Version gäbe, würde ich es gerne probieren. Weil ich muss sagen, das sieht schon echt nicht schlecht aus. Guck mal, wie goldig der ist. Und jetzt als Special Honig machen wir jetzt so drüber einmal. Boah, oi, oi, oi. Das Look ist ja geil. Boah, ich bin so lecker. Also wirklich, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Okay, ich tue. Ach, scheiße. Evanio, kannst du bitte was für mich kochen? Das wäre echt nett von dir. Ach, ich soll dir helfen. Ich soll dir jetzt helfen. Nee, weißt du was? Ich lege hier schon ab. Ich kann nicht. Du kannst wirklich nichts bieten, dass ich jetzt noch kochen werde für dich. Willst du noch was von mir? Eine Nacht mit einer ganz bestimmten Lady. Mit wem? Bang, ja. Von Naomi oder so? Ja, gut. Okay. Manti. Jetzt werden alle gesagt, hey, Moment, das ist türkisch oder so. Manti gibt's wirklich überall gefühlt. Das gibt's einfach in Russland. Das gibt's in der Türkei. Gibt's das auf jeder auf seinen eigenen. Bei Kasachstan machen die das auch. Und jetzt hab ich jetzt mal, wir nehmen Mehl, machen das hier rein. Machen wir Wasser. Das halt merkt ihr schon, ne? Immer Teig, Fleisch. Das ist dann genauso. Irgendwie alles aus Teig und Fleisch. Teigtaschen mit Fleisch gefüllt. Fleisch zerhacken. Jetzt hier. Ja. Ah, das meint sie mit Schlange. Fleisch. Nein, nein. In den Teig hier rein. Und guck mal, wie schön ich das jetzt mache. Ich habe ein bisschen geübt. Sehr schön. Guck mal, das ist ein richtig schöner Manzo. Hier reingetrunken. An sich hat man eigentlich in so eine Verdampfungsmaschine, sage ich mal, so mehrere Töpfe. Das habe ich allerdings nicht. Deswegen machen wir das hier ein bisschen Freestyle. Und zwar habe ich jetzt hier hochgetopft, da habe ich Wasser reingemacht. Antis kommt drauf, Decke kommt drauf. So, wir verdampft das jetzt die ganze Zeit. Das muss man wieder nachfüllen. Nervig. Dafür werden die wirklich lecker. Also kochen, spiele ich jetzt noch kurz Lieferjunge und bringe sie diesen Ding, Junge. Ah, hier bist du Schwein. Hier, dein Essen. Wenn alle Restaurants aufhören zu liefern, weil Evanio einfach zu viel frisst, muss er sich selbst beliefern. Also sieht auch gut aus, muss ich sagen. Also ich muss sagen, wirklich Props an Evanio. Er hat die drei Sachen gut gekocht. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass er die gut macht. Und die sehen alle nicht schlecht aus. Okay, das erste Essen sah ein bisschen komisch aus, aber es war gut. Die sehen auf jeden Fall nicht schlecht aus. Boah, das ist doch viel mehr. Einfach nur ein Fett, Mann. Ich bin nur dicker und vielleicht ein bisschen intensiver, weil mir gerade die Soßen fehlen. Sonst bin ich so typisch. Ich hasse gerne Schmand und so einer scharfen Soße, mische das gerne zusammen. Ah, das ist echt lecker. Ich kann es nicht glauben, am Ende des Videos kann ich aber jetzt sagen, ich habe alle drei Gerichte geschafft, lecker zu machen. Leute, wenn ihr wollt, schaut euch gerne Borat 2 an, auf Amazon Prime Video, wenn ihr Lust drauf habt. Ich lasse den Tanga jetzt weg. Sage, lasst ein Like machen wieder. Ein Abo auf Knapp, falls ihr euch getan habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Finde ich eine sehr coole Werbung, weil er einerseits erstmal drei verschiedene Gerichte aus dem Land gemacht hat. Das heißt, es bringt den Leuten auch noch so ein bisschen die kulinarische Seite von Kasachstan so näher. Und ich fand, die Werbung hat nicht genervt. Also hat er gut umgesetzt. Props gehen raus. Geht mal zu Evanio rüber, support den. Daumen hoch. Küsse, Küsse, Küsse. Also hat er gut gemacht. Ich bin auch stolz auf ihn. Er hat wirklich gut gekocht. Hat er gut gemacht. Hat er wirklich gut gemacht. Achso, Moment. Hat er gut gemacht. Das ist halt krass, er ist halt selber auch, sein Vater kommt ja aus Russland, ne? Deswegen ist da auch ein bisschen Bezug zu gewesen. Ja, hat er gut gemacht, bin überrascht, positiv überrascht. Okay, wir gehen nochmal rüber zu Daily Dose. Küsse gehen raus. Lucasso, Unge, kam auf die grandiose Idee, mir 10 Stunden am Stück Partie Partout anzuhören. Seitdem dreht mein Kopf komplett am Rad. Also falls du etwas Verstörendes sehen möchtest, kannst du mal reinschauen. Oh nein, Lucasso, oh nein. Lucasso, wir haben ihn verloren, F in den Chat. Küsse gehen raus, Hopion. Gerade Döner mit bisschen scharf bestellt. Beim Dönermann braucht wer eine Heizung, brauche die nicht mehr. Hab die nächsten 2 Jahre. Boah, ein bisschen scharf, ne? How to deep fry water. Okay. Wasser frittieren. Wir gehen von Essen zu Essen. Let's go.
Hello everyone, this is your daily dose of internet. Kamst du Jay und Aria? Nein, noch nicht. Die Sache ist, Jay und Aria, das Video geht 12 Minuten oder auf jeden Fall knapp über 10 Minuten. Ich denke, das werden wir bis morgen aufbewahren, weil um 21 Uhr geht das schon am Morgen erst los. Deswegen, wir können nur noch ein Kurzvideo reinballern. This guy wanted to see if it was possible to deep fry water. He trapped the water in an edible membrane, covered it in eggs and flour, and then deep fried it in peanut oil. Okay. I think you did it. That's not bad. First try. Oha! Er hat einfach Wasser frittiert. Stark. Here we have it. We just deep fried water. This might be a world first. That's cool. Nicht schlecht. What? Dead, Alter. Dead. Das Gefährliche ist, ich will euch eine Sache sagen, Leute. Auch wenn das jetzt cool aussieht mit dem Wasser, das er frittiert hat, macht das besser nicht nach. Ich sag euch auch warum. In kochendes Öl sollte man niemals Wasser reinkippen, dann kann es eine Explosion geben. Und wenn das irgendwie aufgegangen wäre, das Wasser wäre da reingelaufen und das Wasser läuft in das Öl, das kann sehr gefährlich werden. Also macht das lieber nicht nach, okay? Macht das lieber nicht nach. Wasser ist Wasser und Öl zusammen, keine gute Idee. Macht das nicht nach, okay? Alles klar. Passt auf euch auf. Frittiert kein Wasser. This person needed surgery to have an artificial heart placed in his chest. This is what the heartbeat of an artificial heart. Oh Gott, da kann ich gar nicht hinhören. Sounds like. Oh, wir müssen hören jetzt zusammen mal rein. Ein künstliches Herz. Krass. Krass. Die Sache ist, es ist super schlimm, aber es ist schön, dass die moderne Technik es überhaupt möglich macht, dass der junge Mann noch leben kann, obwohl sein Herz nicht mehr funktioniert hat. Ja, also natürlich hört sich das super heftig an und auch irgendwo traurig, aber einerseits sollte man eher sagen, okay, ist eher was Cooles, was Gutes, denn er kann halt weiterleben, ja. Ein künstliches Herz pumpt halt das Blut durch seinen Körper und so, aber trotzdem, es löst in mir ein sehr, sehr seltsames Gefühl aus. Es löst in mir ein sehr, sehr seltsames Gefühl aus. Ein sehr seltsames Gefühl. Aber ich freue mich für ihn sehr, dass er in der Situation trotzdem weitermachen kann. Das ist nicht selbstverständlich. Okay, die 29. Combat Aviation Brigade Flug zu zwei Blackhawk Helikopter over the stadium. Okay, also sind zwei Blackhawk Helikopter über dem Stadion geflogen während der Nationalhymne. Okay. This is what it looks like when the US military does a flyover during sporting events. Das ist so typisch Amerika. Rüstungsindustrie, Waffen, Kampfhubschrauber und dann halt irgendwie Baseball oder Football und alles zusammen am besten noch. Nationalhymne, das Amerika-Flagge, das ist typisch Amerika, Alter. Here's a cool maneuver you could use if you ever need to pick someone up who is heavier than you. Stark, stark, stark. Oh mein Gott, die Katze. Ich hab gedacht, das wäre ein Kind, was kotzt. Here's something I discovered. Was ist mit der Katze los? Here's something I discovered yesterday while eating a banana. If you take your finger and push it through the middle like this, you will see that bananas are actually made of three separate pieces. Digga, How to Basic ist so ein seltsamer Typ. Er so, ich habe gestern was herausgefunden. Ich habe meinen Finger in eine Banane reingesteckt. Endlich How to Basic. Daily Dose. Oh, ich bin lost. Sorry, jetzt habe ich geleakt, dass das die gleiche Person ist. Scheiße. Sollte eigentlich ein Geheimnis bleiben. Er hat mir das im Vertrauen erzählt.
This is what an airplane pilot sees when flying through a snowstorm. Gute Aussicht. Boah, jetzt müsste so ein Schockmoment kommen. This dog was. Hä? Hä? Ich check's nicht. Was stuck in a frozen lake and was helped to safety. Come on, Abby. Come on. Come on. Good boy. Good boy. Just. Stark, stark, stark. Just. Goodbye. Here's a rock that kind of looks fuzzy on the inside. Oha! Oha! Ich liebe solche so Kristalle und sowas aus so einem Berg. Das sieht so cool aus. That's the end of this video. I really hope you sieht echt richtig nice aus. Enjoyed. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Stark. Stark. Nice. Küsse gehen raus. Checkt auch Daily Dose aus. Und lasst Küsse da. Leute, wir switchen rüber zu Among Us. Let's go, der Hase. Hallo. Oh, ich bin hallo. Moin, moin, meine Karte. Oh mein Gott, hallo? Ja. Warum sagst du, oh mein Gott? Oh mein Gott. Du bist ultra laut. Ich bin laut. Yo, Unge. Yo, Unge. Yo, Nebelnik. Ja, was geht ab? Was geht ab? Dem ist auch da, Küsse. Okay, Among Us. Steam, Bibliothek, Rechtsklick, Among Us, Eigenschaften, vierter Reiter, Betas, erstes Dropdown-Menü, Public Beta, gib ihm. Gib Public ihm! Beta. Hi! Hallo! Moin! Hallo! Oh. Dena, du darfst heute nicht der Erste sein, der geht. Yo, Dena! War das Dena da? Das war Dena! Wieso darf ich nicht der Erste sein, der was macht? Weil der Erste in der Warteschlange ist Vase. Und Vase hast du ja auf Twitter geschrieben für die Retweets und die hat er erreicht. Du musst dann noch dein Versprechen einlösen. True. Mach dir mal einen Channel auf. Mein Verbrechen. Ja, Caruso, hast du eine Lobby? Ich kann eine Lobby aufmachen. Was gab's da für ein Ding? Also warum, was ist mit Vase und Felix? Die wollen miteinander schlafen, die beiden. Wow. Ja. Das freut mich aber für euch. Dena, ich freue mich auch. Ich freue mich noch nicht so. Hä, warum? Hast du Vase noch nicht im Real gesehen? Nee, yes. Das ist eine Überraschung für mich dann. Sexy. Okay, ich schreibe Code okay. In Among Us 2. Danke. Seid ihr da? Nee, noch nicht. Favo. Einer fehlt Ripas, noch. Ripas, Veni. Ripas ist da. Wer ist der 10., der fehlt? Stegi fehlt. Top-Unge. Und der Mann, den du hier organisiert hast, ist mal wieder nicht da. Ja, was soll ich klasse sagen? Ich hab Stegi das mehr ausgesagt. Stegi ist immer unpünktlich. Ja, egal um was. Auch bei ja. Basti Challenges, er hat immer 50 Jahre gebraucht, bis er online kam. Ja, ja. Ey, sorry, ne, aber wenn er jetzt. Ja, okay, yo. Da ist, so, dann ist halt Vase am Start. Ja, nee. Ich werd nochmal anschreiben, warte. Wer sagt Moin? Hi, ich. Kai, was ich, los? Was los, Kai? Ist Stegi von euch unten? Also, wenn es Re-Stege ist. Ach, der hat keine Rechte, ja. Deswegen ist er nicht hier. Ja, hol ihn ja. Mal rein, hol ihn mal rein. Junge, okay, da unten ist auch 15 Mal Unge. Der Unge ist halt wirklich. Unge, dreimal Unge. Stege, bist du der Echte? Ah, ist er gemutet. Der ist mal gemutet. Ja, ist der Echte. Ja, siehst du, er ist doch pünktlich. Ich organisiere die pünktlichen Leute. Nice. Ey, Leute, wir zocken heute zusammen mit Nebelnik. Stegi, Dena, Fabo, Fine, Danny, Reapers, Veni, wird wild heute, wird wild. Ah, nicht viel. Ohne Revi. Den Fliegenspawn gefunden bei mir. Echt? Hast du ihn abgebaut? Ich hab ihn abgebaut. Mit Spawn. Karl, ich wollte dich heute fragen, ob du nachher Zombie spielen willst. Nee. Arsch. Ich bin nach Among Us verabredet mit Basti. Tut mir leid. Oh, hi, Leute. Moin, Karl. Stegi. Wahrscheinlich Moin, Karl. Moin. Stegi, der Code hier ist drin. Stegi, hast du die Beta installiert? Moin, Rap. Ah, ja. Ach, warte, ich muss noch starten. Moin, smart. Wie findet ihr, wie ich aussehe? Stegi, hast du schon Rechte? Okay. Warte, wo bist du? Nee, so. Ich glaube nicht. Oder inwiefern? Doch, du hast Rechte. Über dem Voice-Channel hier ist der Among Us 2-Chat. Im Among Us 2-Chat ist der Link fürs Overlay und der Lobby-Code. Oh, perfekt. Oh, warte, geht das Overlay? Das ist ja auch eine Frage.
Among Us 2. Ach, warte mal. Overlay, ist das ein neuer Link? Gibt zwei, ja. Ah, smart. Das ist halt von dem Channel dann, das Overlay. Okay. Alright. Henry, mach ich jetzt den Geburtstagsgruß noch schnell. Hast recht. Das ist eine gute Idee. Kurz den Geburtstagsgruß, bevor wir anfangen hier. Einmal an die liebe Shai. Hallo Shai. Ganz liebe Grüße zum Geburtstag. Küsse gehen raus. Küsse. Feier schön. So, da ist Shai auch gegrüßt. Danke, Henry, für den Reminder. Küsse. Welche Map spielen wir? Polos. Polos? Spielen wir gerade Polos? Ja, wir spielen Polos. Oh. Poggers. Polos. Ich habe noch nie Polos gespielt. Doch, ich habe einmal Polos gespielt. Ja. Ah, ich war gemütet. Wir spielen Polos. Du darfst Chat natürlich anhaben, wie du willst. Nur du darfst damit halt nicht schummeln. Wenn du schummelst, dann wirst du auf Ewigkeiten für immer. Ja, von ja, klar. Ich will immer. Chat, sagt aber, wer es dann ist, okay? Chat, sag bitte, wenn es Dingens ist. Hier. Ja, wer Imposter ist. Ob Caruso Imposter ist, bitte sagt mir direkt Bescheid dann. Ja, mehr will ich auch nicht wissen. Bei mir immer schreiben, wenn Simon es ist, okay? Also wer ist Jan? Wer ist Jan? Kurze Frage. Wer ist X-Jan, by the way? Wer ist X-Jan? X-Jan? Ey! Hat jemand. Ja, wieder Code gelegt irgendwie. Lea! Code gelegt. X-Jan von einer von uns? Oder haben wir. Leas Freund, sie liebt dich. Küsse. X-Jan, by the way, das ist ein Fortnite-Spieler. Hä? Bruder, oh mein Gott, ich hab den Code gelegt. Sorry. Weil ich gerade noch. Sorry. Jetzt ungespielt, Alter. Jetzt unge. Oh ja, da kommen ganz viele. Ey, das passiert mir normalerweise nicht, aber ich habe gerade noch für jemanden im Vollbild für Geburtstag gesungen und da habe ich dann falsche Szene ausgewählt, sorry. Okay, ich habe den Code aktualisiert im Chat. Lief. Okay. Wie findest du mein Outfit, Kopf? Hä? Pokepong. Ja, das ist einfach neu. Dein Outfit ist richtig krass, aber ganz im Ernst, du solltest das Pad loswerden, weil das verrät dich nur. Warum? Weil das hängt so lange hinterher. Tryhardet ihr? Ja, das ist ein Tryhard-Tipp, du hast so recht, Alter. What? Nicht Tryhard. Junge, jetzt hol ich auch mein Pad ab weg wegen dir. Ja, ich hab so eine schöne Headcrab, ey, Mann. Das ist scheiße. Ich hab auch meinen kleinen Sohn nebenan. Du siehst von Natur aus, Junge. Hör auf mit dem Scheiß. So, ich bin nur eine Pflanze. Ich spiel hier nur rum. Hallo, ich bin eine Pflanze. Junge, Simon, du Zimmerpflanze. Freunde, so haben wir nicht gewettet. Könnt ihr bitte hier aus meinem. Geh weg. Oh ja, Entschuldigung. Perfekt. Okay, Reeves, oh mein Gott, es war so klar. Ey, es war so klar. Ey, wer ist denn hier? Wer fehlt hier noch? Fien ist Fabo. Da, Unge ist da, Karl ist da, Fabo. Ich fehl noch, ich bin aber gleich da. Eine Stunde später. Fabo, Schala. Wir haben voll die Tryhard-Gruppe, oder? Oder irre ich mich? Nee, Quatsch. Nicht. Nein, niemals, nein. Das wird verschwitzt. Richtig competitive wird das jetzt hier. Das wird actually wirklich hart. Wir haben Veni da, wir haben Caruso da. Und wir haben Unge und wir haben Fabo da. Schwören ist verboten. Und wir haben einfach Unge den Third Imposter. Naja, es dependet. Mal kann Unge gut dingsens und mal nicht dingsens. Wir gleichen ein bisschen aus. Wir gleichen ein bisschen aus mit Dena und mit Danny. Stimmt. Nee, deine Mütze sieht wild aus. Ey. Wilde Mütze. Oh, Stegi. Yeah. Stegi, bist du direkt ready? Ich glaub schon. Stegi, zieh den Outfit an. Oh, Stegi, langweilig. Okay, viel Spaß bei der Runde. Spaß, Kuss. Viel Spaß. Okay, Leute, let's go. Let's go! Ich werde nicht sterben, das sage ich euch. Ich werde nicht sterben, ja. Ich glaube, hier werde ich leben. Ich werde leben. Nein! Caruso, ich werde leben. Hilfe! Oh, ich will leben. Karl, ich will leben. Okay, Karl, vertraue ich irgendwie. Weil der hat nämlich von der Web keine Ahnung, stand aber gerade beim Labyrinth. Karl, vertraue ich. Ich vertraue Karl. Karl, vertraue ich. Ich vertraue ihm das Nebel liegt übrigens, Karl.
Oh, er geht weg. Er lässt mich alleine. Nein! Karl! Lass mich nicht alleine! Karl, lass mich nicht alleine! Karl, bitte! Bitte, lass mich nicht alleine! Lass mich nicht alleine, Karl! Er lässt mich alleine. Karl, lass mich nicht alleine. Wer ist das? Fabo. Wo ist Karl? Er ist hier lang gegangen, aber er ist nicht mehr da. Jo. Jo. Nein, Carusos Tod ist scheiße. Aber ich kann euch sagen, Karl ist Crew. Karl ist Crew, 100 Pro. True. Woher weißt du das? Weil du gesagt hast, du kennst die Web nicht. Und du hast alle auf. Was ist Bullshit? Du hast doch gerade. Hast du nicht gesagt, du kennst die Web nicht? Ja, klar. Ja, du hast alle. Lüge sein können. Ja, aber. Hey, du hast dich schon World of gespielt, Karl. What the fuck? Okay, dann könnte es vielleicht doch sein, weil er hat alle Aufgaben perfekt gemacht. Also er ist Labyrinth gelaufen und hat die Aufgaben auch im Lab gut gemacht und so, deswegen. Ja, true, ich bin's. Okay, jetzt, okay. Ich weiß, wo Caruso als letztes Leiche, war. Ich wollte mal fragen, ob es okay ist, wenn ich zum Punkt komme. Ich habe Caruso gefunden. Jetzt kommt ein bisschen das schwierige Ding. Ich bin wie heißt denn das Ding jetzt? Communications lag die Leiche. Ich bin reingelaufen, habe meinen Upload gemacht. Bin wieder mäßig rausgelaufen, dann hatte ich davon meinen Report-Button. In der Zeit, wo ich Upload gemacht habe, ist das Licht ausgegangen. Das heißt, eigentlich muss die Leiche da gerade erst jemand getötet haben. Da war jemand in Specimen und noch jemand war bei mir in Specimen. Genau, ja, ich war bei Fabo. Specimen. Ich war da, Fabo. Also alle, die links sind halt automatisch fast jetzt. Ich bin Karl und Fabo hinterher, also Karl hinterher gelaufen und dann hat er mich zu Fabo geführt. Ins Beste. Ja, ich hab Simon Slays verkauft. Du bist mir nicht hinterher gelaufen, Unge. Nee, du bist zuerst in die Dusche gegangen, ich bin nach der Dusche gegangen. Also ich hab mit Sicherheit Abstand. Aber du bist doch nach unten gegangen, als ich in Laboratory rein. Ich hab auch noch was Grünes gesehen. Karl, du bist irgendwann weg und dann kam Simon noch. Ich glaube, das stimmt. Echt jetzt? Das stimmt wirklich. Ich bin hinterher gegangen. Ist ein Big Truer? Big True Bomb? Ja, wirklich, wirklich. Ein Half-Truer. Hä, Fabo, ich weiß genau, wo du standest. Fabo, du standest ganz links an der Konsole im Dunkeln. Ja, aber ich hab halt nichts gesehen, weil ich die Knöpfe gedrückt habe und zweimal verkauft habe. Ja, aber ich hab dich ja gesehen. Ich weiß, dass du im Ding warst. Du standst ganz links an der Konsole. Das Ding ist, alle Leute, die rechts waren, sind für Dinky jetzt halt erstmal raus. Ja, aber deswegen alle anderen, die jetzt links sind halt. Dena, wo bist du hingelaufen, nachdem du diese Note gemacht hast? Ich bin unten längs gelaufen bei Weapons und dann ging Licht hoch aus und dann bin ich wieder hoch Richtung Electrical und zwar mit Reapers zusammen, weil ich. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Licht war auch aus. Wie hast du das gesehen? Oh, du warst drin. Nein. Okay, Dena, heilig ist das. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich war alleine. Okay. Ich habe beide Türen aufgemacht. Ich wollte Lights wieder fixen. Ich war in dir drin, schon vor der Tür. Okay. Also Fiene habe ich auch im Auge, weil sie hat die Leiche voll. Ich habe Reapers im Auge jetzt. Oh. Wilde Kreditkarte. Ich hab so gemacht auf der Kreditkarte, so. Es ist schon wieder dunkel, ich hasse es. Oh, Fabo, ich hab Angst vor Fabo. Fabo kann ja trotzdem der Imposter sein. Ich hab Angst vor Fabo, ich hab Angst. Nee. Aber warum geht der erst zum... Nee, Fabo, das mach ich nicht mit. Nee, Fabo, das mach ich nicht mit. Nein, Fabo, das mach ich nicht mit. Nein. Nee, das mach ich nicht mit, Fabo. Erklär mal. Ich dachte, du hast auf mich gewartet, dass ich dir nachlauf. Aha. Und jetzt bin ich halt dir nachgelaufen. Okay, dann sag mal, warum du die Reihenfolge im Lab so komisch gemacht hast von den Aufgaben. So, ich erkläre, das hat nämlich wirklich einen Grund. Ja, denn okay. Ich habe, bevor ihr mich gleich rauswortet, ich gehe nur pissen, nicht okay. Raus. Und ich habe Danny Bowden. Spaß. Nein, ich bin in Lab rein und habe ganz hinten, ich habe drei Tasks. Ich habe Rakete, die Note umlegen und Teleskop. Und ich habe von hinten nach vorne angefangen, dass ich dann schneller raus bin. Wisst ihr, wie ich meine? Ah, okay, nee. Okay. Lüge. Macht das Sinn? Es macht, also die Sache ist... Zeitlich eigentlich nicht. Es macht eigentlich keinen Sinn, was du sagst, weil du bist erst zum Teleskop gegangen und dann bist du direkt nach links gegangen, wenn du sagst, ja, du hast drei Aufgaben. Und die eine habe ich noch bei der Rakete, wo die Tür zu ist. Okay. Ich dachte, ich soll dir nachlaufen, deswegen bin ich dir nachgelaufen. Warum rennst du mir lieber nach, anstatt deine Aufgaben zu machen? Ja, weil ich dachte, ich soll mit dir laufen, weil wir ja gerade letzte Runde in du denkst zu viel. Wir waren in Specimen. Ja, aber ich kann dir trotzdem nicht vertrauen. Du kannst doch trotzdem der zweite Imposter sein. Ich auch. Wir können beide Imposter sein, nur weil du nicht den ersten Kill gemacht hast. Also. Was machen wir jetzt ja eigentlich? Nein, ich wollte euch nur sagen, dass, falls ich sterbe, dass ihr wisst, dass Fabo sich sehr auffällig verhalten hat. Okay. Reaps. Das ist so dumm, Simon. Hä, was Reaps, dumm? Hast du den noch gesehen? Oder? Keine Ahnung. Bitte?
Hast du Dena noch gesehen, nachdem wir bei Lights waren? Ich habe ihn nicht mehr gesehen die ganze Zeit. Ey, warum hat eigentlich ich Dena in gesagt, Communications Dena gesehen gerade ja, eben? Ja, ich habe nichts gemacht. Ich war ganz normal Lights. Ich habe ihn bei der Note gesehen unter O2, also neben Communications. Und ich bin in O2 rein, dann ging Licht aus und er ist halt keine Ahnung wohin und dort war die Leiche dann. Hä? Hey, ist keiner gestorben, Digga. Nein, ich meine die Runde davor. Deswegen haben wir, deswegen wurde Dena gesasst, ja, weil er dort nicht war. Oh ja, der stand nicht bei mir. Ich war unten bei Weapons und bin da hochgelaufen, als Licht aus war, hoch. Und ich war mit Reaper zusammen. Und wenn das war nur Ping, wenn du mich nicht gesehen hast. Macht ja gar keinen Sinn, dass ich das sage, wenn es nicht so gewesen ist. Okay, ich will jetzt mal drauf achten, wer Danny gewotet hat. Ich war hier drin gesteckt. Nein, es stimmt. Wer hat Danny gewotet als Danny? Hört mal zu, Er benutzt Ping als Ausrede. Ja, Danny, geh doch einfach nach der Runde auf Klo. Der benutzt Ding als Ausrede, aber ich habe zwei Türen geöffnet zu Lights. Ich habe sie, ja, und ich war mit in dir drin. Wahrscheinlich. Ach, Dena. Okay, Faro, wenn du mich jetzt tötest, dann wissen die Leute wenigstens, dass du sus warst. Aber weißt du, dass du sus warst. Ja, Faro, komm. Wenn du mich jetzt tötest, dann wissen die Leute wenigstens, dass du sus. Oh, oh. Schnell das hier. Schnell die Farbe auswählen. Und ganz schnell wieder raus. Aber ganz schnell raus. Aber ganz schnell raus hier. Fabo ist schon wieder. Hä? Warum bist du schon wieder rechts gelaufen, Fabo? Schon wieder das Licht aus? Fabo schon wieder nach rechts gelaufen. Ganz, also, Fabo verhält sich äußerst sass. Äußerst sass. Okay, gerade hat Reapers noch mega Dena beschuldigt, jetzt ist er tot. Und Karl ist auch tot. Zwei Leute sind gestorben. Oh, wo war Karl? Und weiß ich nicht, aber ich kann nur ausschließen, dass Fine und Fabo es eigentlich nicht sein. Fabo vielleicht. Ich bin beim Licht, ich bin zu Licht das, gegangen. Ja, ich war mit Simon, aber ich war auch zu Licht gegangen und es dann umgedreht. Lass doch mal Simon weiterreden. Also, ich erzähl euch kurz, was ich gemacht habe. Also, ich bin nochmal in Lab reingegangen und habe beobachtet, ob Fabo wirklich seinen Raketentast macht, hat wirklich gemacht. Und dann ist er nochmal nach rechts gegangen, obwohl er angeblich rechts ja schon alles fertig hatte. Nee, ich wollte Specimen gehen, aber dann ging Licht aus und dann bin ich umgedreht. Okay. Hast du die erste Runde Specimen? Stimmt, er war auch erst ohne Specimen. Ja, war ich, aber ich habe doch zweimal bei Simon Says verkackt. Und ich Fabo, du hättest doch auch von Office direkt zu Specimen gehen können. Warum läufst du oben rum? Weil Fabo, ich die Raketentaskung noch habe. Okay. Warum bin ich überhaupt ja, so sass? Du bist halt einfach sass, aber ist egal. Simon, wo liegt Reapers? Reapers liegt von Admin direkt links raus. Also kurz vor dieser Meteoritenabschießtür, wo man reingeht. Was ist das für eine Tür? Wie heißt die? Weapons. Ich war kurz davor, ich war kurz drin. Er hat Weapons die Task gemacht. Mhm. Er hat da drin diese Kometen abgeschossen. Dann bin ich hochgelaufen. Und dann habe ich nichts mehr von Reapers gesehen. Okay. Ah. Weiß jemand, wo Karl war? Ja. Ich habe Karl gesehen. Direkt am Anfang der Runde bin ich Communications rein und meinen zweiten Task da, dieses linke Ding, wo man dann so einen Hebel runterschließt. Mhm. Den habe ich in der Runde vorgemacht und jetzt muss ich den sozusagen zweite machen. Und er hat da auch einen Task gemacht. Und dann bin ich davon rausgegangen, bin bei Office rein, beziehungsweise das Rechte von Office und habe da meine Aufgabe gemacht. Veni, was war dein Path in die Runde? Ich bin runtergelaufen bei O2, hab zuerst geschaut, wo die Leute hingehen. Da sind welche Communications Weapons rein, das mit Reaps hab ich auch gesehen und Danny dann auch. Dann bin ich hoch rechts zu Lab, hab dort drinnen zwei Tasks gemacht. Ich hab dir das Teleskop gemacht und die Rakete. Und dann bin ich rübergegangen in Richtung Okay, Veni, warum hast du eben Danny gewotet? Warum hast du eben Danny gewotet, Veni? Das war nur für Meme, weil er auf Klo gegangen ist. Okay. Ey, aber ich hab. Simon, Veni, du warst aber rechts gesehen, oben. In der Zeit kann er doch nicht von links unten nach rechts. Ich hab dich rechts gesehen. Ach, ich habe unten keine Task gemacht, ja, okay. ich bin direkt hochgelaufen dann. Ich habe nur geschaut, wo die Leute hingehen. Also, für mich immer noch. Das noch mal festzuhalten. Für mich immer noch Veni und Fabo. Ja, Fine kann ich ausschließen. Ich bin zu tief verwirrt, ich weiß nicht, wo oben und unten. Ganz gefährliche Geschichte hier, ganz gefährliche Geschichte hier. Schnell die Aufgabe. Oh oh. Nee, Veni. Warum rennst du hier so, Veni? Was hat Veni da unten gemacht? Ja. Ich habe die ganze Zeit versucht zu kommunizieren, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Keiner hat gecheckt, was ich wollte. Ja, ich bin von dir weggegangen, weil ich hatte Angst, ich habe jetzt einfach Button gedrückt. Ich wollte mich eigentlich aufheben, weil es sowieso nichts bringt, weil mit 7 Worten wäre sowieso blöd. Aber Fabo, okay. Was zur Hölle machst du? Digga, ich will nicht mit dir alleine ins Specimen gehen, deswegen bin ich weggerannt. Kann ich verstehen. Ich will extra mit dir mitgehen, damit ich sehe, dass du den scheiß Reaktor machst. Nee, aber du bist rein. Sass, deswegen bin ich weggegangen. Ja, wo bist du dann hingegangen draußen? Du warst auf einmal einfach weg, du bist da runtergelaufen, auf einmal warst du weg.
Was für Runde? Ich bin aus dem Contamination-Ding raus und bin nach links und hab da Wasser aufgefüllt und jetzt hab ich einen Kap- Hat ihn wer gesehen dabei? Nein, ich war da ganz alleine. Für mich sah es so aus, als ob er, also kurze Erklärung, wir sind runtergelaufen, Tür auf, wir sind beide rein, dann sind wir, wollte ich rausgehen, er ist nicht nachgekommen, ich gehe wieder rein, dann geht er oben raus. Okay, aber das wolltest und du jetzt... Und er läuft links hoch, er läuft links hoch runter zu dieser Not, wo ich jetzt stand, Simon. Ja, aber ich fasse nochmal zusammen. Du bist, hier, weg. Du bist unten bei dieser Labyrinthaufgabe hin und her gelaufen und damit wolltest du genau das, was du gerade gesagt hast, kommunizieren. Ja, ich dachte, dass das gewendet ist. Ich dachte, dass das gewendet ist, for real. Okay, also, schwer. Hätte ich sofort verstanden. Ich habe das Gefühl, Simon ist es auch. Weil Simon ist mir gerade so low-key ganz komisch hinterhergerannt. Und ich habe mich extra ganz komisch gemoved, damit Simon, was, um zu gucken, was Simon macht. Ich finde es gut, dass mich, ich habe gerade Meteorhead abgeschossen und dann wollte ich zu dem Labyrinth-Ding gehen. Und da war wenig, deswegen bin ich weggegangen. Aber ich finde es gut, dass du mich verdächtigst, weil wenn ich jetzt sterbe, dann... Freue ich mich. Okay. Ja, du kannst nicht sterben aus dem Wort, ich glaube. Doch, 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 keine Sorge. Dein Name Rot, Simon ist dein Name Rot. Nein. Okay, Simon ist Imposter, ich vote ihn. Skip. Für mich ist immer noch Veni Sass. Also die Sache ist, für mich waren Veni und Fabus Sass, aber dadurch, dass die es gegenseitig nicht vertrauen, muss nur einer von den beiden sein, ein anderer. Das kann auch ein Gottesplay von den zwei sein. Ja, also könnte, das wäre mit Fiene hochgelaufen, Laboratory. Ja. Aber mehr kann ich auch nicht sagen. Ja, aber Dena, du wurdest übel von Reapers verdächtigt und jetzt ist er tot. Also Dena, dich habe ich auch im Auge. Mhm. Ja, behalte mich ruhig. Also eigentlich haben wir alle Aufgaben im Auge, fertig. Ey, Rita, ich weiß bis heute nicht, warum ich sass bin. Macht eure Aufgaben fertig. Du bist komisch. Ja, du bist alle komisch, Aufgaben. Fabo. Also ich finde Veni mehr sass als Fabo. Fabo, du bist du. Komm, mach den Benzinkanister voll, Junge. Mach ihn voll. Oh, oh. Ja, es war klar, ich wusste es. Ich hab gesagt, es ist Veni. Bitte findet mich jemand. Ich hab's gecallt. Ich hab's allen gesagt. Ich hoffe. Danny! Sieh mich doch. Ich hab's allen gesagt. Egal, ich mach hier die Aufgabe, ist Geist fertig. Oh oh. Veni wird jetzt doch Danny hinrichten. Oh, okay. Unge war's doch nicht scheiße. Ach, shit. Okay, dann sind es auch. Wait, what? Fabo ist tot? Ja, das macht es uns relativ einfach. Stegi hat die ganze Zeit noch gar nicht gesagt, seit wir spielen. Und sonst hört ihr alles hassen. Ihr könnt nur wissen, dass ich safe es nicht bin. So. Aber. Hä, wieso? Wer hat jetzt. Danny, wo war der? Weil Simon bestätigen kann, dass bei dem einen Mal, wo zwei Kills passiert, ihr müsst jetzt Veni voten. Ihr müsst jetzt Veni voten. Mein Guessing ist, dass Veni es sein könnte, weil es ging, während Lights Out waren. Waren ja überall die Lichter ausprobiert, jetzt denkt ich was. Dann habe ich gehört, wie die Tür aufgegangen sind. Dann habe ich Leis gefixt und dann kam Veni mir von linke Seite unten entgegen. Dass du halt maybe so Storage gehen hättest können, Simon da killen können und dann ja. Ich habe Stegi unten rechts gesehen. Votet Veni! Ich hab eine Aufgabe gemacht, votet Veni! Danach bin ich hoch zur Laboratory. Aber Felix, ist Fabo nicht mit dir gelaufen? Wer ist mit dir gelaufen? Fabo? Ich bin mir nicht sicher. Diese Runde? Votet Veni! Dena, bist du unten bei Office in Specimen reingegangen oder oben im Lab? Ich bin Admin unten reingegangen in Specimen und bin am Ende oben bei Laboratory gewesen. Ja, doch, dann warst das du. Ich hab dort Fabo mit dir gemeinsam reingehen sehen. Ich bin ja nicht mitgekommen extra. Hä? Wenn, dann aber auf jeden Fall war Stegi bei mir, dann muss es Stegi sein. Ich bin nach links, glaube ich, hab's Licht gemacht. Ich hab euch beide. Stegi war bei mir. Warte, das kann ich easy machen. Zwei Leute waren gerade bei Licht. Wer war das? Und Veni kam erst angelaufen. Danny und Stegi waren da und Veni kam angelaufen. Nee, ich bin weit. Bitte! Ich war doch super weit weg. Achso, nee, Tony, nee, achso, sorry. Stegi war unrecht. Ich hab doch gesagt, Fabo oder Veni, bitte, hört auf. Aber wenn Veni dich gesehen hat, wann hast du ihn gesehen, Veni? Sag mal. Ganz am Anfang der Runde. Direkt mit Fabo unten bei der Tür. Ich würde. Oh Gott, ich weiß es nicht. Votet jetzt. Wir müssen also, ich war unten. Ich vote Veni. Wir müssen voten 8 Sekunden. Ihr müsst jemanden. Macht nach Gefühl. Ich glaube, ich mach Veni. Wenn du nicht warst, dann kann man da wenden. Ja. Okay, lol. Okay, wir haben verloren, Jungs. Das war der Gegner. Ja, Jungs, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und lasst ein Abonnement da. Schlecht. Wir müssen Aufgabe fast fertig.
Wer votet denn nicht Veni in der Situation? Wer votet denn nicht Veni? Wer votet denn nicht Veni in der Situation? Komm schon, alle Aufgaben sind fertig, Jungs. Macht jetzt einen Call. GG's. Stegi Fass, aber wir kommen doch keiner. Nicht Veni? Warum habt ihr nicht Veni gewotet? Warum habt ihr nicht Veni gewotet? Warum habt ihr nicht Veni gewotet? Ey, wer hat Veni? Ich war mit dir und Stegi unten alleine Specimen und dann bin ich tot auf einmal. Stegi hat aber super gute Psychospielchen gemacht, weil ich hab ihn und Fabo reingesehen und dachte, okay, der wird ihn killen und dann hat er einfach gesagt, Dena ist reingegangen. Und ihr glaubt ihm einfach, ich hab doch gesagt, dass es dann Stegi ist. Dena hat auch noch gesehen, dass ich da mit Stegi rein bin. Ey, aber wer hat jetzt. Dena, hast du nicht gewotet, Veni? Doch, ich hab Stegi gewotet. Na, ja, aber warum? Ja, aber ihr müsst euch absprechen, wenn Fine sagt Veni, dann könnt ihr euch einfach andere Leute voten. Dann müsst ihr euch zusammenhalten. Wenn ihr ja, weiß halt nicht, auf wen man auf. Ja, aber Fine hat doch gesagt, ich hab Veni gewotet. Dann müsst ihr zack, dann ballert ihr durch, weil sonst, wenn ihr es auch. Ich hatte halt null. Ich wusste nichts, dass es ein Veni sein soll. Ja, ich hab ihn halt nie irgendwas gespielt, machen Stegi hat sich so zurückgehalten. Dass ich hab fast vergessen, dass Stegi da ist, so, bis ich ihn einmal gesehen habe. Als Veni rumgelaufen ist bei diesem Lab, war für mich klar und deswegen hat er mich auch in der nächsten Runde getötet. Ja, ich dachte, ich kann dich auf meine Seite holen, aber es war zu schwierig. Ja. Dann musst du dich halt wegräumen. Könnt ihr neu verbinden, wir wollen weiter spielen. Aber das Reaper ist am Anfang dachte, ich bin das nur wegen Ping, weil er mich nicht gesehen hat. Ey, ich hab eine Tür geöffnet, du warst nicht da? Hey, ja, nur weil du die Tür öffnest, kann ich doch trotzdem da sein. Warum soll ich nicht check da sein? Check mal kurz, ob Wischeltasks an sind. Check mal kurz, ob Wischeltasks aus. Okay. Beim Hinterherlaufen kann ich dich vielleicht nicht sehen, Dena, aber wenn ich eine Tür öffne, stehe ich ja still. Weißt du? Und dann musst du dich ja sehen, ob Ping oder nicht. Und du warst nicht da. Ja, da hast du mich irgendwie nicht gesehen halt, aber das ist. Ja, du warst ja da. Nicht gesehen, that's it. Dann war es ein Bug, weil ich war da. Also Stegi hat's echt gut gemacht. Den habe ich nicht verdächtigt, aber Veni war halt so auffällig. Ich habe doch gesagt, Veni. Aber was wurde gemacht? Nichts. Es wurde nichts gemacht. Dena, Fabo, Unge, Danny, Reapers. Dena, Fabo, Unge, Danny, Ich stand an der Tür. Ja, ich hab gerade Lights gefunden. Stopp. Dena, Fabo, Unge, Danny, Reapers. Lass erstmal Caruso reden. Stopp. Dena, Fabo, Unge, Danny, Reapers war im Stack. Nein, stimmt nicht, Caruso. Ich sag dir warum. Ich hab mir gedacht, boah, da stehen alle im Stack. Nee, hör erst mal kurz zu. Reapers ist weggerannt, Dena ist weggerannt. Ich bin weggerannt. Ich hab den Download komplett gemacht. Ich bin nicht weggerannt. Ich war immer noch bis zuletzt am Light. Okay, dann habe ich Dena auch verwechselt. Ich bin weggerannt. Bedeutet, es können nur noch Dena und Fabo gewesen sein. Gut, dann hat Dena sich gerade verraten, dass er stehen geblieben ist. Das würde er nicht machen, wenn er Imposter ist. Dann kannst du Fabo sein. Da waren Leute am Light. Hä? Es waren an den Lights Dena, Fabo, Unge, Danny, Reapers. 5 Leute. Ja. Reapers ist weggerannt. Ich bin weggelaufen. Wo war die jetzt die Leiche? War die genau am Licht oder ein bisschen weg davon? Schon ich bin vom Licht dann auch weggerannt, weil keiner gefixt hat. Und dann habe ich mich so nebenan an den Zaun gestellt. Ja, Fabo. Ja, ganz kurz. Kann ich bitte? Danke. Ich habe reported. Und ich habe auch gesehen, wer den Kill gemacht hat, weil ich genau reingelaufen bin. Ich stand die ganze Zeit. Karl, du bist gelb, ja. Du standest im Storage und hast getankt, ne? Und ich stand bei dir, weil ich dachte, irgendwer bringt dich vielleicht um. Es Licht war aus, by the way. Ja, ich habe mich kurz neben dich gestellt, um zu schauen, ob dich jemand killt oder so da drinnen. Weil ich mache das ganz gerne, dass der will umbringen. Und dann dachte ich mir, okay, Lights dauert ewig lange. Ich laufe mal rein und sehe da einfach einen Stack von Leuten. Und genau das, was ihr gerade erzählt habt, dass die Leute sich auflösen, ist passiert, dass ich halt eingelaufen bin. Und unlucky genug war es, dass ich halt genau in dem Moment an Fabo vorbeigelaufen bin, wie er Danny umgebracht hat. Ja, okay. Hätte ich dann nicht als erstes reported, wenn ich da jemanden umgebracht hätte? So. Nein, weil ich einfach reingelaufen bin und du hast den Kill genau vor meiner Nase gemacht. Wollen wir aber dasselbe jetzt wieder machen wie bei Max? Hä? Das ist so risky. Hä? Nein, ja, wir wurden auf jeden Fall, wir haben es doch gesehen. Nein, es gibt doch niemand außer Veni hat es gesehen und wir wissen nicht, ob Veni da ist. Ja, aber pass auf. Es ist doch immer so, wer ein Kill macht, self-reported. Doch instant immer. Nein. Veni, wen hast du gesehen? Fabo hat Danny umgebracht. Wir gucken ganz genau auf Fabo. Wir müssen ganz genau auf Fabo und Veni. Nein, das sind trotzdem immer noch alle sus. Alle sind immer noch sus für mich. Bullshit. Dena, Fabo, Unge, Danny. Ich war doch bei Down. Ich hab komplett ganz nicht gewesen sein. Reapers war hier. Aber ganz wichtig, dass wir auf Fabo und Veni gucken. Gar keinen Bock, jetzt auf Fabo abgeschlachtet zu werden.
Aber ich werde jetzt abgeschlachtet. Es geht schon wieder. Das Licht aus. Ich raste aus. Kein Bock da drauf. Oh Gott, das war Fabo. Ah, shit. Das bringt mich jetzt ein bisschen in eine blöde Lage. Nee, sag mal, wo hast du ihn gefunden? Dann kann ich dir genau sagen, ob Fabo... Direkt vor Communications, vor der Tür. Ich hab auch gerade gesehen in Vitals. Was denn? Simon, warum bist du eigentlich gerade vom Licht weggelaufen? Simon ist zum Licht hin. Ich Simon, durch. Wo ist das Licht denn? Ich bin Admin gewesen. Also, erstmal folgendes. Ja. Ich denke ja, dass Fabo Heiligs Hass ist, außer es sind Veni und Caruso, die es gegenseitig decken. Und wenn das nicht der Fall ist, ist Fabo Heiligs Hass. Und deswegen wollte ich nicht alleine rumlaufen und das Licht ausging, bin ich wieder in Admin rein, weil ich dachte, der Admin bin sicher, dass einer durch mich durchgelaufen ist. Das war wahrscheinlich du, Stegi, in Admin. Mhm. Richtig. Da bin ich hochgelaufen, wollte von rechts rüber nach links zu Licht und da ist Fabo mir am Ende entgegengelaufen. Und deswegen genau, konnte ich auch. Dann gerade noch Vitals gecheckt. Ja, und deswegen konnte ich auch gerade sagen zu Veni, sag mir, wo Licht liegt, dann kann ich sagen, ob es Fabos war. Aber wenn es Communications war, war es Fabo wahrscheinlich eher nicht. Oder ganz am Anfang der Runde. Ich war rechts oben bei der Rakete, da hat mich Karl, glaube ich. Ja, der Kill ist gerade passiert außerdem bei Runde, weil ich dann reingelaufen. Dann ist der Kill nicht von Fabo. Dann ist der Kill nicht von Fabo. Genau, Veni auch nicht von mir. Genau vor Communications. Reeps, Karl, wo war dir? War irgendjemand bei Veni? Eben oben rechts dieses Ding auffüllen bei Northeast. Ey, aber das, sorry, das habe ich gerade gesehen, stimmt. Für den Kill for Communication würde ich jetzt Simon voten. Ich bin Admin. Ich weiß nicht, wie die Wege heißt. Wenn, wenn der Kill gerade erst passiert ist, ich bin doch schon bei Fabo außerhalb rechts von Admin gewesen. Denn Stegi. Woher wissen wir denn, dass der Kill gerade passiert ist? Hat Veni gesagt. Ich sag dir genau, was passiert ist, okay? Ja. Ich bin Communications rübergelaufen, hab dort den Router Restart Task, mach die Tür auf, geh rein, zieh das Ding hoch. Geh wieder raus, gleicher liegt da. Das war ein Ding von 4 Sekunden. Ja. Ich beschuldige Veni, aber Simon, warst du in der ersten, Simon verteidigt dich nicht. Simon sagt nur, wer anderes auch noch sass sein kann. Okay, Stegi, dass du mich beschuldigst. Ja. Dass du mich beschuldigst, macht dich aber eher sass. Du kannst mich rausfuhren, ich bin auf jeden Fall Crew. Also ja, Aber Veni, in der ersten Runde hast du gemeint, du warst Storage und dann Electrical. Du warst das Ding, das noch nicht runterfahren kommst. Simon, deine Verteidigung bestand okay. Aus. Okay, das ist der erste Task. Caruso und Stegi im Auge behalten. Caruso und Stegi im Auge behalten. Bing. Du musst den Rookie zweimal machen. Ich verstehe kein Wort. Ich verstehe Regel Nummer 3, während der Runde schweigt man. Ding? Hä? Karl, du bist gemutet. Hotkey geht nicht. Ich mach meine Aufgaben. Fabo, das war's, alright. Bro. Sorry, Fabo. Safe gesehen? Was passiert? Fabo kam, ja, es war Southwest. Direkt da, Fabo kam mir entgegen. Keine Ahnung. Wait, chill mal kurz. Karl, nee. Ich hab unten. Okay, dann jetzt einmal Fabo zur Verteidigung, bitte. Bitte, Fabo, Verteidigung. Ja, ich hab unten das Labyrinth gemacht und dann bin ich Karl entgegen. Wo liegt denn die Leiche überhaupt, Karl? Das weißt du doch, du hast sie gekillt. Nein, hallo. Hallo, ich hab auf Cams gesehen, wie Fabo getötet hat und actually den halt wegrennen sehen. Fabo, so bad. Okay, Leute, denkt bitte daran, in der ersten Runde haben Veni und ich als einziger auf Fabo gewotet. Das war nee, true. Du jetzt nicht frame, Bro, Simon. Ja, weil du mich eben gewotet hast. Ja, du bist mir so sass entgegengekommen. Oh mein Gott. Nur weil ich nicht sofort zum Licht renne, heißt doch nicht, dass ich Stegi war auch nein, übrigens, Digga. Aber du hast mich Dena, in nicht mich. Es sind immer noch Stegi gedacht. Und Caruso. Safe call. Nein. Caruso sagt, er hat mich in den Camps gesehen. Ja, und dass er jetzt einfach Stegi war auch die Sache nachplappert, Bro. Und Fabo Schweigefuchs. Was denn? Und Karl Schweigefuchs von unten hochgekommen. Fabo, ich möchte doch einmal, ich habe mir eins ja nicht abgestimmt, ihr könnt eh nichts mehr machen, okay? Ja, ich bin Ich überlege, ob ich skippe oder ob ich Fabo rauswote. Also Fabo, erzähl mir. Okay, also ist Dena der Zweite. Nein. Ich dachte eigentlich Caruso und Stegi. Ich dachte eigentlich Stegi wär's. Nein. Weil ich war nämlich gar nicht links. Könnt ihr mal Ruhe haben? Ich bin der Einzige, der doch irgendwas zu entscheiden hat. Also Fabo, bitte erzähl mir. Deine Entscheidung spielt aber keine Rolle, Dena, weil die Mehrheit schon abgestimmt hat. Kommt drauf an, wer für was gewotet hat. Alle haben mich gewohnt. Die haben alle mich gewohnt, ja, aber ich kann sagen, ich war sehr links unten. Danach, ich hab links unten das Labyrinth gemacht. Ich habe links unten das Labyrinth gemacht, bin von unten hochgelaufen nach rechts und dann kam mir Karl entgegen und dann hat Karl ja irgendwo Veni reportet, ich weiß nicht wo. Mit mir war aber noch Stegi, der dann links unten reingelaufen ist und ich bin gar nicht unten links reingelaufen, also keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo die Stegi, hast du Fabio gesehen? Keine Ahnung. Ich habe Stegi gewotet, weil Stegi der Einzige war, der da in der Nähe war. Jetzt kann aber auch
Safe Report von Karl sein, ja. Und Caruso sagt auch über die Camps, dass er nicht war. Was halt einfach nicht stimmt, keine Ahnung. Ich war mit Reapers an Camps, Fabo, das kann bestätigen, raus, dass ich an Camps war. Fabo hat unten. Ja, also Caruso kann das gar nicht gewesen sein. Okay, aber Fabo hat extra Stegi gewotet, damit er nicht so auffällig ist. Stegi und den am Auge behalten. Stegi und den am Auge behalten. Ja, ich sag's nur. Stegi, du bist es. Ja, ja. Ich natürlich mich, ne? Aber ich hab nichts getan hier. Regel Nummer 3. Oh, Simon Says hasse ich. Oben rechts. Oben rechts unten. Oben rechts unten. Oben rechts unten. Oben rechts. Oben rechts unten. Oben rechts. Oben rechts unten. Oben rechts Mitte. Oben rechts unten. Oben rechts Mitte. Oben rechts unten. Oben rechts Mitte. Links. Nein. Mann, ich war fast mit Simon Says fertig. Ich kotze. Wo? Er ist gestorben. Karl, wo bist du? Ich bin gerade Storage. Unter Storage geht zu den Lights. Ich hab Stegi nach rechts. Oh. Ich bin oben, hab grad die Aufgabe im Teleskop gemacht bei Laboratory. Oh, Stegi ist tot. Ich hab Dena auch oben gesehen. Also Dena. Nee, ich glaube nicht, dass Dena es ist. Eigentlich safe nicht. Ich war mit Dena kurz an der Lava und das passt zeitlich. Ich bin nach links gelaufen in Richtung Lights. Und Dena ist rechts in Laboratory rein. Ich hätte echt gedacht, dass Stegi ist, weil er so gegen mich geschossen hat. Und Simon sagt, er ist bei Simon Says. Ja. Und Karl sagt, er ist bei Storage darunter in Richtung Elektrikal. Okay, Karl hat jemand von euch Karl vorher im Office gesehen? Aha, Caruso, Frechdachs. Im Office? Ja, bin ich gespawnt. Wer hat aber Caruso gesehen? Wer hat Caruso gesehen? Wo ist der? Ich hab Caruso nicht gesehen, keine Ahnung. Ich war in Communications, hab neu gestartet und abgeloadet, bin an O2, hab Nutritions eingestellt und unten. Wo waren die Leiche? Southwest liegt die Leiche in O2 Area. Ja, Jungs. Einer von euch liegt mit seinem Leiche. Ja. Okay, Jungs, ich sag euch eine Sache. Als Stegi mich gewotet hat, hat Caruso sofort mitgewotet eben. Nur ja, haben Caruso nur ist der Einzige, der nicht gedeckt. Ich finde auch Caruso, ja. ich fand die Taktik und Caruso, von Caruso, sehr gute Taktik. Eine Sekunde, eine Sekunde. Am Anfang, als er diese Namen aufgelistet hat, weißt du noch? So dieses Stegi, Vini, und so, das war so, das war so Overlord, damit er nicht sass wirkt. Und? Als würde er so mitdenken. Oh, und als wir dann gesagt haben, als Veni und ich gesagt haben, lass Fabo raus, hat er gesagt, nee, es kann immer noch anderer sein gewesen sein. Okay, pass auf. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich rausvoten aufgrund dieser Information. Dena, du weißt, dass ich 100% Crewmate bin, wenn wir jetzt nicht verloren haben, weil ich habe Fabo rausvoten lassen, weil ich gesehen habe, wie er gekillt hat. Mein nächster Highly Suspect ist, warte mal, wenn True nicht ist, dann ist es Karl. Ich vote Nee. Okay. Ich habe jetzt trotzdem Caruso gewotet. Ich habe auch Caruso gewotet. Ich skippe. Müssen wir gar nicht. Oh, sehr gut. Actually smart. Caruso, du bist nicht. Caruso und Karl waren aber nicht allein. Beide nicht. Ich bleib bei Caruso. Ich hoffe, es ist Caruso. Dena, hast du Reapers gesehen im Lab? Nein. Ich habe auch gar nicht gesagt, dass das Lab war. Hallo. Jetzt muss ich Simon Says in einem Versuch schaffen. Oben rechts, unten, oben rechts, oben Mitte. Oben rechts, unten, oben rechts. Was? Unten. Unten oben. Unten oben links, unten oben links. Unten oben links, oben, unten oben links, oben. Unten oben links, oben, unten rechts. Unten oben links, oben, unten rechts. Oh, ich hasse dieses Simon Says. Ich will eigentlich. Oh! Wenn wir zurücklaufen, sind wir eigentlich safe. Wenn wir zurücklaufen, sind wir eigentlich safe.
komm mit. Dena, komm mit. Dena geht zu Specimen. Oh, Reeves! Ja? Was? Dena? Was? Sag, was du sagen willst. Ich war die ganze Zeit mit Caruso zusammen und dann war ich irgendwann meine Aufgabe gemacht, dann war er weg und dann bin ich mit Simon zusammengeblieben. Ja, Dena und ich waren am Ende zusammen, weil ich mir dachte, Caruso hat Dena ist es und deswegen bin ich bei euch geblieben und Caruso ist abgehauen. Caruso ist abgehauen. Warte mal kurz. Ey, pass auf. Es kann nur noch einer sein, das hätten wir schon verloren. Es kann nur noch einer sein, das hätten wir schon verloren. Pass auf. Dena und ich waren am Ende zusammen, als der Kill passiert ist. Jetzt ist die Frage: Reapers oder Caruso? Oh shit, ich weiß nicht, ob es Reaps oder Unge sind. Fuck, ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nicht. Also, pass auf, Reapers, hör auf Dena. Skip. Dena skip, Unge skip, Reapers skip. Nee, auf gar keinen Fall skip. Das will er nur. Eigentlich hätte der Cooldown von Simon weg sein müssen. Also wenn Simon das ist und in jemanden gekillt hat, guck mal, ich sag euch einfach, was passiert ist. Sein Cooldown eigentlich wieder vorbei gewesen, glaub ich. Du hast reported. Reapers, sag schnell. Guck mal, ich sag schnell. Die Lights waren out. Ich bin gerade von ganz rechts, also von der Mitte aus, ihr wisst ja, rechts, von der rechten Seite aus die Türen aufmachen, bin nach links runter, hab unten die Tür auch aufgemacht, hab als einziger Lights gefixt, ich gehe mit Caruso raus, Caruso geht nach rechts, ich mach ein Step nach links, liegt da die Leiche. Okay, Reapers, dann ist, pass auf, Reapers, dann ist es Caruso, ich sag dir warum, Reapers, ich sag dir warum, Reapers, es ist Caruso, pass auf, Dena und ich fahren zusammen, Dena kann mich decken, ich kann Dena decken. Lass erst Dena mich verteidigen. Pass auf, Caruso ist nach links gegangen, als es dunkel wurde, als er gesehen hat, Dena und ich sind die ganze Zeit hängen zusammen. Das heißt, Caruso hatte keine Chance, uns zu killen, weil der andere hat reported. Und Caruso ist nach links gelaufen. Warum hast du das Licht nicht angemacht? Warum hat Caruso das Licht nicht angemacht? Nein, nicht skippen. Es ist halt Caruso. Wie sicher seid ihr, dass wir zwei 100% sicher, 100% sicher. Ey, beide, könnt ihr euch beide... Ja, Dena war es nicht. Ich denke mir eher, dass es Caruso ist, weil es passt, was er passt. Und ich glaube nicht, dass es... Es ist Caruso. Aber wir werden es sehen. Oh nein, Dena! Dena, nein! Also... Es muss, glaube ich. Also wenn ihr 200% safe seid, dann ist das. Ey, wenn's jetzt... Das muss wenn's aber nicht ist, Simon, dann möchtest du Reapers. Oh mein Gott, es ist Reapers! Ey, will das Ding jetzt anmachen. Scheiße. Wir können nicht machen, Dena. Ah, scheiße. Reapers, du bist ein Gott, Junge! Ey, oh, ich bin stark gespielt. Reapers, du hast so stark Runde gespielt. Ey, aber Caruso, warum bist du nicht zum Licht gegangen? Warum bist du nicht zum Licht gegangen, Caruso? Wie kann ich denn bitte am Ende gewinnen gegen drei Imposter? Caruso, warum bist du nicht einfach zum Licht gegangen? Warum bist du nicht zum Licht gegangen? Ich hab Lights gefixt. Aber Reapers hat gesagt, er hat alleine Lights gefixt. Und du hast dann trotzdem noch gesagt. Caruso, besser verteidigen müssen. Caruso, du hast trotzdem noch gesagt, es könnten Reapers oder Unge sein, obwohl Reapers gesagt hat, er hat alleine Lights gefixt. Wenn du Third Imposter hast, davor hast du schon die ganze Zeit nur jeden, den du gesagt hast, der war falsch. Hättest du nicht gesagt. Das stimmt, Simon hat sogar mich verdächtigt, obwohl ich nicht. Aber ich hab doch von Anfang an mit Veni, auf Fabo gegangen. Ja, aber warum boten wir Fabo denn nicht von Anfang an raus? Das verstehe ich nicht. Ich werde so dumm. Sowas geflippt. Immer wenn ich der bin, der sowas macht, werde ich geflippt. So dumm, ja. Also muss ich auch sagen, Caruso, er sagt, er macht das Licht alleine aus, obwohl du das Licht ausgemacht hast, sagst du aber zu mir, ja, dann ist entweder Unge. Das hat er gar nicht gesagt, Unge, du hast nicht zugehört. Dann hat er es doch ausgemacht, Caruso. Nein, Reapers hat gesagt, er stand mit mir am Light, ich bin nach rechts gelaufen, er nach links. Dena, join rein. Dena, komm. Kannst du dich daran erinnern, Simon? Okay, jetzt mach Go. Ich hab's aufgenommen, wir können später nochmal angucken. Das war richtig stark von Reapers. Ja, danke. Reapers, danke für den Carry. JJ Angelheimer. Das war crazy, Reapers. Nice. Viel Spaß. Caruso, warum bist du weggegangen von uns? Er wollte sexen. Es war so dumm, Leute. Ich sag euch ganz ehrlich, es war so dumm. Dena und Caruso und ich, wir standen zu dritt da. Caruso rennt im Dunkeln weg. Anstatt dass er einfach bei uns bleibt, es gab nicht mehr so viele Leute, anstatt dass er einfach bei uns bleibt, dann wäre er schön aus dem Schneider gewesen. Das ist ja, was ist das für ein Pinkkill? Was ist das für ein Pinkkill? Okay, Veni und Reapers also, okay. Okay, Caruso hat ihn erwischt. Nice. Hm? Wo? Hat er ihn gesehen? Zwei! Hat er ihn gesehen? Ich bin direkt Weapons durchgelaufen. Oh, ich habe den 19. Kometen gerade abgeschossen.
Es war wirklich, also... Wait. Achso, du warst drinnen schon, oder was? Wo waren die Leute? Ich hab den 19. Kometen abgeschossen. Okay, weil ich bin mit Reeves gerade bei Communications vor der Tür. Gemeinsam. Ich bin drin, die Tür ist auf, müsst ihr gesehen haben. Bei Weapons unten? Ich hab nicht drauf geachtet. Hast du eine Leiche gesehen? Noch nicht. Nö. Hat jemand die Leiche von Unge gesehen? Nope. Nummige Null. Wer war an Lights? War Unge da dabei? Ich war an Lights und Karl war, glaube ich, Pants. Genau. Oder kam von O2 unten. Weiß ich nicht genau, woher. Ich war über Lights und hab die Aufgabe in der Ecke. Reapers, Fabo und... Was ist die Entschuldigung, nochmal? Fabo war in Weapons und Reapers und Veni können sich decken vor Comms. Yes. Liegen die beiden Leichen in... Und Leitung? Karl und... Karl und Fine können sich auch decken. Es sind zwei Leute tot. Ja, was ist ein Double-Kill? Stegi habe ich gerade vor Storage rumrennen sehen, wo der tote Danny drin liegt und der andere müsste ja dann Dela sein, wenn wir... Wieso doch. Müsste ich das sein? Wie kommst du jetzt auf die Anschuldigung? Wow. Es sind zwei Leute tot. Caruso wieder dritter Imposter. Aber sagt mir eben. Können sich voll am Leben, die vor Comms sind und in Weapons liegt kein Toter, sonst wäre Fabo da. Sonst hätte Fabo den gesehen. Fino und Karl können sich decken an Lights und Electric. Nein, ich kann Karl nicht decken. Ich kann Karl nicht decken. Ich habe ihn nur am Ende noch getroffen an Electric. Ich kann bin nur bei Lights gewesen. Aber dadurch, dass ihr an Lights wart, könnt ihr der Kill auf Danny nicht gewesen sein. Ich war an Lights vorbeigelaufen und habe oben links die Aufgabe gemacht. Ja, okay, erzähl mal, Caruso, du so. Ich bin zuerst hoch ans Dropship wieder zurückgelaufen, das dürfte Veni noch gesehen haben, weil ich gedacht habe, vielleicht hat er jetzt... Ja, du bist einmal noch durch mich durchgelaufen. Ich habe genau dasselbe gemacht wie du, aber... Ja, dann bin ich wieder runtergelaufen und bin direkt in Storage rein, wo man halt nur reingeht, um getötet zu werden und Danny liegt da tot. Ich glaube, es war Stegi. Ich bin sehr die Leiche gefunden. Warum darf ich denn nicht reden, Bro? Du lachst die ganze Runde. Doch, aber ich wurde doch nicht auf der Runde angefangen. Nur Held Caruso macht es gut, aber man kommt halt nicht zu Wort. Alles gut. Caruso wurde Stegi. Er glaubt einfach, Veni und Reapers schützen sich nur gegenseitig. Und er glaubt das einfach, obwohl es bei den Imposter sind, und sagt, Stegi ist es. Eben auch so. Eben wäre einfach bei denen und mir geblieben. Easy win die Runde. Easy win gewesen. Er rennt weg im Dunkeln. Fixt das Light nicht. Und sagt dann: dritter Imposter. Wahrscheinlich dritter Imposter, oder? Wahrscheinlich dritter Imposter, Caruso. Wahrscheinlich dritter Imposter. Ich wollte jetzt nochmal ganz kurz sagen, wo ich war. Yo. Und zwar: ich habe eine Quest gemacht. Und zwar: ich bin mir nicht sicher, aber hast du gesagt, du hast mich vor Storage gesehen? Ja. Ich glaube nicht. Ich war links von Communication, wenn dort ein Labyrinth ist. Monka W, Alter. Ich war gerade mit Caruso allein in Communications. Also vorhin, die vorherige Runde. Sag was, Caruso. Wie gesagt, ich habe dich trotzdem für Storage gesehen. Also, das ist jetzt Aussage gegen Aussage. Nee, es ist aber nur eine Frage. Wenn das ein Call ist, dann würde ich jetzt nicht saßen, aber ich habe Angst, dass ich selbst... Ist links von Communication ein so ein Labyrinth-Ding? Ja, da ist eins. Links von Communications? Links von Communications ist eine Node, ja. Unter den Zaun von Electric. Ja, ist eine Node, ja. Genau. Da stand ich. Ich war nicht vor Storage. Das ist richtig cool. Ich habe auch noch eine Frage an Karl. Wie bist du die erste Runde gelaufen? Ich muss dich leider voten. Karl? Nebelnik? Nebelnice! Hallo? Nebelnice! Yo, wir haben einen neuen Member im Dab Squad. Karl, kurz. Er zieht einfach AFK-Karte. Okay, vote Nebelnik. Ha? Bin ich dabei. Jetzt zu spät. Wie bist du die erste Runde gelaufen? Weil du bist am Anfang auch nach unten gelaufen. Junge, da keine Ahnung. Ich bin direkt nach links, glaube ich. Keine Ahnung, ich bin nach rechts, links, irgendwas. Und dann habe ich gedownloadet bei über Electrical. Und dann gingen die Lights aus. Schwierig. Also skippen wir. Ja, wir skippen. Mhm. Das ich war. Karl erstmal Pose. Ja, Karl, Digga, man kennt ihn. Und alle Aufgaben machen, ja? So schnell es geht. Ich hasse dieses Simon's Test Spiel, Alter. Ich hasse dieses Simon's Test Spiel. Unten, Mitte, oben. Bumm. Eieiei. Wieso hat es meinen Namen, dieses Spiel? Wieso heißt es Simon's Test?
Oh, Caruso ist tot. Damit ist die Runde eh vorbei. Oh. Weil Caruso hat eben... Ich hab eine Leiche. Bro, what? Ja, und Stegi ist verdächtig, weil Caruso ihn verdächtigt hat. Caruso hat Veni und Vipers geschützt. Okay, damit bin ich clear. Es sind zwei Leute gestorben. Ich bin in Specimen. Was? Wo am Zaun? Wer kann das bestätigen, Melfina? Rechts. Ja, kann keiner, außer wenn ich auf Karte offen. Also hat dieses electrical graue Feld rechts unten direkt außerhalb, aber. Hä? Da bin ich, du meinst, er ist im Electrical drin oder er ist außerhalb davon? Ich bin gerade lang gelaufen, halt no cap on a rack. Ich bin, wisst ihr was komisch ist? Ich bin gerade auch an die Camps gegangen. Ich bin gerade im letzten Moment schon weit in die Camps gegangen. Ich habe da nichts gesehen. Ja. Und ich habe, als Lights ausgegangen sind, habe ich Veni durch mich durchlaufen sehen, Richtung nach unten, als Lights out waren. Ist verloren. Wen hast du durchlaufen? Ist verloren. Nein, ich war unten ist in verloren. Ich habe die ganze Zeit mein Tastatur gemacht. Caruso, Vipers und Veni, Das ist halt Bullshit, what the fuck. Protected. Ey, ich habe Veni auch kurz gesehen unten, als ich hoch zu Camps gegangen bin. Stegi, hast du noch irgendwas gesehen? Der kann ja halt immer noch von da. Nee, aber was mich jetzt am meisten abfuckt, ist, dass ich so krass gegen Caruso geschossen hat und wir vorhin die Meinungsverschiedenheit hatten, wo ich sogar gesagt habe, entweder einer von uns beiden lügt, ist er tot. Also, Real Talk, es spricht alles gegen mich. Karl sagt, dass er da gerade noch war und da keine Leiche laufen sehen. Ja, aber er hat auch was mit Dings. War doch nicht draußen. Ich bin rübergelaufen, direkt in O2 unten. Was big draußen, Veni. Nein, ich bin mit Reaps reingelaufen, hab meine Flaschentask fertig gemacht, die ich vorher, die abgebrochen wurde vom Emergency von Stegi. Dann habe ich Radiation gemacht. Und dann habe ich den Müll gemacht und bin hochgelaufen in Richtung Lights. Ich habe die erste Tür aufgemacht. Wenn jetzt nicht voten, ist verloren. Ich war mit Fabo Communication. Wenn jetzt nicht voten, ist verloren, Alter. Ist Fabo tot? Ja, Fabo ist tot. Warte mal, wer hat Fabo gekillt? Wen habe ich gefunden? Du Stegi jetzt aber. Nein, Bro, hat man gesehen, wen ich gewotet habe? Du, du hast Caruso gefunden. Das war blau, was angetan wurde. Jetzt Stegi und Karl. Fabo war. Es ist so hart, Veni. Was war denn der Fiene? What the fuck? Und nein, das sind viele Karl. Die wollen doch Veni. Es sind sehr viele Karl. Ja, okay, das ist super cool. Ich fand es besser, wenn die ganze Runde. Ja, das kann niemand proven. Stark. Du schießt gegen mich auf die Runde ist nicht verloren. Ey, es war nicht stark. Ich hab stark überlebt. Stark. War, sorry. Stark. Okay, dass die wenige gewotet haben, richtig gut. Richtig gut. Dass die wenige gewotet haben, richtig gut. Das war wichtig. Gut, Fine. Wirklich gut gemacht. Fine und Karl haben dann die Ziel übergriffen und gesagt, Ding ist, ich hätte gedacht, das ist verloren. Ich habe gedacht, locker verloren. Okay? Okay, ich habe gebuttont, weil das war mit Veni jetzt gerade übel random. Wir mussten uns halt schnell entscheiden und Veni war für mich mehr Sass, weil ich Karl in der Aussage geglaubt habe, dass er durch Veni durchgelaufen ist. Ja. Das Problem ist, ich habe irgendwie das Gefühl, das wäre jetzt vielleicht dumm, keinen Button zu machen, deswegen würde ich mich jetzt gerne noch ein bisschen unterhalten und vielleicht noch jemand anders voten. Ey, das finde ich aber auch komisch. Ich will auch wegen der Aussage, wegen der ist angeblich da durchgelaufen. Ich weiß nicht, wie lange die Zeitspanne da war, dass er da durchgelaufen ist, aber ich bin mir 100% sicher, ich bin mit Veni durchgelaufen into O2, von unten rein. Und dann bin ich hoch zu Lights, Richtung Camps. Ich habe ihn da gesehen. Aber deswegen ist es kritisch. Es können halt jetzt, weil du schnell gebuttont hast, können immer noch zwei Imposter sein und immer noch live sein. Aber vielleicht war es auch ein Treffer. Aber die Zeitspanne ist halt, wie lang kann die gewesen sein? Ja, wenn das ist halt die Frage, ob er aus der O2 mit dir rein, dann war da jetzt, das Licht war ja aus, dann ist er hat er gewartet, bis du einen Augenblick weg bist, dann direkt wieder raus und hat vielleicht den Kill gemacht. Aber ja, aber es war ja weit weg. Es kann von der Zeitspanne nicht gehen. Naja, Electric Weg, und O2, das schafft man. Also. True, aber überleg mal, von diesem unteren Weg bis zu Camps ist der Weg nicht lang und dann wurde schon gebuttont. Weißt du, was man, reported. Mm. Das ist kein langer Weg. Das Ding ist, wir könnten halt auf safe gehen und einfach Karl jetzt noch kicken für Safety. Oh, das wäre ultra smart. Aber ich bin halt bei unter Communications lang und ich habe halt Veni durch mich durchlaufen sehen. Nach unten bin ich mir ultra sicher. Ultra sicher. Und dann bin ich direkt nach oben. Okay. Aber sorry, da kann ich dir nicht vertrauen, Karl. Ja, komm, sicher. Selbst Problem ist, wenn dann haben wir einen. Hol mich raus, komm, verliert die Runde. Perfekt, mach das. Das ist doch dann so oder so einer. Es könnte halt auch trotzdem immer noch von Stegi ein Self-Report gewesen sein. Ich würde auch gern Stegi kicken, einfach aus Prinzip. Wenn es jetzt noch zwei Imposter gibt, dann wäre ein falscher Ausfall. Ihr müsst euch überlegen, Karl hat gesagt, ich habe einen Button gemacht. Welchen Imposter, das hätte ich nicht gemacht, ich hätte einfach jemanden gekillt. Sag schnell, Stegi hat gesagt, er hat reported und Karl hat gesagt, vorher darf er keine Leiche nicht. Ich wollte Karl. Ja, wir wollten Karl. Ich kann immer gleich Button machen. Ich war actually fucking wasted, holy shit. Die voten einfach Karl. Karl, Riff. Die voten einfach Karl, Junge. Die voten einfach.
einfach Karl, ich glaub es nicht. Die flippen Karl. Ich wollte erst viele loben. Oh mein Gott. Ey, erst hat Fina was gut gemacht, jetzt hat die wieder was richtig schlecht gemacht. Jetzt verlieren die wieder. Jetzt wird Dreamers wieder gewinnen. Oh nein, wieso haben die einfach Karl gewonnen? Die hätten doch gar nicht wohnen müssen. Oh nein. Was für ein. Oh nein. Oh nein. Wie lost. Die einfach Karl geflippt haben. Das war ein bisschen lost. Wenn jetzt Reapers ein paar schöne Stealthy Kills macht oder sich unauffällig verhält, dann wird es sehr hart. Dann wird es sehr hart für die restliche Gruppe. Also ich muss killen, weil er auch wahrscheinlich. Ah, keiner weiß, wie es mit den Tasks, vorangeht. Okay. Wir sind mit unseren Aufgaben fertig. Wir waren. Oh, da ist jemand tot. Den hat ihn gefunden. Komm schon. Die Leiche ist, wenn man runtergeht, wenn man neben Electrical Links runtergeht, Richtung U2 und so. Okay. Da liegt die Leiche und zwar Fine. Okay, dann ist Steh. Dann ist 100% Steh. Und mir ist Reapers grob von da entgegengekommen. Ich kam von rechts, Bruder. Sehr gut, Dena. Ich habe Electrical gerade gefixt, deswegen konnte ich nicht richtig sehen. Aber auf jeden Fall, ich war bei Electrical. Oh mein Gott. Als sie gekillt wurde, war ich bei Electrical. Das heißt. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so klein, dass du es gewesen bist, aber es könnte genauso auch Stegi gewesen sein, der danach weggewendet ist oder irgendwas. Weißt du, warum ich glaube, dass Stegi ist? Erstens, vorhin hat Fina auch Stegi ganze Zeit heilig sass. Zweitens, ich bin gerade von rechts Richtung Lights gegangen und habe unten die Tür, die zu Lights geht, die ist gerade in diesem Moment zugegangen, als du auch reingegangen bist. Safe. Ich war dann hinter der Tür und bin instant rein. Also, welche Tür ist zugegangen? Die vor Lights. Die vor Lights ist gerade in allerletzten Moment, wo ich noch reingehen wollte, zugegangen und du bist durch. Hör auf dein Herz, Digga! Bei mir sah es sogar so aus, als wärst du nicht reingekommen. Du meinst die Tür direkt sozusagen Electrical reingeht? Ja, vor Lights. Nicht die Tür rechts, sondern die Tür vor Lights. Genau vor Lights. Die ist in allerletzter Moment, ich kam von rechts. Moment, ich kam von links. Aber ich hab die aufgemacht. Dena, können wir kurz quatschen? Danach kannst du sagen, ich will nur nochmal am Ende hinzufügen, ich bin von rechts gekommen. Lights war aber auch aus, wie konntest du mich sehen, wenn Lights aus war? Wir standen voreinander, ich sag doch, bei mir sah es so aus, als wärst du noch vor der Tür und als wärst du nicht durchgekommen. Okay, genug Reapers, jetzt stehen. Guck mal, Felix, normal bin ich das so gewohnt, wenn ich Letzter bin und eben nicht Imposter bin, dass alle beide mich versuchen zu begatten und zu sagen, ey, wähl oder nimm ihn. Weil das wundert mich jetzt gerade, dass du überhaupt mich beschuldigst, du bist in Laboratory doch an mir vorbeigelaufen. Ich war die ganze Runde Laboratory und hab durch diesen. Stimmt, du warst Laboratory, aber du kannst ja auch mit Vents nach links und irgendwo hingehen. Ey, wir müssen aber nicht so schnell. Ich vote Reapers, ich vote Reapers. Sehr gut, Dena! Sehr gut! Ja! Ihr habt beide jetzt. Ja. Reapers, du hättest gegen Dena schießen müssen, dann wäre ich mir nicht sicher gewesen. Ich verstehe nicht, warum du gegen mich schießt. Weil Dena ganze Zeit bei mir war. Ja, aber eben ihr hättet Oh mein Gott! Danke, ey, Digga. Ich hab so Angst gehabt, dass du dich so influenzen lässt von Reapers. Ne? Digga, diese Runde. By the way, dieses Flippen machen wir doch eigentlich nicht, oder? Dass wir so zwei Leute rausroten. Aber wir haben ja Beni schon gekickt und ich hatte Angst, dass wir jetzt gechoked haben und den Falschen gekickt haben. Deswegen... Aber das machen wir trotzdem nicht. Aber das machen wir noch nie. Ja, ey, vor allem Fine und Karl haben so gut gesagt, entschieden, ja komm, wir holen Beni und dann holt Fine noch Karl dazu. Natürlich war das Ding ist, ich wusste gar nicht, dass ich Karl am Ende vote. Also ich wenig verstehe, um zu gewinnen war das. Ja, das ist doch genauso, als hätten wir jetzt am Anfang, wo du mich beschuldigt hast, wenn wir dich und mich rausgewotet hätten. Nein, es ist stark. Das ist ganz anders. Auch nicht sicher. Leute, ich bin stolz auf euch. Dena, du hast auf dein Herz gehört. Sehr gut, Dena. Jetzt rein, Join. Weitergeht. Aber das ist was ganz anderes, weil du in der Situation, wo du deinen Post am Leben hast, sie sterben. Ja, Dena ist gemutet. Der hört uns nicht. Ja, schon recht. Und Dena muss gerade sagen, jo. Babo. Ja, schau, wenn du halt 10 Leute hast oder 9 in dem Moment. Ja, aber das Double Vote machen wir halt so und so nicht. Stegi, ich hab Daniel gehofft. Ja, genau davor bist du halt bei mir, sah es aus, als wärst du vor Storage gewesen. Deswegen dachte ich, der erste Kill war 100% Stegi. Wie gesagt, ich wollte auch gar nicht böse sein oder so. Ich hab mir schon gedacht, dass es sowas war. Oder ich dachte auch, dass ich verkackt habe oder irgendwie dumm gelaufen bin. Was hat mich ja, aber dann war der erste Kill wahrscheinlich Veni, weil Veni geht nur rein in Storage, um da zu töten. Einer fehlt. Ja, Dena. Das Ding war, Reaps hat Simon umgebracht.
und ich habe dann noch einen Kill machen wollen unbedingt. Nee, Farbe fehlt. Wer fehlt? War gut. War eigentlich gut gespielt, nur am Ende war halt 6 Leute. Da muss man einen wie. Hey, Reaper, hättest du einfach gesagt. Dena, sehr gut. War gut, oder? Du hast dein Herz gehört, Dena, sehr gut. Du hast dich bequatschen lassen, Steg ist der Beste. Steg ist der Beste, deswegen muss ich reinhören. Ich hab mich eben bequatschen lassen. Ich hab mich eben bequatschen lassen. Okay. Tipp. Zack. Da kam gerade Stegi reingelaufen. Mein Gott, Kaus, ich habe gedacht, du hast mich gerade getötet. Ne, ich wollte gerade so losbrüllen. Rede. Ich habe jemand gesehen, ich kann euch nicht genau sagen, wo es ist. Laboratory, aber boah, links oben. Ja, im Laboratory links oben einfach, keine Ahnung, wie man das. Was ich weiß am Anfang ist, es muss jetzt nichts heißen, aber Simon ist jetzt allererst ins Lab reingelaufen. Ja, das stimmt. Ich bin ganz am Anfang direkt rein. Ja, sorry, Paro, dass ich am Anfang noch oben zwei Tasks hatte, die ich erledigen musste. Ich bin nach meiner Aufgabe auch instant zu Laboratory rein und irgendjemand ist Specimen gegangen. Ich war die ganze Zeit im Specimen, aber irgendjemand war Dusche, deswegen habe ich nicht gesehen, wer das war. Das war ich. Ich habe mich die ganze Zeit gescannt, aber ich habe zum Beispiel Simon habe ich jetzt nicht gesehen. Wen habe ich denn gesehen? Habe ich dich gesehen, wie du rein bist? Nein. Ich bin am Ende noch Laboratory rein, unten, aber nicht ganz Laboratory, sondern ich bin zu der Rakete da links vom Laboratory. Oder haben wir uns gesehen? Die Leiche Stegi liegt da, wo man die Note anschaltet, oder was? Oh, das wüsste ich nicht mehr, wo das ist. Also in Laboratory, im ersten Reich Gang links Laboratory, oben. Ja, genau. Da, wo du die Note machst. Aber, okay, und zuletzt sind da vorbeigelaufen Unge und Reeves. Ja, Unge, ich bin auch. Ich war Simon da drin. Simon ist nicht durchgelaufen. Der kann doch nicht. Ich muss vor dir drin gewesen sein, Stegi. Also ich komme auf jeden Fall in Bezug für die Verdächtigen. Ich bin zur Sternwarte gegangen, dann die Dusche, dann Specimen, habe gerade Specimen-Aufgaben gemacht. Ja. Fabo, hast du Simon in der Dusche gesehen? Nee, ich bin direkt am Anfang als Licht aus. Ich habe nur kurz den Schlüssel umgedreht, bin durchgerannt zu Specimen, habe eine Aufgabe gemacht. Dann, weil Reapers hinter mir war, da bin ich durchgezogen. Da müsste aber Reapers Simon gesehen haben. Ich habe den auch nicht gesehen. Unsere Zeitabstände waren halt gigantisch. Reapers und Simon habe ich aber als Lichteingangs in beide meiner Range laufen sehen, wenn ich mich nicht irre. Das Licht ging schon an, wo ich im Raum drin war. Also wo warst du am Ende, Reapers? Wo warst du denn am Ende? Specimen, vor der Dusche. Und Fabo ist gerade rausgegangen. Warte mal kurz, du warst gerade Specimen? Nee, ich war gerade Specimen. Nee, in der Dusche, links in der Dusche. Ich war schon raus. Du warst jetzt in der Dusche. Okay. Also was hinter mir. Und ich stehe an Weidels. Ich stehe an Weidels, hab ich gerade gesehen. Dene, hab ich dich da gesehen? Oben? Ja, trotzdem ich glaube ja, ich habe irgendeinen gesehen auf jeden Fall. Ja. Ich war oben bei der Rakete. Mit wem war ich O2 gerade? Wen, Dene? Dene, hast du ihn jetzt? Chaosum, wo ist mich? Kannst du gehen? Ich kam da gerade erst rein. Was? Weil du der zweite Imposter bist. Glaube ich auch. Okay, sorry, tut mir leid. Es war ein Unlucky Vote für... von Stegi, dass er die Leiche gefunden hat, aber es war, glaube ich, das Sinnvollste, was er hätte machen können. Denn hätte er es nicht gemacht, wäre er nachher aufgeflogen. Und... ja. Danny? Okay. Sehr gut. Hardcore Stegi, es ist Hardcore Stegi. Danke. Yeah. Wo war die Leiche?
Ja, das war halt leider schlecht von Stingy. Gleiche Licht for Security. Ich und Fabo sind zusammen Richtung Lights gegangen, weil Fiction, da kommt ein Stegi entgegen, sieht, wir beide gehen. Ich kam rein. Von unten, vom Labyrinth kam ich hoch. Nein. Link nein, von Communications. Ey, also es war so, Stegi hat Lights gefixt, ich und Reaper sind hin, dann kam Stegi aus Lights raus und hat so, ist dann so nach unten gelaufen, hat so getan, als würde von unten hochkommen. Und dann, als wir links reingehen wollten, hat er noch schnell die Türen zugemacht und wollte halt so tun, als wäre er so mit uns mitgelaufen. Ich glaube, er dachte, wir sehen ihn nicht. Ich dachte, okay. Also ich glaube, er dachte, wir sehen ihn nicht. Also, Stegi, Heilisas, Reapers Farbe können sich auch gegenseitig ein Alibi geben. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Danny es ist, aber Danny ist tot, weil Caruso hat eben gesagt, Danny ist der zweite Imposter. Fine, für wen hast du gewotet? Ich habe für Stegi, aber ich fand dich auch relativ sus, Reapers. Okay, gut, warum ich fand dich auch sus, aber gut, dass du den dann gewotet hast. Das mach ich wieder ein bisschen. Reapers kann den ersten Kill gar nicht gemacht haben. Und ja, warum wurdest du instant? Ja. Hä? Wenn zwei Leute sagen, dass er es war und Stegi, erst mal 5 Minuten lang gar nichts sagen. Wir sind auf 7, wenn das die beiden Imposter sind, wir wollten jetzt Stegi rausnehmen. Das ist nicht der Fall. Hä? Ja. Aber er hat den Lights gefixt. Veni, pass auf. Wenn Fine Stegi votet. Also ich hätte gedacht, entweder Stegi oder Reapers und Fabo zusammen, aber wenn Fine Stegi votet, kann es ja Fine nicht sein. Ja, also wenn drei Leute eine Person voten. Nein, ich glaube auch nicht, dass es Fine ist, nur ich verstehe nicht, warum sie instant gewotet hat. Veni, das liegt daran, dass ich gut und gern mal sterbe, so wie wir alle, und wenn ich jemanden gewotet habe, alle anderen skippen, dann kann sich manchmal jemand daran erinnern, dass ich letzte Runde den gewotet habe, der für mich sus war. Und okay, voten wir mit Stegi oder skippen wir? Ist es Stegi. Ich weiß nicht, das haben nur die zwei gesehen, oder? Stegi, was hast du denn die Runde? Hast du Lights gefixt, Stegi? Ich check's immer nicht. Ich war nicht mal drin. Ich bin reingelaufen, dann ging's Licht an und ich bin rausgelaufen. Ich wollte Stegi, aber Farber und Reapers beobachten. Oh, Jungs, das ist Stegi, hundertprozentig. Du hast gewotet, den aber blind, bitte. Ja, aber dann heißt. Also warte mal, den hat doch gerade gesagt, er votet. Stegi hat nicht gewotet. Ja, aber hat er nicht gemacht. Aber schau bitte einfach die Zeit hat nicht gereicht. Ich stehe jetzt nochmal von der Schippe gesprungen. Das ist so schlecht, Digga. Ja, bitte, komm. Ey, jetzt musste mein Homie Fabo dafür sterben, dass ihr Stegi am Leben lasst. Warte mal kurz. Hat Reapers gerade Fabo getötet oder hat Stegi Fabo getötet? Okay, warte mal kurz. Also, ich kann meine eigenen Homie töte ich? Weil ihr Stegi nicht gewotet habt? Okay. Der hat vor meinen Augen den bei den Raider links getötet, Digga. Also ich war rechts mit Fine. Ich war rechts mit Fine. Fine kann ich für den Kill ausschließen. Mhm. Oh, sorry, Fabo, Bro. Ich kann dein Leben nicht retten, Alter. So dreckig. Das ist dreckig. Veni, was denkst du? Wo warst du? Ich war jetzt gerade an der Corner von der Electric Door nach oben links zum Reaktor, aber ich bin dort stehen geblieben, um zu schauen, ob ich gleich jemand zurückkommt, der damit reportet. Ja, okay. Fabo hat doch hundertprozentig die Hand für mich auch ins Feuer gelegt. Also wir waren ja die zusammen. Ja, aber gerade deswegen. Der Kill war im linken Reaktor, oder was? Der war beim Reaktor. Wir zwei gehen zum Reaktor hoch, Stegi kommt vom Reaktor runter. Bro, und ich hatte meine Hand auf dem Ding drauf. Ich sehe, dass Reapers den killt und Reapers klickt Instant Report. Ich wollte direkt runterlaufen, Fabo reporten, aber ich dachte auch echt, dass ihr beide böse seid und ihr mich killen wollt. Wer hat rechts die Hand draufgelegt? Also ich und Fine. Guck mal, das erklärt doch schon eigentlich, weil, what the fuck, warum hat das dann so lange gedauert bis links, wenn er angeblich die Hand draufgelegt hat? Ich bin doch mit euch hoch! Nein, der stand da schon. Ja, ich weiß halt nicht, wer zuerst vor euch da war. War zuerst Reapers da? Warte. Ich war in Koms und hab da Upload gemacht, okay? Und Reaps ist kurz bei mir reingekommen und dann ist er hochgelaufen, aber ich habe ihn nicht mehr gesehen. Also er ist auf jeden Fall vor mir angekommen, weil ich bin da oben stehen geblieben. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Fabo ist auch mitgekommen. Das Ding ist, dass was Stegi erzählt, könnte auch stimmen, aber alleine von der Logik her. Fabo und Reaps haben beide Stegi beschuldigt. Einer davon ist tot. Beide können nicht Imposter sein. Es wäre der größte Random oder Third Imposter Move, also muss es eigentlich Stegi sein. Bitte mach da keinen Scheiß-Reporten. Nein, es war mega los. Ich wollte runterlaufen und den Report. Ja, wir müssen jetzt voten, weil ich sonst. Ich vote Stegi. Ja, Stegi. Es ist Stegi. Es ist 100%. Aber wir haben leider zwei, ne? Wir haben einen noch, 100%ig. Ja. Ich kann nur Fine saven.
Nervig. Es gab mir ein ganz gutes Alibi, weil die Kamera mich gesehen hat. Was war die beide in der Kamera? Das ist die Frage. Das ist jetzt die Frage. Prüfen. GG's. Ich dachte actually so lange, dass es Dena ist, weil so wenig sabotiert wurde und die Kills so langsam waren. Und ich dachte, Simon killt eigentlich schneller. What the fuck? Hä, warte, was? Okay. Ich war da oben? Ja. Ja, moin. Ja. Aber dann können es trotzdem beide gewesen sein. Reapers, ich hätte es, ich hätte eigentlich. Aber du kamst aber doch auch von da, oder nicht? Wenig? Ich nicht. Ursprünglich? Nein, ich kam nicht von da. Also, ich wollte Reaktor oben rechts entschärfen und die Tür ging zu und ich dachte, Reaper sperrt mich ein. Deswegen dachte ich erst, dass es Reapers ist. Aber nach dem Call mit Veni frage ich mich jetzt: Ist es ein Brainplay von Veni oder. Rips, du hast mich unten bei Weapons gesehen, als du von Communications hochgelaufen bist zum Reaktor. Und danach bin ich zu dir hochgekommen zum Reaktor. Ich habe davor noch gecheckt, dass Fina Weapons gemacht hat. Bin dann hochgelaufen und ich dachte, du bist zum linken Reaktor. Bin aber rechts gekommen und habe dann dich gesehen. Bin zum linken gelaufen, aber Fina war schon dort. Und dann bin ich wieder nach rechts gelaufen. Und ich habe davor schon gesehen, ich habe eine Zeit lang nämlich Admin beobachtet und auch Vitals. Und es ist ewig lang keiner gestorben. Dann habe ich Admin beobachtet und habe halt gesehen, zwei Leute sind in einem Lab, einer in Communications, einer in Weapons. Und war für mich klar, okay, auf einer von den beiden Seiten muss jetzt jemand sterben, weil dann ist Reaktor angegangen in dem Moment. Dann bin ich rausgelaufen, weil das näher war zu euch, hab euch beide geproofed und dann wusste ich, wer von den anderen beiden am Leben ist. Wenn da eine Leiche liegt, ist der Killer. Okay, pass auf. Dann kann ich Reapers ausschließen, weil ich bin nämlich von da rausgekommen, aber ich habe einen Heiligstass auf Veni, dass er außen rumgegangen ist, gekillt hat und dann, ja, die Story mit den Vitals hat. Was sagst du, Fina? Ich habe keine Ahnung. Das Ding ist, das Fina, Ding ist, ich verdächtige jeden. Gesehen. Ich hab dich bei Weapons gerade gesehen, das habe ich gecallt, ne? Ich habe auch gesagt zu meinem Chat gerade, Veni kann es eigentlich nicht sein, der hätte mich einfach umgelegt auf Jux und es wäre dann Lachen. Ich hab dich auch in O2 schon gesehen, ich, ne? Ich vote auf Simon, aber ich kann mir vorstellen, dass Reapers so ein Mindgame macht, dass er stirbt. Veni, beeilt euch, votet Veni, bevor es jetzt, bevor ein Kill passiert. Ja, wahrscheinlich. Das ist verloren, wenn du es nicht bist. Er war halt rechts, ich habe ihn auch ganz genau rechts gesehen, er kam auch von da. Jawohl. Ja, sie war nicht gekillt, der Asi! Da steh ich da nicht gewohnt, Bruder. Ich hasse es, dann muss ich noch sterben. Oh. Ja, was ist denn? Sorry, Fabo, Bro, Alter. Ja, aber was auf mich gemacht. Ey, Fabo, jetzt ist genau dasselbe passiert, was mir vorher passiert ist. Den ersten Kill habe ich wirklich nicht gemacht, ne? Ja, der erste Kill ich gemacht. Das Problem ist, Stegi und ich waren immer zur falschen Zeit, wir haben uns immer gegenseitig zur falschen Zeit am falschen Ort gegenseitig in eine unangenehme Situation gebracht. Fabo, als ich euch entgegen bin, es war für mich so klar, das Licht aus ist. Ich habe sich richtig gedacht, so, okay, die sehen mich jetzt nicht, die sehen mich nicht. Perfekt. Und auf einmal, ja, hey, du bist raus, lauf wieder rein. Wer geht denn immer so spät raus? Wer geht denn. Ah, Stegi, der kleine Abbau. Komm, Reini. Los. Rein in der Masse. Ey, macht Spaß, Jungs. Und Caruso, Start. Voll Mädels. Ich habe mir die ganze Zeit meine letzte Aufgabe gemacht, Simon. Ich dachte die ganze Zeit, wenn jetzt einer reinkommt und es ein Post ist, dann laufe ich die ganze Zeit im Kreis um den Tisch rum. Und dann killst du mich trotzdem. Schade. Geile Runden bis jetzt. Richtig geile Runden. Auch richtig geile Crew-Runden. Ich fand die Runde auch gerade richtig geil. Ja, hätten die wenig geglaubt, sondern mir wäre es anders ausgegangen, ne?
schade, schade. Das Revi, dass Veni zufällig auch noch Vitals gecheckt hat und so, ne? Ärgerlich, ärgerlich. Ich will nicht wieder als Erste sterben. Ich habe keine Lust, die ganze Runde da rumzuliegen. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Ich will nicht da sein, wo... Ich will nicht da sein. Oh Gott, da wurden gerade Türen zugemacht. Ich will nicht da sein, wo Leute sind. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will einfach nur nicht sterben, Leute. Am Anfang habe ich immer meist Angst zu sterben. Oh, ist schon wieder dunkel. Oh! Das könnten Reapers und Veni beide sein. Sehr gut. Das könnten halt beide sein. Nee, ich habe Angst vor Veni alleine. Ich will eigentlich niemanden jetzt hier begegnen. Ich will einfach nur bei der Kamera stehen bleiben. Nein, das Licht geht aus. Ich hasse es, wenn das Licht ausgeht. Nein, ich will einfach nur überleben. Ich versuche einfach nur gerade alles zu tun, um zu überleben. Oh. Yo. Rot ist tot. Yo. Ich weiß auch, wo die Leiche ist. Rot ist tot. Du weißt, wo die Leiche ist? Ja, ist irgendwo in der Nähe von O2. Und die, ich habe zwei Personen dort gesehen. Jetzt kommt. Nein, nevermind. Ich habe. Sag doch bitte einfach. Weapons. Ich habe nur Simon. Denk dir eine neue Theorie aus. Es war nur Simon dort. Ja, aber es ist nur einer tot. Ich bin bei den Lights, vor diesen Lights, bin ich mit Reaps gemeinsam von rechts gekommen, bei der Tür rein, dann haben wir Lights gefixt und dann stand Simon bei uns. Hm. Dann sind wir beide zu Cams und Simon ist runtergelaufen, ist dann aber wieder hoch, nachdem ich runter bin. Das ist übrigens eine Lüge von Veni. Ich kann euch doch sagen, wie es genau war. Nachdem die Lights gefixt haben, ich habe die beobachtet, habe aber nichts gemacht, richtig. Die beiden haben Lights gefixt. Da ist Veni runtergelaufen. Reapers ist im Camraum, mitten im Camraum so stehen geblieben. Aber nicht an den Cams, sondern er ist im Camraum stehen geblieben. Ich stand dann so außerhalb des Camraums, dass ich reingucken konnte mit diesem Lichtkegel. Und Veni ist runtergelaufen. Und Veni behauptet, ich wäre runtergelaufen. Nee, du bist runtergelaufen, als wir beide in Cams ran sind. Dann bin ich aber aus Cams wieder raus. Ja, ich bin hoch. Bin ich auch hochgelaufen. Ich habe das genau gesagt. Ja, und dann bin ich nach rechts gegangen und habe mich relativ immer in der Mitte der Karte aufgehalten, weil ich einfach nicht alleine irgendwo mit jemandem rumlaufen wollte. Einer von euch beiden der Killer gewesen sein oder kann auch jemand? Nee, muss gar nicht. Wenn Simon niemanden, also bei mir unten, ich bin unten O2 raus und bin dann eine Zeit lang bei Communications und Weapons gewesen, habe gecheckt, ob da irgendwo steht und dann bin ich erst in Office rein. Und dann ging wieder Licht aus und ich habe dort niemanden gesehen. Weil, ganz im Ernst, Freunde, der Buddy muss relativ frisch sein. Der muss während Lights okay, dann während der letzten Lights. Caruso, dann müsstest du mich ausschließen können, weil du hast mich bei Lava gesehen. Dann bin ich zu Dena rein. Du könntest eigentlich bei dir nicht gewesen sein. Ja, deswegen. Weil wir standen beide am Ende vor Vitals, wo noch kein Buddy tot war. Da standen Stegi, aber der Vena. War schon tot, bevor Lights ausging. Ich stand da war weiter. Ich auch da. Wo oder? Stand da war, ich? Ich war da, glaube ich, auch bei den Vitals. Also, gerade bei Lights waren auf jeden Fall drei Leute in Electric und einer in O2. Wer war das? Ich war kurz vor Lights. Also ich bin da schon in die zweite Tür am Durchgehen gewesen. Wer noch? Also das war gerade übel verwirrt. Wir wissen gar nichts. Karl, warum hast du auf den Button geklickt? Ja, weil jemand tot war. Oder? Ja. Hä? Aber dann such weiter gesehen. Einer Person such einfach die Leiche nächstes Mal. Okay, sorry. Mein Gott, ey. Alter. Kritisch. Ist schon wieder dunkel. Also wenn ich mich nicht gerade verguckt habe, ist Simon gerade an mir vorbeigelaufen in O2 rein von unten. Ich bin unten raus, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas stimmt da nicht. Richtig. Und da liegt direkt vor Combs die Leiche von Veni. Dann frage ich aber, warum bist du überhaupt runtergelaufen, wenn Licht aus war? Hä?
Ja, es war gerade noch Licht aus und sie ist runtergelaufen von Licht weg. Ich habe vorher gesehen, wie zwei Leute oder so, glaube ich, am Anfang in Comms reingegangen sind und ich hatte irgendwie das Gefühl, da passiert ein Kill. Ich möchte jetzt was dazu sagen. Ich war oben rechts Laboratory und da war Simon. Wie bist denn so schnell dahin gekommen? Ich außer bin einfach gewendet. Nee, ich bin komplett durch die Map gelaufen. Das kann sein, dass er gelaufen ist, aber er hat auf jeden Fall auf dem Weg da den mitgenommen. Nee. Das heißt, Simon, woher kamst du? Du musst den gesehen haben dann. Nee, habe ich nicht gesehen. Wo genau war die Leiche? Ich habe nicht gesehen. Wo war die Leiche? Direkt zwischen kommst du jetzt in der Mitte im Gang, ganz offen auf dem freien Feld. Habe ich nicht gesehen. Es war auch das Licht. In jedem Fall. Es war das Licht aus. Den okay. Button musst du gesehen haben. Die Sache ist die. Ja, aber Simon, du kannst nicht mit dem Alibi sagen, warum ist Fine nicht zum Lights gelaufen und dann aus Lab kommen und nicht oben zum Lights laufen, sondern über unten O2. Ja, aber ich hab mich nur gewundert. Ich gehe eh nicht zu Light. Als Licht ausgegangen ist, ich sage euch kurz, als Licht ausgegangen ist, war ich unten am Labyrinth. Simon Sass. Ja, ihr könnt mich auch ruhig voten, aber dann denkt bitte daran, ist doch scheißegal, aber denkt bitte einfach daran, dass Fine gerade einfach über Sass ist, in meinen Augen. Pass auf. Also, ich habe das Labyrinth gemacht, unten, kurz bevor man reingeht. Ich dachte mir, oh, Licht geht aus, ja, scheiß drauf, ich mach erstmal Labyrinth fertig. Dann gehe ich vom Labyrinth hoch, durch den Gang, wollte zu Light gehen, Fine kommt mir entgegen, obwohl das Light noch nicht gefixt war. Und dann nehme ich mal an, entweder hat jemand anders den gekillt oder Fina hat den gekillt und direkt reportet, weil ich da gerade entgegengelaufen bin, am die ein gutes Alibi hat. Wer war noch in O2? Ich habe sich mit seinem Alibi schon verplappert und er war erste Runde von Veni, wurde er auch schon gesasst. Und, jetzt und er war wirklich okay. Nicht am Anfang der Runde in Lab, sondern bestimmt Simon. Maximal 30 Sekunden. Warte mal kurz. Dann lass mich aber in den letzten 10 Sekunden was sagen. Okay. Also, Caruso, wenn du jetzt nicht Imposter bist und du sagst, ich habe mich verplappert, ist das entweder Braindead oder du bist Imposter. Also bitte haltet Caruso und Fine im kalten dem Auge. Du kannst dich von Fine fordern, das Alibi zu haben, Lights fixen zu müssen und selber dann... Caruso, Fine. Ich halte sie im Auge, keine Sorge. Ja, ihr könnt mir gerne hinterherlaufen. Ich mach Task. Aber trotzdem mit Auge auf dich. Kannst du machen. Wo habe ich mich verplappert? Ich habe genau gesagt, was passiert ist, Alter. Also wenn er kein Imposter ist, wenn Caruso kein Imposter ist, war es minus 5 IQ. Wenn er Imposter ist, gut, dass er gegen mich gehetzt hat, weil er seine Kollegin, also wenn Fine und er Imposter sind, gut, dass er dann mitgehetzt hat, oder wenn Fine lost ist und er Imposter ist, ne, gut, dass er sozusagen gegen mich geschossen hat, weil er sozusagen die Leute gegen mich aufbringen musste. Aber wenn er, hier direkt Stege, aber wenn er Crewmate ist, dann war es so ein dummer Call von Caruso. Ich bin gleich mal gespannt, ob der, ist mir jetzt auch egal. Aber es war so ein Branded Call, wenn er Crewmate ist. Ich bin gespannt. Yo. Ein Kill ist genau oben bei Laboratory. Ich wollte meine letzte Aufgabe machen und die ist oben rechts, nämlich wo man diese Proben hat. Ich hatte es schon das erste Mal gemacht, das ist auch da, wo ich Simon gesehen hatte. Jetzt wollte ich sie abschließen und genau vor dieser Maschine war der Gelb tot Karl. Das sind zwei Kills, ne? Ja, okay, ich hab nur einen gesehen. Wir müssen noch zwei Imposter haben, da muss irgendwas falsch gewesen sein. Ja, die Runde war lang genug für zwei, oder nicht? Nein. Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Ja, wo ist doch jetzt Fine? Fabo, können's Fine und Danny sein? Digga, ich glaube, also, wenn Simon hat halt hardcore auf Fine geschossen, ne? Also, ja, weil ich halt auf ihn geschossen habe, was mir klar ist irgendwo. Das Ding ist, also kann ich kurz erklären. Es kann sein, Caruso safe. Also ich habe die Runde wieder keinen gesehen. Danny ist mir kurz entgegengekommen, aber halt nicht von da oben. Votet Fine. Das Ding ist, und ich war auch gerade erst zum Weg hoch nach wie heißt das? Medbay da oben rechts? Zum Laboratory rein. Und Fine kam ja, glaube ich, von unten, weil da ist ja unten dieses Wendloch entgegen. Votet Fine und bin mir unsicher. Also ich bin auf jeden Fall. Ich komme vom Licht. Chill. Darf ich reden? Wenn ihr mich jetzt kickt, habt ihr verloren. Bitte macht langsam. Wir haben noch genug Zeit. Ich möchte reden, okay? Wir haben genug Zeit. Ich habe noch gar nichts gesagt. Ich erzähle euch jetzt. Ja, ich habe diese Runde Folgendes gemacht. Wir sind in Office gespawnt. Ich bin in Communications gegangen, musste dann den Schalter wieder hochlegen, den ich letzte Runde runtergelegt habe. Bin dann zu Electrical gegangen, weil das Licht ausgegangen ist. Und jetzt habe ich noch eine einzige Task. Und das ist Inspect Sample in Medbay. Und da musste ich noch theoretisch an die Minute warten. Da wollte ich gerade hinlaufen. Dann wurde reported. Ich habe das Licht alleine angemacht. Es war niemand beim Licht. Ich habe fast niemanden auf dem Weg gesehen, aber ich habe auch niemanden gekillt. Ich bin einfach nur meinen Task machen gegangen. Ihr hättet mir alle nachlaufen können. Aber ich finde es halt absolut sass, dass Fabo direkt voten will. Ich finde komisch, dass Fine sagt, sie war da alleine, weil sie war da mit mir. Ich habe sie da auch gesehen. Aber wo warst du mit mir? Ja, es ist Caruso. Dann ist es auf jeden Fall. Hey, Caruso, ich habe dich hier leider ehrlich nicht gesehen. Caruso hat vielleicht höhere Range. Fuck Fine, wenn es so ist, dann ist Caruso. Okay, jetzt ist 100%. Ich vertraue jetzt ungefähr, es ist Caruso. Ich vertraue einfach meinen Bro Fabo, ganz im Ernst. Fabo, du musst mich Caruso, wir sind Bros for life, Mann. Bros for life, Alter.
Yo, Big Cock Bro. Oh mein Bro, GG. Du bist GG, Mann, wir haben gewonnen. Also, wir müssen noch Danny rausboten. Oh mein Gott, Caruso, was war's für ein, was war's für ein Call? Oh, Simon, du hast dich verplappert. Ey, jetzt mal ganz... Weißt du, warum ich das gesagt habe? Weil du erwartest von Fine, dass sie das Alibi hat, dass sie Lightsfixen geht, aber machst es selber nicht. Ich hätte Fine auch niemals gewotet. Ich habe nur gesagt, Fine geht das Light nicht fixen und beschuldigt mich. Aber weißt du was? Du sagst, Unge hat sich verplappert. Ich habe mich null verplappert. Und ey, ihr wart einfach dritter und vierter Imposter. Wirklich. Ihr votet bei 8. Warum votet ihr? Du wolltest Veni rausvoten. Hä? Bullshit. Warum votet ihr überhaupt bei 8? Nein. Wir haben nur gequatscht. Ich hab geskippt. Ja, also Caruso, dass du und Fine bei 8 voten. Ja, also ihr habt den Sieg verschenkt. Ja, das Ding ist, Simon, du musst es von mir sehen. Du kommst aus der Richtung, was du vor, ohne davor hast von Veni. Und ich sehe dich und finde dann direkt die Leiste. Das ist halt super. Sorry, Simon, ich fand's auch sehr dummer. Du dummer Idiot. Ihr votet nicht bei 8. Votet nicht bei 8. Okay. Sorry. Na, bei 8 voten ist fun, bei 7 nicht. Hast du gehört? Ja. Jo. Caruso, du weißt, ich muss dich jetzt verdächtigen. Ich hab's nicht so oft gespielt, aber ich stand recht lange noch oben AFK und dann ist das Licht ausgegangen und ich habe nichts mehr gesehen. Ich bin einfach gerannt und dann ist das Licht angegangen und dann habe ich gesehen, dass er recht nah bei mir war, also wirklich hinterhergelaufen, hat dann aber abgedreht und dann ist das Dorage rein. Caruso, du darfst reden. Ach so, ja. Hä? Was soll ich denn dazu sagen? Das stimmt halt. Ist das oder nicht? Nein. Hä? Bro, aber er stand dort, als wenn er das Licht ausgemacht hätte. Aber man kann da so früh noch gar nicht killen, oder? Nee. Du kannst auch laufen weiter. Also. Ist doch niemand Danke für den Hinweis, Stegi. Mir ist etwas anderes aufgefallen. Bei dieser Wasserräder-Task, seit wann kann man das einzelne Wasserrad direkt am Anfang machen? Doch, kannst du immer. Kannst du auch zuerst machen. Digga, sag grad mein Noch Brain. Was vor der Wassertask. Ich war womöglich letzte Runde genauso. Wenn du die Wassertask machst und du drehst das Rad am Ende wieder in die falsche Richtung, dann schließt du die nicht ab. Sorry. Unnötige Info. Ich hab gesehen, wie Caruso in Storage reingegangen ist. Nein, du bist mir hinterhergelaufen. Ja, ich wollte Caruso. Ich hab auch Caruso. Wie kann man den killen? Ja, ich auch. 10 Sekunden beim ersten Runde und danach. Was haben wir eigentlich gesehen? Ja, ich hab auch Caruso gewotet. Ich hätte dich halt schon killen können, ja, aber hab ich ja nicht. Ich bin einfach. Das gibt was, das wollte der Hellblau. Oh mein Gott, es haben wirklich 3 Leute Caruso gewotet. Es haben wirklich 3 Leute Caruso gewotet. Oh mein Gott, es war doch nur ein Scherz, Leute. Ich hab Actually geschlafen. Ich hab Actually geschlafen. So, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer bei mir war. Wo? Reapers liegt in O2 am Download. Und direkt beim Band halt. Also ich denke, die Person ist direkt weggewendet. Uns kam Simon gerade in Communications rein. Wer war in Communications mit? Zustimmen. Stege ich? Ja, da habe ich die beiden gesehen. Ja, wir haben dich auch verdächtigt, dass du da rein bist. Vom Band theoretisch. Warte, wo liegt ich weiß nicht mal, wo dein Band ist. Ich auch nicht. Wo kommst du? Ja, okay, nee, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, dass Karl clear ist. Weil ich hab auf Karl beim Scanner gewartet. Ich hab actually gerade einfach gesleept und hab gehört, yo, den Caruso voten, okay, fuck it. Wer waren nochmal die drei, die gewotet haben? Orange, gelb und? Blau. Blau? Mhm.
Also Karl und Danny kann ich decken, weil die waren oben mit mir in Laboratory. Die können diesen Kill nicht gemacht haben. Wir waren zu dritt da und haben verschiedene Sachen gemacht. Ja. Also Simon kam gerade aus der Richtung von der Leiche halt. Deswegen, I don't know. Bullshit. Fabo? Frage? Doch, hä? Du kamst von links und da liegt die Leiche doch, oder nicht? Ach, links liegt die Leiche. In O2, ja. Mhm. Okay, aber du warst nicht. Könntest du rausgewendet sein und oben dann bei Communications Runde gelaufen und so rein und oder generell Simon auch rausgelaufen. Also, ja, fertig. Was ist eigentlich mit Veni? Veni? Was geht ab? Also, wo warst du? Ich war tanken. Ah ja. Okay, bis später. Im echten Leben? Nee, im Spiel. Okay. Okay, ich hab Heilig Sass auf Simon, aber ich glaube, es bringt nichts weiter. Vote mir bei sowas schon Simon, ne? Nee, skip, aber es ist noch lange. Wenn Simon nochmal Sass ist, skip, skip. Ich verstehe nicht genau, wo ich Sass bin, aber. Du hättest halt dahin wenden können und dann zu denen laufen. Von der Leiche. Wo ist denn der Event? Wo ist denn der Event in der Nähe von Communications? Unter dem Electrical Zaun, mein Freund. Okay. Hey, links über Communications, unter Communications, überall. Überall. Ich stehe gewotet, aber noch nicht. Aber Simon, aber ich habe auch nichts gewotet. Nein, wir haben Simon geskippt. Aber Simon, was war die erste Task, die du diese Runde gemacht hast? Okay, ich dem vertraue ich. Der hat so eine diese Stimme, Runde jetzt? Simon auch. Ja. Oh, ich war der Einzige, der Simon gewotet hat. Boah, ich weiß nur noch, dass ich Baum gemacht habe und dann Download. Aber der ersten Task erinnerst du dich nicht? Nee, doch. War es nicht direkt Flipkart umdrehen? Ja. Warum fragt er mich sowas? Warum fragt er mich sowas? Warum hätte ich einfach auf, diese Fragen zu stellen? Ich werde dich umbringen, Stegi. Ich werde dich umbringen. Ich werde dich umbringen. Ich werde dich umbringen, Stegi. Ich lache dich. Ach, das Gute ist, Stegi hat keinen Knopf mehr, den er drücken kann. Wer macht Kussgeräusche? Hört auf. Ich werde dich abschlachten, Stegi. Ich werde dich abschlachten. Wo? Wenn Stegi tot ist, ist es Simon oder andersrum. Nee, ich hab. Ja, wir sind ganz okay. Zusammen rumgelaufen, aber ich habe so das Gefühl gehabt. Wo war die Leiche? Simon hat mich sehen können, obwohl es Licht aus war, wo ich hingelaufen bin, Simon. Ich wollte Danny, die ganze abstechen. Danny. Aber ich hab's einfach nicht geschafft. Boah, wo bist du, Danny? Ich bin gerade. Lass mich nicht lügen, ich bin genau gerade. Unten bei Edmund, glaube ich. Okay, und davor? Was hast du gemacht? Davor du bist in Specimen reingelaufen. Ich bin Specimen rein, ja, ich bin Specimen rein. Bin hoch, bin dann Laboratory rausgelaufen und habe ich Lava gemacht. Gar keine Tasks gemacht da oben, oder was? Bro, ich hatte gar keine Tasks mehr oben. Ich war da oben schon. Okay, ja, also du bist einfach... Du bist, und du ich bist am Anfang der Runde? Ich hatte Specimen, hör mal zu. Ich bin anfangs Specimen, habe Simon Says gemacht und die Sachen in die Box gelegt. Diesen Kristall und alles. Dann bin ich Laboratory raus und dann bin ich Lava-Tasks machen. Jetzt bin ich back in Emmen. Ich glaube, Danny ist relativ safe. Hat dich irgendjemand im Lab gesehen oder hast du ihn gesehen? Nee. Wie kann Karl denn einfach Danny decken? Wo hast du ihn denn gesehen? Weil er mich am Anfang so beobachtet hat, wie ich da chill im Laboratory. Wo liegt die Leiche, wo liegt die Leiche, wo liegt die Leiche? Danny würde nicht Karl full clearen. Als Imposter clearst du doch kein Crew. Wo liegt die Leiche? Nein, actually, ich habe halt Karl scannen sehen, mehr kann ich halt nicht sagen, so im NFL Caruso, weißt du was ich meine? Also das Ding ist folgendes. Die Leiche liegt im Laboratory unter der Temperatureinstellung, also in dem Raum, wo auch die Node ist. Und die einzige Person, wo die ich ja liegen gelassen Specimen reingelaufen ist, ist Danny gewesen. Ja, ich bin hinter ihm her, komm oben raus und nachdem es Leiter angeht, sehe ich die Leiche dort. Ich würde sagen, Sass. Also, die lag da noch? Ich wollte die eigentlich wegräumen, sorry. Wer war der einzige, Veni? Wer war der einzige? Ich war der Einzige, der da. Ja, und Veni kann es ja auch genau gewesen sein, oder? Ey, Simon und Stegi waren auch auf dem Wind drauf. Ja, ich habe keine Ahnung. Stegi ist mein Posterkollege. Ich habe absolut keine Call. Also ich bin Heilig Sass, so könnt ihr im Auge behalten. Karl! Ha? Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Unge, Danny, Stegi Sass. Ich sag Stegi, es ist 100%, er hat mich die ganze Zeit nicht töten können. Alle Aufgaben machen.
da ist er ja. Da ist ja mein kleiner Steg. Wer macht diese Kussgeräusche? Moin! Wenn mein Download jetzt abgebrochen ist, ja, ist auch noch aus. Wir sind fast fertig mit Task, Download ist abgebrochen, Action, Best Imposter. Wenn mein Download abgebrochen ist in Specimen, dann wurde ich nächste Woche raus. Ich bin fertig mit dem Task. Ich bin auch fertig mit dem Task. Ein Download? Mach mal was. Ich habe in Communications nur noch diese eine Aufgabe, wo ich den Schalter wieder hochwählen muss. Der Button gedrückt? Ich bin mir gerade zu, ja, sagen wir mal 80% sicher, dass Caruso einen Admin gewettet hat. Caruso ist gerade bei der Rakete gewesen und ist in Ding rein, in Medbay. Also, es ist ein bisschen länger schon her, weil ich war bei den Cams oben und ich habe die Cams komplett schnell durchgeskippt und habe gesehen, wie jemand den Admin, dort wo die Wires sind, irgendwie gerannt oder gehüpft ist oder whatever. Ich habe es durchgeskippt, wie gesagt. Und das war halt Zyan, die Farbe. Nee, du bist ein PP-Ger. Ich war Lights fixen, Danny hat mich an Lights gesehen, danach bin ich in den Lab gelaufen, Fabo hat mich gesehen, danach bin ich mit Karl runter ins Specimen gelaufen. Du bist raus, Bro. Veni, du hast jetzt schon so auf alle geschossen. Veni und Zyan. Können wir nicht einfach skippen? Können wir einfach skippen und unsere Aufgaben fertig machen? Wir sind fast fertig. Schieß, was Felix von der Laden sagt. Auge vor Auge. Richtig. Dena ist der Beste. Stegi, du bist der Imposter, ich weiß es. Stegi, warum bist du so gefährlich? Ich werde dich abschlachten, Karl. Ich werde dich abschlachten, Karl. Orange ist gerade geschossen, 2 Sekunden her. Wo? Bei der Rakete. 2 Leute waren in Specimen. Wer war alles links beim Light? Lemmy. Stegi ist tot, nein! Vor 2 Sekunden gestorben. Okay, dann können es nicht sein, Karl und Dena, weil die waren in Lights. Ich habe Lights gefixt und die kamen mir dann dort entgegen. True. Ich war mit den Cams. Ich war mit Danny gerade atmen. Warte, die Leiche liegt bei Rakete und du hast die Lights gefixt und was? Ich habe Lights gefixt, bin dann direkt rübergelaufen in Richtung Lab. Und genau in dem Moment, wo ich reportet habe, gingen die Türen bei Lab zu. Danny, wo warst du? Mit Simon atmen, wie Simon schon sagte. Stimmt es? Jo, ich habe ihn gesehen. Ey, die Runde ist so los. Danny, aber lass skippen. Warte mal, den hast du wenig gesehen. Das Ding ist halt, wenn du keinen Scheiß laberst gerade und vor 2 Sekunden gestorben, ich war weites. Orange. Muss nicht Caruso sein, da war mir kaum nicht falsch. Ja, Junge! Warum sagst du Caruso? Nur wegen der Band? Dena, wo bist du? Ja, weil alle anderen ein Alibi haben. Jo, was los, Karl? Hey, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn bei Lights gesehen. Also, Veni war bei Lights, hat die Lights gefixt, ist dann rüber. Wen hat Fabo gesehen? Rakete, okay. Und ich hab ihn bei der Rakete durch Security gesehen. Fabo gesehen. Ich war ein Admin, dann waren 2 Leute. Fabo und haben keine Alibis. Aber immer noch, wir haben fast alle Aufgaben fertig. Dann bin ich zu Vitals gegangen, dann ist Orange gestorben, dann wollte ich gerade hochlaufen und ich bin losgelaufen, bin gerade die Tür raus und dann wurde reported. Oh, macht's Caruso wirklich das? Ich bin mir relativ sicher, dass es Veni nicht ist auf jeden Fall, weil ich ihn halt bei Lights gesehen habe und dass er danach rübergelaufen ist. Ich denke, wir sollten skippen, um einfach die Aufgaben fertig zu machen. Ja, mach die Aufgaben fertig. Aber wenn es Veni nicht ist, ist es Caruso zu 100%, wenn er den Wänden gesehen hat. Das, ne? Das Ding ist also jetzt, Unge und Danny decken sich, Karl und Dena können es nicht gewesen sein, Caruso und Fabo haben keine Alibis. Das ist der Standard Ding. Ach, Fabo hat keinen. Ich dachte, Fabo wurde von Karl gesehen. Ich muss jetzt wieder ins Specimen, um Simon Says zu machen. Ich bin innocent und habe schon seit 2 Runden meine Task fertig. Mach doch bitte die Aufgaben, danke. Karl, bitte komm mit ins Specimen. Juckt, Fabo, juckt.
hat mich wenden gesehen. Er hat mich wenden gesehen. Okay, wir müssen voten. Alright. Die Leiche ist schon ewig tot. Ich habe eine Leiche gesehen, hier, und habe reported, aber ich habe zuerst, in Security, habe ich Danny wenden sehen. 100%. Ich bin in Security reingelaufen am Anfang der Runde. Alright. Und dann habe ich, nein, nicht auf den Kameras, habe ich Danny wenden sehen. Es sind okay. Danny und Unge. Veni hat die Leiche gefunden im Laboratory und Unge und Danny waren beide im Laboratory und sind dann von da wahrscheinlich weggewendet. Ich sag Danny Caruso. Security. Und es ist noch... Schimmer. Wo ist Security überhaupt? Veni, Ich war nicht mal links. Ich hab dich in Security auf den Camps hab ich dich wenden sehen, nicht in Security in den Raum rein. Ich hab dich auf den Camps wenden sehen. Dann habe ich sofort die Camps ausgemacht und bin gelaufen zu den zum Office hier, um der Emergency Meeting zu machen. Und hier auf dem Weg zum Emergency Meeting lag noch Fabo tot. Wo lag der genau? Genau neben dem Raum, genau neben dem Tisch praktisch. Wo, Danny, wo warst du am Ende? Ich war am Ende, ich bin gerade. Specimen, weil ich bin rumgelaufen, ich bin fertig mit meinem Task. Bullshit. Ich war Specimen, du warst nicht Specimen. Ich bin nicht Specimen, ich bin oben bei Medbay, also oben bei Medbay. Ich sag euch 100%, ich kann nicht mal reden, Junge, ich kann nicht mal reden. Also, Veni war Specimen, Veni war Specimen. Ist ja nicht mal, dass ich okay? Ist ja nicht mal, dass man sich manchmal verspricht so. Aber ihr seid halt einfach alle dumm, legit, ich bin oben bei... Ja, nee, okay. Karl, ich muss nur noch uploaden. Pass auf, das Ding ist... Auf das Backboard, ich hab sogar selber gegen mich. Was musst du uploaden, wo? Ich muss in Communications uploaden, ich glaube, da haben wir auch Task Win. Communications. Ah ja, okay. Komme. Hui. Ja, das sind gleich fertig. Das ist das Problem, Leute. Das ist das Problem. Genau, die Shit. Simon ist vor mir gewendet, ich bin zum Button gespielt, bin an der Ecke hängen geblieben und Danny hat mir den Kopf. Das war Ung und Danny, ne? Wir waren zu langsam. Ich hätte auch schon vorher gesagt, dass es Danny und Unge sind, die beide rausgewendet sind, aber weißt du, ein Mann, ein Wort. Ich hab gesagt, ich mach noch eine Runde, ich will jetzt Imposter werden, Alter. Holy shit. Das ist meine letzte. Wer hat da gewendet? Ich bin so am Schlafen. Wen hab ich da gesehen? Unge und Danny sind beide gewendet. Ich bin nur ein einziges Mal gewendet. Ich bin im ganzen Spiel nur ein einziges Mal gewendet. Und zwar bin ich aus Versehen direkt vor Fabo gewendet, ohne Grund. Bin rein und wieder raus. Und dann war mein Killcooler noch nicht fertig. Bin ich Fabo hinterhergelaufen und hab ihn noch mit Danny zusammen erwischt. Das war so los. Ja, von Veni, ich hab Fine gekillt in Lab, aber bin da unten rausgewendet und bin hab dann. Ja. Für wen cool, ist es? Bist du in Office aus Versehen gewendet, Danny? Ich nee. Ich bin in Office. Ich schwör, ich hab doch den letzten Runde. Eine Frage: Für wen ist jetzt alles letzte Runde? Für Karl? Ja, für mich auch. Zwei Leute. Ja, auch. Zwei Leute, okay, dann Vase und... Okay, wir haben aber zwei Auffüller. Okay, alles. Ich mach Go und schreib die an. Coole Runde, Simon. Ja, ich war ein bisschen zu langsam. Aber Danny, du hast auch so wenig gekillt. Ich dachte, wenn ich... Ja, du auch. Ich habe gedacht, du killst mehr. Ja, ich dachte, du killst mehr. Oh, noch mal Imposter, nice. Direkt wieder killen. Und dann muss ich hier in meinen... Hallo. Bin ich gedingst? Du bist nicht gemutet. Nein, du bist nicht gemutet. PogChamp. Okay, ich hab eine Leiche alles gefunden. In Storage. Ich bin nicht Festblatt. Okay, es ist eigentlich zu 100% Caruso. Ich bin extra lange stehen geblieben. Ich hab gehofft, Danny bleibt mit mir stehen. Aber Danny ist gegangen. Caruso, du hast keinen Task oben gemacht. Richtig, ich hab gerade Rumatra angeschrieben und Vase. Ja, aber warum hast du keinen Task oben gemacht? Warum bist du runtergelaufen? Ich hab oben auch keine Task. Ach so. Selbst geblockt. Nee, ich hatte links die Task. Ich hatte links die Task mit dem Raumschiff. Die Schlüsseltask. Die Schlüssel falsch nicht. Ja, ich hätte gedacht, vielleicht hast du auch die Raumschiff-Taste. Ich wollte einfach nur fragen. Cringe, Simon. Ey, ich will's wirklich nicht. Ihr braucht jetzt nicht wohnen, ich will's wirklich nicht. Lass mich sterben, lass mich von irgendjemand abschlachten, damit ihr merkt, wie dumm das ist. Aber... Ich habe jetzt ungenau aus Toll gewählt. Hat irgendjemand gesehen, dass jemand in Storages reingegangen ist? Ja, verboten. Ich habe Karl reingesehen. Jungs, kann ich... Ich war oben links. Ja, Karl, du kannst lieben. Alright. Viel Spaß. Ja, Ciao. Reapso, warst du? Ich kann Dena zwar nicht ausschließen, aber Dena, kannst du mir bitte ein Alibi geben, weil ich voll hart Lights gecampt habe und instant Lights angemacht habe?
Also sofort. Wie lange habe ich schon nicht mehr Reapers gehört? Ja, was meinst du? Ja, ich bin mit jemandem, ich bin mit irgendjemandem zusammen, bin ich bei da reingegangen und habe auch die Tür aufgemacht, unten Richtung ja. O2. Ja, das war ich. Moin. Ich habe Lights auch angemacht. Sofort. Ich kann dir zwar kein Alibi geben, aber willst du freundlicherweise mir jetzt geben? Direkt an. Achso, okay. Ja, du hast Lights angemacht, ja? Sofort auch, sofort. Ich habe gecampt, ja. Lights gecampt und instant angemacht. Auch. Okay, noch eine kurze Sache. Caruso, Danny müsst mich eigentlich decken können, dass ich diesen Kill nicht gemacht haben kann. Ja, du kannst den Kill nicht gemacht haben. Ich habe dich jetzt trotzdem gebaut. Okay, also habt ihr gehört? Also den Kill kann ich gar nicht gemacht haben. Kann Danny den Kill gemacht haben? Simon und Danny. Nö, ich bin mit Fine rechts gewesen. Fine war in Lab und ich bin auch in Lab. Dann glaube ich dir. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu Bestman gewesen. Also schon im Gang. Was glaubt ihr? Yeah, it's for real, real shit. Oh, dude. Also wer ist jetzt Sass? Danny und Simon. Warum bin ich Sass? Ich bin null Sass. Null. Weil du gesagt hast, du hast die Task. Ich habe oben eine Task gehabt, die Raumschiff-Task. Links, hatte ich wirklich. Ich hatte die Task. Simon, du hast auch schon gesagt, du bist schon wieder. Das habe ich doch eben aus Spaß gesagt. Also. Wollt ihr ein bisschen verunsichern? Oh mein Gott. Ich hasse es, wenn das Licht ausgeht. Sollen wir die Kameras reingucken? Aha. Hä? Das sah aus, als stehe ich gewendet, aber da ist ja gar kein Vent, oder? Ich muss ja schon nachgucken, ob da ein Vent ist in Communications. Da ist ja kein Vent. Aber es sah so aus, war wahrscheinlich einfach nur ein. Dings, ein Bug. What is happening? Okay, Yo, ich stand fast die ganze Runde in Admin. Ich war nur am Anfang kurz draußen und hab das Wasserrad gemacht. Und als Lights ausgingen, bin ich dann zu Admin, um Vitals zu campen. Ich hab und auch was anderes gesehen. Ich hab auch gesehen, dass du in warte, Communications... Warte, lass doch mal Vini reden jetzt. Communications was? Lass Vini reden. Ja, ich bin nur kurz rumgelaufen und dann bin ich in Admin reingegangen. Und dann habe ich dort gecheckt, ob ich... auf Vitals was sehe, als das Licht aus war. Und kurz danach ist Fabo umgebracht worden. Und jetzt vor circa 10 Sekunden Caruso. Und ich habe dann den Button gedrückt, weil keine Leiche bisher gefunden wurde. Und ich keine Ahnung habe, also ich bin lieber auf Nummer sicher gegangen. Okay, da kann ich direkt was zu sagen. Caruso war ein Specimen mit Reapers und Stege ist auch gerade reingelaufen. Einer von den beiden hat Caruso gekillt. Nein, 100% nicht. Ich sage wenig was. Weißt du warum? Ich hatte richtig Nasenbluten und ich wollte auch, dass du dabei bist, Fina, dass ich da meinen Upload machen kann, weil ich mega Schiss hatte vor Caruso, weil er sass war. Caruso war gar nicht mehr ins Specimen. Caruso war nicht mehr sass. Er ist komplett nach links rausgegangen. Hä? Caruso war nicht sass. Hä, aber Reapers, du standst aber nicht am Download. Du standst an der 1, 2, 3, 4. Ich weiß. Da stand ich. Ich habe beide Aufgaben. Hör zu. Ich hatte auch Schiss. Ich wollte unbedingt, dass du da bleibst, aber du bist wieder nach oben durchgezogen. Dich will ich eigentlich gar nicht rausnehmen aus dem. Weil du von oben kommst und wieder nach oben gehst. Das auch nee, ich bin von unten gekommen. Das ist Bullshit. Sicher? Ja, ich bin ja, vielleicht habe ich da reingeschissen. Aber vertrau mir zu 110%, dass Caruso komplett den ganzen Weg Richtung Admins gemacht hat. Wie die behauptet, ja, er war Admins und bla bla bla, Lifeline und dann hat er den Button gedrückt. Caruso ist legit vor 10 Sekunden da rausgekommen aus Admins. Wen hat er auch nicht, wen hat auch nicht gesagt? Wen hat warte, auch nicht gesagt, dann will ich kurz von Stegi was hören. Dann will ich kurz von Stegi wissen. Stegi, war Caruso noch ein Specimen, als du da warst? Der Punkt ist, ich bin auch nie nach Specimen. Ich bin dort, wo die Toiletten sind, habe ich Kabel, glaube ich, gemacht. Guck mal, und es ist für mich wenig, weil, sorry, das nicht unterbrechen Stegi, muss, aber, das ist gelogen. Weil zwei Leichen, Stegi, du bist, Vini sieht du beides bist, und okay. Report sucht keine Leiche. Vini sucht keine Leiche. Lass doch mal einen Call machen, Stegi, drück den Knopf. Stegi, drück den Knopf. Ich kann drücken. Ich glaube, es ist wenig. Er hätte Leichen gesucht, Mann. Ich finde Vini auch sass ein bisschen. Ich bin auch suchen gegangen, aber es war eine Leiche. Ich finde Vini auch sass. Ich sag euch gleich warum, nächsten Call. Ich sag euch warum. Aber alle nacheinander. Regel Nummer 3.
sieht das aus? Komm, mach's Licht an, Jungs. Mach's Licht an. Sehr gut. Ist jemand gestorben in der Zeit? Nee, ne? Nee, zum Glück nicht. Okay, darf ich noch was sagen zur letzten Runde? Ja. Also, ich bin als Lights aus, war in der letzten Runde links gegangen und Dena hat die beiden Türen geöffnet, hat dann Lights mit mir zusammen gefixt. Dann habe ich dann über Lights den Download- oder Upload-Task gemacht, dann bin ich nach links gegangen, habe die Kabel gefixt, auch im gleichen Raum, sind beides diese Schalter an der Wand. Mhm, und dann bin ich kurz zu Kameras rein und habe in die bevor ich, als ich noch im Download stand, ist Veni an mir vorbeigelaufen, also Veni hat das auch gesehen. Richtig, Veni? Blau am Download? Ja, Download oder Upload in diesem Raum vor Electrical. Vor ja. Electrical. Da habe ich dich nämlich, also ich habe blau gesehen. Achso, ja, ich bin einmal durchgelaufen, ja. Ja, genau. So, also, Veni hat aber eben gesagt, er war fast nur in Admin, ist aber durch Electrical gelaufen, durch diesen Raum. Da habe ja, ich in die Camps Runde am Anfang gelaufen. Hm, okay, da habe ich in Camps geguckt und dann war bei mir so ein Bug. Und zwar habe ich die Cam gehabt auf den Communication-Raum. Und zwar war Stegi in der Ecke von dem Raum. Und plötzlich war er weg. Also es sah aus, als wäre der gewendet, aber da ist ja kein Vent in Communications. Das heißt, es war wahrscheinlich so ein Lag. Aber es sah aus, als wäre Stegi einfach verschwunden. Dann ist Veni dann aufgetaucht in dem Raum. Und Veni hat aber auch nicht gesagt, dass er in Communications war. Er hat gesagt, er war fast nur in Admin. Ich war nie in Communications. Ich war wirklich nie in Communications. Ich war in Laboratory die ganze Zeit. Warte, vielleicht war es auch eine andere Kamera. Lass mich kurz gucken. Das ist voll, irgendwie bringt das nicht. Welche Kamera guckt denn in diesen Raum rein, wo die Kamera so halb in den Raum guckt? Dabei vor dem Tisch Admin. Nein, nicht Admin, sondern... Ist das nicht die Kamera von Communications? Machst du auch noch einen Button? Nein, Office. Guckst du halb rein. Ah, okay, dann habe ich das einfach verwechselt. Ein den Tisch. Aber ist ein Office ein Vent? Da stand ich aber. Ah, okay. Nein, da stand ich ja dann vor Vitals. Da hast du mich vor Vitals gesehen. Ja, dann habe ich dich vor Vitals gesehen. Ein Vent, ja. Aber ist da ein Vent? Ja. Weil ja, ist nein, nein, nein. Oder? Ja, doch, der ist vor Office. Doch, klar ist da ein Vent. Nee, nee. Nein, der ist auf der linken Seite. Aber für mich sah es aus, wenn Stegi, okay. Dann habe ich einfach Communications Office verwechselt. Okay, dann. Dankeschön, Simon. Ja. Die verschwendet Zeit, aber wenig ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, ne? Denk mal, zwei Leichen sind verschwunden. Er checkt Vitals ab, sieht zwei Leichen. Ich bin noch suchen gegangen, ich bin die Runde gelaufen, dann bin ich zurück, bin auf Vitals, dann war der zweite Kill, dann habe ich den Button gedrückt. Wie oft denn noch? Wenn Reapers oder ich sterben, votet Veni. Wenn Reapers oder ich sterben, votet Veni. Ja, was ist das für ein Call? Nein, es ist Veni. Ich dachte, das wäre Dingens. Ich dachte, das wäre dieser Raum hier gewesen. Es war nicht dieser Raum. Ah, ich habe die Räume verwechselt. Ah, lol. Ich hab die. Was ist das? Wie geht das nochmal? Reboot to cut. Das ist ausschalten. Please return. Und das anschalten. Und dann warten. Hä? Ausschalten? Anschalten. Ich verstehe es nicht. Ich habe die gerade auf Cam gesehen, die Leiche. Okay. Warst du gerade in Cam? Ja. Ich war gerade noch eine Sekunde. Stopp. Ich war eine Sekunde noch gerade bei Vitals und da war der noch nicht tot. Er ist wirklich genau jetzt gerade gestorben. Ich war gerade. Reapers stand um die Ecke da. Reapers habe ich gesehen. Reapers stand bei Kabel. Ja? Lass mich doch reden, hallo. Ja, red, alles gut. Ich bin runtergelaufen in O2 nach Licht an Dings machen. Reapers stand an den Kabeln in der Ecke oben von O2 und genau zwischen dem Raum, wo man diese Wasser-Dings-Scheiße macht und dem Raum, wo man diese Sauerstoffkanister macht, da lag die Leiche. Also es kann Reapers gewesen sein. Veni war, glaube ich, schon zu lange oben. Aber Reapers... Das heißt, jetzt genau gestorben. Okay. Ja, ich habe auf Vitals geguckt und es waren nur drei Leute tot, weil ich wollte den Button drücken, weil ich habe nämlich ich habe diese Task die ganze Zeit in Communications versucht zu machen, wo man den Schalter runter und hoch drücken muss. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Da steht Please Reboot und ich weiß immer noch nicht, wie es geht. Oh, Simon. Nein, das for real. Nein, erklär's mir bitte einmal noch. Ich habe gedacht, man muss einfach nur den Schalter einmal runter. Ja, wir reden erstmal darüber. Okay. Ja, erklär's mir gleich, bitte. Also, kann ich ganz kurz sagen, was ich in Camps gesehen habe, nachdem ich hochgekommen bin. Ja. Also wir sind bei Lights gewesen, ich kam von rechts, hab die Tür aufgemacht, jetzt war zur Zeit drinnen, okay? Dann bin ich reingelaufen und in Camps gewesen und ich habe Danny in Laboratory reingehen sehen und sonst habe ich niemanden auf Camps gesehen, bis auf die Leiche, die unten lag, und bin dann losgelaufen. Eine Sache noch, ich bin in Communications kurz gewesen, als das Licht ausging in etwa, und da ist mir Stegi in der Tür entgegengekommen. Ja. Stegi war auch da, das stimmt. Hab ich gesehen. Oh, also weil Feni, du Simon gekillt hast, weil Simon stand oben immer.
bin ich rein. Das wusste ich nicht. Den habe ich nicht gesehen. Ich glaube, es ist Unge. Okay. Hör mal zu. Ich bin noch nach unten gelaufen. Ich glaube, es ist so weniger, dass wenig es ist. Also ich bin's wirklich nicht. Ich bin nach unten gelaufen. Unge kam aus dem Raum raus und ist dann wieder reingegangen. Fine kann mich ausschließen, sagt sie. Fine kann mich ausschließen. Also für mich ist Simon der Einzige, vor dem ich keine Angst habe. Dann ist Fine und Unge, glaube ich. Okay. Es bringt aber nichts, Repas. Ja, wen mühen wir? Ja, danke. Ich vote Unge. Wenn du es hundertprozentig nicht bist, Fine. Wenn du es hundertprozentig nicht bist, dann ist Repas. Okay, da habt ihr verloren. Ich bin's wirklich nicht. Ich weiß, halt kann mir jemand die Aufgabe jetzt erklären einmal? Kann mir jemand die Aufgabe erklären? Die beiden haben mich gewotet. Ich hoffe, wir haben richtig. Sie muss ihn gesehen haben. Sie muss ihn gesehen haben. Aber hat sie nicht. Erklär nach der Runde. Okay, Reapers lügt. Willst du es nicht jetzt wissen? Erklär nach der Runde. Ah ne, ich kann das Geist die Task nicht machen. Muten. Jetzt hat's geklappt. Hä? Ich verstehe nicht, was ich jetzt anders gemacht habe. Wieso hat's eben nicht geklappt? Es geht doch runter und hoch. GG. Ja, der Satz von Danny war einfach, ich vote und kill jetzt gerade eben. Das war der einzige Satz von Danny in der Runde. Ich hab alle Kills gemacht, aber du hast den wichtigsten gemacht, Danny. Hast du Unge oben rechts nicht gesehen, als er da reingekommen ist? Als er rein und wieder raus ist? Hä? Nein. Ich bin nicht mal oben rein und raus. Unten. Nein, hab ich auch nicht gesehen. Ich hab dich da gesehen und ich dachte, du bist rein und wieder rausgegangen, so, als du uns gesehen hast, oh fuck, und wolltest du reporten. Das so und dann war das mit der Download-Task leider, da hab ich dich so getroffen. Ja, aber ich wusste wirklich, wie das geht. Ich hab die ganze Zeit... Das hat dich für mich komplett aus dem Ding. Ich hab die ganze Zeit schon weg. Vase ist schon da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir brauchen noch einen. Romatra hat uns geditcht. Romatra spielt lieber mit neuen Mädchen. Okay. Also, als Geist habe ich die Aufgabe jetzt hinbekommen. Und zwar habe ich einfach den Schalter hochgedrückt. Aber es ging die ganze Zeit eben nicht. Warum? Du musst warten. Also du hast warten. Das ist so ein 60-Sekunden-Task. Also du ziehst den einmal runter. Dann musst du auf die nächste Runde warten oder 60 Sekunden. Und dann ziehst du ihn wieder hoch. Aber wenn du ihn hochziehst, bist du nicht gleich fertig, sondern du musst dann warten, bis alle Lichter einmal geleuchtet haben. Ach, deswegen musste ich als Geist, konnte ich das Geist dann direkt machen, weil es dann die nächste Runde war. Oh mein Gott. Simon, du musst als Crewmate wirklich, dass du mich direkt so super angegriffen hast und dann danach in der Runde hast du auch wieder den Falschen angegriffen mit Reaps. Reapers habe ich ja nur angegriffen, weil er gesagt hat, es ist 100% Unge, obwohl es gar keinen Sinn gab. Aber guck mal, dadurch, dass du so viele immer sagst, dass sie es 100% sind, die es dann aber gar nicht sind. Ich habe aber gar nicht gesagt, dass du es 100% bist, ich habe auch nicht gesagt, dass Reapers. Ich habe nur gesagt, du hast deine Task nicht gemacht. Und daraufhin hast du gesagt, oh, du hast dich verploppert. Ich habe nicht gesagt, dass du es 100% bist, ich habe nur gesagt, du hast deine Task nicht gemacht. Ich meinte mehr so, ich glaube, wenn du weniger sagst, wer es 100% ist, Ich hab dich jetzt auch nur getastet, weil du die Task so hart verkackt hast und danach habe ich dich, glaube ich, unten rechts gesehen in den Raum reinlaufen. Aber das muss ja nicht gewesen sein. Aber die Task hatte ich nur auf dich, weil du reingeschissen hast, die Aufgabe. Das war so. Ich hab dir voll vertraut und dann stehst du da eine Stunde bei dem WLAN-Schalter. Ja. Was macht der Lieb da? Ich hab's nicht geschafft. Ja, kein Problem. Aber du hast sogar gesehen, dass ich so lange da stand, hast trotzdem mich nämlich geglaubt. Es war voll spät, Bro. Es war wirklich voll spät. Also in der nächsten Runde der Kill dann. Aber, ja, keine Ahnung. Jetzt weißt du es ja für nächstes Mal. Ich hab dir auch hundertprozentig vertraut, eigentlich. Brandon ist am Start. Moin. Hallo. Egal, GG's. Nächste Runde. Ja, war gut gespielt, die Runde. Ja, tschüss. Ich geh noch kurz Scheiße. Viel Spaß. Oh, zwei sind schon tot. Yikes. Ich habe gerade in Vitals gesehen, dass zwei tot waren. Dena und Veni sind beide nach unten links gelaufen. Darf ich bitte reden? Fine? Ja. Seit wann bist du im Lab? Ich bin gerade reingelaufen. Ich war vielleicht eine 10 Sekunden noch schon in Lab. Ist Fine an dir vorbeigelaufen? Von oben oder unten? Das kann ich nicht sagen. Ich bin ganz normal rechts rein. Ich bin gerade Specimen den Gang runter, also quasi genau in Specimen
quasi, wo ich in den Raum reingehe. Da. Es liegt ein toter Reapers auf dem Scanner. Es müssen entweder Fiene oder Vase sein. Das Ding ist, Caruso, wir sind zusammen dahin gelaufen. Ich kann dir genau sagen, ich bin reingelaufen, dann habe ich diese Temperatur runterstand-Task gemacht, minus 31 Grad oder so, minus 34 waren es, glaube ich. Irgendwie so. Und dann sind wir irgendwie zusammen da dann hin. Aber wir sind gleichzeitig da angekommen und die Leiche lag schon da. Wie soll ich das gemacht haben? Ich bin sowas von instant runtergelaufen. Irgendwer hat mich sogar gesehen. Ich weiß, wo Dena ungefähr gestorben ist. Der müsste O2 ungefähr gestorben sein. So in den Dreh, unten links, Southwest. Okay, der linke Kill können ja dann schon mal nicht gewesen sein. Vase, Fiene, Stegi und ich. Das müssen ja dann, wenn Unge das auf beides gesehen haben, entweder Veni oder Fabo gewesen sein. Veni ist mit Dena in die gleiche Richtung gelaufen. Fabo ist auch rechts gelaufen. Ich bin auch rechts gelaufen, ja, und bin dann aber unten in Specimen rein. Ich bin gerade in dieser Contamination. Fabo, hast du Vase gesehen? Hast du mich gesehen? Ich habe am Anfang Vase und Stegi gesehen, ja. Stegi, hast du Dena gesehen? Dena habe ich nicht gesehen. Aber Stegi war in Lab. Simon. Ja. Ich hab den Router-Task in Communications gemacht und danach bin ich im Weapons rein, weil da die Tür offen war und ich wollte schauen, ob da jemand drin steht. Da war aber niemand und dann wird schon reportet. Ja, so von meiner Sicht sah es so aus, als wärst du und Dena beide nach links, so links unten gelaufen. Ja, war Dena vor mir da? Weil ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Kein einziger. Nochmal, für den oberen Kill auf dem Scanner sind nur Vase und Fiennes Task, für den linken Kill sind Faro, Brand, Ich bin genauso wenig Task wie du, Caruso. Wenn ich Task bin, bist du es auch, Caruso. Sorry. Ich war die ganze Zeit im Spawn, ich war noch auf dem Klo. Es ist Dena zu 100%. Nein, Reapers, 100% Reapers, 100. Ich bin gar nicht links. 100% Reapers, 100. Wenn ich sterbe, ist Reapers. Aha. Veni. Also stand gerade Stegi und Veni. Oh, es ist Fabo und er ist direkt gewendet, okay. Farbe und Vase, also, okay. Ja, Veni, find meine Leiche. Sie haben Ugi getötet, die Schweine. Oh, Cruz ist auch dead. Ist schon wieder ein Double Kill, oder? Monka ist. Ja, aber kein Double im selben Raum auf jeden Fall, aber es kann in der Nähe sein. War irgendjemand von euch bei Electric zufällig? Nein. Ich hab gerade jemanden in den Office runterlaufen sehen. Stelle Runde. Richtung Specimen-Türen, wer war das? Ich? Was? Ich war gerade in Office und bin da reingelaufen und irgendjemand ist in Admin und da so runter. Ja, ich. Warte mal, wen hast du gefunden, Veni? Simon. Also ich bin gerade in dieser, Können wir sonst einfach erstmal hören, wo die Leiche war? Was hast du für einen Task gemacht, bevor du in Communication warst? Ich hab einmal dieses, vor Communication habe ich Download und Dings in Weapons gemacht, beides. Download und Schießen. Also ich war gerade an Camps, das müsst ihr gesehen haben, I guess. Du warst gerade an Camps? Ja. Wo warst du, Fabo? Ich bin in Admin. Also in Office. Hast du Vitals gecheckt? Ich bin gerade auf dem Weg dahin, ja. Von wo? Von links. Ich bin links rein. Also in diesen linken Eingang halt. Eben Weapons. Fina, hast du ihn gesehen? Ich hab Fabo? Brandon gesehen. Ja, Fabo war nicht. Ich hab Fabo nicht gesehen. Wo ist denn Fine? Ich war ja in Koms. Also ich hab Fabo in... Ja, in Koms. Also Leiche, da bin ich ja nicht. Ich war auch in Weapons, aber Leiche da warst du nicht. Leiche liegt in O2 beim Download auf dem Vent. Und ich hab Fabo in Camps gesehen. Also, aber ich... Weiß Brandon, genau. Ich hab doch auch... Du hast gerade selbst gesagt, dass du in Camps bist, Wes. Naja, ja, dann kannst du gesehen. Wo bist du überhaupt? Also ich hab gar nichts. Ich bin einfach in der Laboratory die ganze Zeit gewesen. Aber dann muss auf jeden Fall Wes einer sein. Weil Caruso ist tot und ich war die ganze Zeit woanders. Ja, weißt du, da ist ein Vent da, genau dahin ist ein Vent. Hä, weißt du, genau dahin ist ein Vent. Ja, es waren noch viele mehr in Laboratory. Vote Vase! Ja! Das ist keine Entschuldigung. Ich hab Vase gewotet. Ich hab niemand gewotet. Jetzt hab ich Vase einfach, keine Ahnung. Hä, wir sind sechs, wir müssen doch. Farbe votet Friend. Es gibt auch, das ist noch ein bisschen sus. Fabo hat viele gewotet, hast du keiner gesehen? Leute.
Macht das, macht schnell jetzt hier, macht schnell eure. Lukas, Kuss. Fabo hat sich gerade verraten. Fabo hat Fiene gewotet. Auch obvious. War das nicht gerade obvious, Leute, dass Fabo Fiene gefordert hat? Hoffentlich hat es jemand bemerkt. Oh nein, Veni ist tot. Jo. Okay, ich bin nicht im Stack gewesen. Ich und... Was? Ich war nicht im Stack. Ich bin stehen geblieben. Mit Stegi, Fabo und Veni waren... Hä, du standst doch auch drin. Nein, ich stand nicht drin. Ich bin extra stehen geblieben. Ich hab's mir schon gedacht. Mit vier Leuten da. Ich habe nur Füße durch mich durchlaufen sehen. Der letzte, der gekommen ist, war Fabo. Davor kam Stegi, ich und... Veni sind zusammen dahin. Ich stand auf Stegi, aber da war kein Veni. Ich habe einfach nur Report gedrückt, ich habe nichts gesehen. Ja, Veni ist mit mir da zusammen hin, deswegen weiß ich, dass Veni auch da war. Ja, deswegen. Einer von euch beiden ist. Und wenn du nicht im Stack stehst und nur ich Stegi aufeinander stand, dann musst es doch du sein, hä? Nein, weil ich doch die Killranks. Ich hätte die nicht kennen können, ich bin fast am Anfang des Raums stehen geblieben. Veni stand doch nicht auf dem Stack. Veni stand irgendwo in diesem Zaun. Veni stand komplett im Stack. Ich finde es ganz blöd, dass Fabo weiß, wo Veni steht, wenn Licht aus war. Nein, oder? Ja, stimmt. Fabo. Ja, doch, eigentlich schon. Doch. Fabo. Der hat sich leider echt einen guten Punkt getroffen. Sehr gut! Wait, aber sehr er wartet sehr gut. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Das macht doch gar keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber ich habe schon das Gefühl, ach, Bro, ich hasse das jetzt schon wieder. Ich hasse auch, ich weiß auch nicht, wer es ist, aber Fabo ist halt gerade so. Die Fina hat gesagt, sie ist extra außerhalb vom Set gewesen. Also ja. War sie nicht auf uns drauf und hat uns aber trotzdem zu dritt dann da gesehen. Angeblich? Nein, ihr seid alle durch mich zu. Ich bin mit Veni hin, deswegen wusste ich, dass Veni das. Und aber woher weißt du denn dann, dass das ein Stack war? Verplappert. So. Hä? Was für verplappert? Das ist doch obvious, dass es ein Stack war. Und mit Licht aus am Licht. Hä? Ich bin stehen geblieben, ihr seid alle an mir vorbei, durch mich durch. Okay, Fabo, das ist so dumm. Waren wir nicht vorhin eine ganze Runde bei Communications? Es muss Fabo sein. Was ist Stegi? Haben wir uns nicht die ganze Zeit Communications gesehen? Das ist vorhin zum Beispiel. Du hättest vorhin niemand killen können, oder? Haben wir. Wir haben uns. Nein, oder? Wir haben uns nicht kommuniziert. Also. Ich war vorhin einmal kurz in Communications. Oder? Votet Fabo. Votet Fabo. Nicht, ihr müsst voten, voten. Also, ihr müsst voten. Ich vote Fabo. Nein. Digga, Stegi ist Fabo. Ich weiß es nicht. Ja. Es kann sein, dass Stegi ist, aber ich bin's nicht. Ja, Fabo. Bro, ihr hättet mir gerade alles erzählen können. Brandon richtig lost. Wir haben dir alles erzählt. Brandon richtig lost. Fabo, du bist so schlecht. Good job, Fine. Gott sei Dank, ey. Ich wirklich. Es hätte auch so falsch sein können, Retalk. Lass uns Map Change machen. Lass uns Geld. Ja. Okay, let's go. Ist es die normale Map? Ja, die normale. Oh ja. Ey, das war grad so. Boah, ich kenne mir immerhin jetzt langsam mal den Namen von der Map hier von den Räumen. Ich hab aufs Geld immer eine Map. Die Hoffnung, dass ich länger lebe. Ey, Caruso, es ist so traurig, dass du immer direkt stirbst. Du hast einfach gar nichts von den Runden. Ja, außer Spaß. Ja, meine Ohren sind voll geplatzt. Ja, aber du bist ja mal tot. Ja, ich mache meinen Task und dann rede ich am Ende noch 10 Minuten mit meinem Chat. Die Sache ist, ich finde, in Skate habe ich immer Angst, Electrical reinzugehen, weil es eine Sackgasse ist. Ich habe immer Angst, Electrical reinzugehen. Ich hasse den Raum. Ja, Electrical ist echt ein Mörderraum. Ja. Weil ich dachte mit Veni dahin easy. Ich glaube, Veni ist es nicht. Und dann auf einmal kam da Fabo und Stege durch mich durch. Oh. Es ist 100% Reapers. Ja. 100%. Reapers, du warst es so doll. Jetzt habe ich ja erst gesagt, dass sie tot waren. Ja, ja. Ja, ja, ich weiß. Hello, darkness, my friend. Who is missing? Aber jetzt 100% Fine. Glaub mir. Ich habe keinen Code. Ja, oder hast du bearbeitet? Ja, der ist bearbeitet. Bearbeitet. Ist irgendjemand von euch auch noch nicht einmal Imposter gewesen heute? Ja, ich. Ich. Ich spiele gerade auch komplett Felix Crewmate nächste Simulator. Runde, okay? Sehr gut. Also Felix und, Fine, Felix und Fine werden Imposter sein. Ja, Gabe fehlt. Fabo. Wer ist es? Ach, Fabo, du bist weiß. Ich bin schon wieder weiß. Danny. Die neue Lobby? Nein, Danny ist... Nein, 1, 2, 3, 4, 5. Danny ist schon lang weg. Danny ist gone. Stegi fehlt. Wo ist der neue Code bei Among Us 2? Der ist nur bearbeitet, das ist der gleiche Code. Was halt ihr für Tryhards? Ja, damit ist diese Folge Müll. What the fuck? Was mach ich falsch? Ich kann auch mir Mühe zu geben. Du machst es viel zu gut, Mann.
Psst. Okay, let's go, Leute. Licht geht aus, ich kotze. Ich muss jetzt das Licht reparieren. Dann werde ich sterben, oder? Werde ich sterben? Werde ich sterben, Leute? Ja, wir sterben, aber sie haben mich gefunden. Hä? Ich habe keine Ahnung, wo die Leiche lag. Aber, wo, Stegi, hast du gerade die Leiche irgendwo gesehen? Ja, ich hab versucht zu spammen. Wo wart ihr? Ja, so okay, klar. Alright. Aber du warst auch der Einzige, den ich jetzt gerade gesehen habe da. Und irgendwo da war die Leiche. In Storage. Okay. Ich bin von Admin runtergekommen und hab grad Karte geswiped. Bro, du bist mir entgegengekommen. So. Du bist mir entgegengekommen. Ja, weil ich die ganze Zeit die Leiche gesucht hab dort. Ich hab einen Report-Button. Aber wo in Storage, Brandon? Weil ich bin gerade von Coms. Oben links. Ah, okay. Oben links kam der Button zumindest. Aber ich hab, weil Lights Out war, es nicht gesehen. Und ich hab mich, weil Stegi da war, nicht getraut, noch länger zu warten, bis das Licht angeht. Der Kill könnte nicht gewesen sein, Veni und Fine. Ich kann es auch nicht gewesen sein, ich war die ganze Zeit links, habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 und dann war ich in Kamera und habe auf Events geguckt. Ich war gerade. Oh, Fabo Double Time. Also warum kann ich nicht sein, Caruso? Ich bin immer erste Runde tot, Leute, weil Veni und Fine wissen, der gefährlichste muss aber gehen. Aber warum ich nicht auch? Ich will auch nur Anni. Okay, wie jetzt? Wie jetzt? Wie, warum wie jetzt? Fine, du hast dich den Anwalt einfach geholt. Ja, Fine, du hast dich, ich hab doch mit dir geballert. Woher soll ich das denn wissen? Ich hab doch keine Ahnung. Ich sag, Fine, du hast dich geballert als Hass. Wahrscheinlich sehe ich Brandon, schieß aber nicht dich als Anwalt an. Fine ist auch an uns vorbeigelaufen. Warte. Weapons ist ein transparenter Task, Fine. Was heißt, du siehst ihn nicht? Ja. Ah. Ja, dann hab ich nicht drauf geachtet. Was? Ach, Scheiße. Ich hab nicht gesehen. Nee, ich hab nur dich gesehen. Ganz kurz. Kann ich kurz das einwerfen? Es kann sein, dass es jetzt hyper Third Imposter gerade ist. Aber ich hab Caruso gesehen und ich hab vorher extra keinen einzigen Task gemacht. Bin komplett die Runde über Cafeteria und rechts Navigation O2 gelaufen, um alle Leute zu sehen, die dort sind, damit ich dann ausschließen kann. Und Caruso ist mir entgegengekommen und ich weiß, dass er Reaps nicht gesehen haben kann, aber Fine muss Reaps gesehen haben. Ja, das und dass sie ihm jetzt gerade kein Alibi gibt, könnte ein Hinweis auf den Imposter sein. Das Ding ist, ich habe halt nicht darauf geachtet, wenn ich die Schießtask mache, dann sage ich die ganze Zeit Warzone 4 war Kadeo. Ich stand Ewigkeiten nebeneinander. Ja, das kann gut sein. Ich sage ja auch nicht, dass nicht so war. Ich sag nur, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich auch nicht darauf geachtet habe. Und by the way, mit Unge waren Brandon und Stegi. Ich glaube, Unge war Unge, Alter. Das war 100% Unge. Ja, 100% Unge. Das nächste Runde voten. Wer macht Button? Sorry. Vito, küsse. Kurze Frage? Einfach so, weil ich hab dich da nicht gesehen. Ich hab dich auch nicht gesehen. Ich denke, Reis. Mein Gott, was ist das? Als ob Stegi nicht... Der wurde erwischt von Brandon. Wie kann Brandon so lost sein? Wie kann Brandon so lost sein? Ich bin immer gemutet, Leute. Ich hab immer Push-Talk an, deswegen bin ich nicht hier als gemutet angezeigt. Ich bin immer Push-Talk, Mann. Mich kann niemand hören, außer wenn ich so mache. Miau. Dann hat man, siehst du, habt ihr gehört? Das habt ihr gesehen, da war jetzt so ein Licht am Blinken. Und ansonsten bin ich immer gemutet, weil ich immer Push-Talken hab. Legoshi, Küsse. Ja, natürlich. Natürlich, Legoshi. Das ist Stegi, 20 Euro. Danke. Okay, das macht auch Sinn, weil wie gesagt, ich hab Stegi direkt da gesehen, ja, als ich die Leiche reportet. Und Veni ist gerade noch aus Admin runtergelaufen. Caruso für mich aber auch ein bisschen sass, aber... Warum nicht? Ich geh da in Camps rein und du chillst da unten nach rechts, machst einen Stepper zurück, guckst mich komisch. Ich hab mich auf den Welt gestellt, weil ich hab gesehen, wie Vase in Medbay reingelaufen ist. Und ich dachte, dann sag ich ihm kurz Hallo. Aber er ist Caruso hätte mich auf Storage können. Er konnte nicht ein Wort sagen, er wurde direkt... Ja, aber ich hätte auch nicht sagen müssen, das war leider sehr... Ja, er braucht doch nichts sagen. Also, Reeves, ey, ganz im Ernst, dass du mein Herz gebrochen hast. Ich erwarte von dir Blumen. Warum? Du hast dich komisch bewegt, stimmt's nicht?
Nee, hab ich nicht. Ich war in Camps. Dann hab ich gesehen, ja, die Welt in Bad Bayern unten rechts bewegt, Digga. Und dann chillst du da eine Stunde in Camps durch. Stegi, wer ist dein Mate? Wer ist dein Teammate? Wer ist es? Sag mal kurz. Sag mal. Sag mal kurz. Stegi, gerne. Zufällig Dena. Ja, safe. Ich glaube, es ist Dena. Dena war es jetzt mit Stegi. Warum denn ich? Mit Veni. 100% Unge. Oder vielleicht auch Veni oder Reaper. Mit Veni noch? Nein, oder? Nein, eben. Willst du noch alle anderen aufzählen? Boah, drei Aufgaben direkt hier. Geil. Geil, da bin ich ja fast fertig. Zack. Und zack. Fertig? Fertig. Perfekt. Eine Electrical. Okay, den da ist aber nicht. Reapers war rechts bei mir, kann es nicht gewesen sein. Reapers hat mich gesehen. Ja, interessant, dass du das sagst, Fabo, weil vielleicht ist dein Kegel auch einfach weiter. Ich habe zwar irgendwas gesehen, aber dich habe ich nicht erkannt. Digga, du kamst aus Communications raus. Aus Navigation. Ja, ich habe dich nicht erkannt. Ich habe kurz was gesehen, aber vielleicht ist auch von oben, unten kurz. Ja, vielleicht ist das für Fabo einfacher, dich zu erkennen, ja, wenn du oben bist. Das kann eventuell sein, aber ich habe Fabo nicht erkannt. Ich habe Füße erkannt mäßig, aber ich habe keinen Namen. Also ich habe mich auf jeden Fall gesehen. Ich glaube nicht, dass Fabo ist, weil Fabo vorhin auch instant Dings. Ja, und der ist weit weg. Ich erklären können, dass ich den Kill nicht gemacht habe. Und der ist weit weg von Electric. Caruso, was hast du jetzt geworden? Reapers. Ich habe geskippt, wir haben Stegi schon rausgeworfen. Ich brauche jetzt hier nicht zwischen Fabo und Reapers mich entscheiden. Ja, true. Hä, warum? Hä? Wir sind beide rechts. Ja, wir sind ultra weit weg. Ja, ich dachte, das war jetzt nur, ja, das war Fabo, ich hab ihn nicht gesehen. Das Ding ist, Brandon hat halt, erste Runde hat halt auch Stegi gesusst und Stegi war safe und gerade ist der Einzige, der kein Alibi hat, Caruso, oder? Warum war Stegi safe? Ja, true. Caruso kein Alibi? Was Nein, sagst du noch? Stegi war safe. Warum hab ich kein Alibi? Ich war tanken. Ja, mit wem warst du tanken? Das war ich hab mich voll komisch Ilero? Bewegt und bin vom ich schließe die Donations nicht, wenn ich in der Runde Ilero, ich schließe die Donations nicht, wenn die Runde läuft, dann habe ich den Chat zu. Wenn ich tot bin, lese ich den Chat. Ja, dann muss ich doch. Ihr dürft halt einfach nicht donaten, wenn ich gerade in der Runde bin, dann lese ich den Chat nicht. Ich hab den Chat dazu. Wir haben doch jetzt schon alle geskippt, jetzt komm. Stegi ist hundertprozentig weg vom Fenster. Hallo? Fabo hat Bock heute. Lasst ihn alle mal nächste Runde aus Spaß voten. Ja, bitte votet mich. Ja, Mann. Ich meine Fabo. Ah. Okay. Hat er gut gemacht. Bisher hatte viele verdächtigt. Caruso hat das bis jetzt sehr unauffällig gemacht. Auf jeden Fall. Dann verfolgen wir jetzt Caruso. Ist er in Camps? Ne, nicht mehr. Fine Vase. Wo ist der Caruso? Da ist Caruso. Wird er Fabo abstechen? Wird er ihn abstechen wie ein Schwein? Nein, wird er nicht. Oh! Reapers, geh runter, dann siehst du die Leiche. Geh runter. Nein, geh runter. Ja, ja. Sehr gut. Digga. Guck mal, Caruso, was wurdest du? Reapers. Ja, gar kein Problem, hör zu. Ich weiß, das ist komisch. Ich bin raus aus diesem Raum. Aha. Ich hab den Report-Button gesehen. Ich hab auch das Blut spritzen sehen und hab deswegen meine Task sogar abgebrochen. Caruso ist nach unten gegangen, ihr Idioten. Ja, es ist Caruso. Oh mein Gott. Weißt du, ich hab die Leiche gesucht, Digga. Ich geh rechts rum, keine Leiche. Ich geh hoch, ich zieh Report-Button, keine Leiche. Ich dachte grad, du fängst an, mich zu framen, ey. Nee, du warst es nicht, Ich war's auch nicht. Das ist jemand. Caruso oder kein Imposter. Wenn Caruso es nicht ist, dann Vase. Reapers war ein Camp. Nee, Fabo. Ja, gut. Es ist Caruso. Wenn nicht, dann Vase. Dann hauen wir den auch sofort raus. Ey, ich finde es nicht okay, dass hier einfach so ein Random Vote gemacht wird. Ganz im Ernst. Ihr hättet mich schon mal erstmal antworten lassen dürfen, oder? Ganz im Ernst. Ich glaube, es ist Reapers so 100%. Weil. Ja, nee, es geht auch wirklich Schade. So nicht. Schade. Also ich würde doch nicht einfach irgendwie irgendjemanden random töten. Unge, sag doch mal bitte, dass ich jetzt 100% Du kannst nach Hause gehen. Unge, sag, es ist Reapers. Nee, 100% Reapers. Es ist 100% Reapers. Simon ist richtig sass, diese Runde. Von den Toten auferstanden einfach.
kurz mal aus dem Grab raus, nur um zu sagen. Die Sache ist. Ah, scheiß drauf, komm. Die Sache ist, hätte man einen niedrigen Lichtkegel für. Hey, wuhu! GG. Man könnte vielleicht den Lichtkegel niedriger stellen. Nee, ich finde das passt. Oder findest du ja gut so. 0,5. 0,5 ist halt schade. Nee, 0,5 ist halt direkt Licht aus. Nee, ja, ey, weißt du, was lustig ist? Ich habe Simon Says gemacht und da, wo du die Leiche umgebracht hast, across the map habe ich das Blutspritzen sehen. Ja, das finde ich aber komisch, weil weißt du, ja, was voll hier, Digga. Ja, voll weit ich unten. Ganz unten rechts das Blutspritzen sehen, habe instant aufgehört, bin hingelangt. Okay, das muss irgendwie Beta-Bug sein, weil ich habe die übel weit weggetötet. Ja, ja, durch die Wand habe ich es gesehen. Das schon so den halben Weg Richtung Lower Engine runter auf der Hälfte ungefähr. Ja, ja, ist schon locker, zwar den ganzen Bildschirm weg von mir. Den ganzen Bildschirm. Unlucky. Wie groß ist dein Bildschirm? Also der ist gigagroß. Ja. Einfach so. Ganz so Schreibtisch ist ein Bildschirm. Schau nochmal an, mein Lieber. Oh. Chat, war eine coole Runde, als bin ich gemutet? Nee. Nö. War eine coole Runde. Fuck, Chat, ich bin im Post. Yo. Also als allererstes, wer hat mir die grüne Farbe geklaut? Oh ja, ich seh's auch keiner. Hä? Keiner, warum nicht? Naja, Caruso, du warst leider nicht gemutet, deswegen haben wir gehört, dass du gesagt hast, du bist Imposter. Das war doch Absicht, oder nicht? Nein, es war nicht Absicht. Ich hab mit seinem Chat geredet, hat gesagt, war doch trotzdem eine nice Runde, Chat, PogChamp und ach, wir sind Imposter. Ja. Hat er sich nicht nochmal entmutet, um zu sagen, er ist Imposter? Nein, ja. Caruso. Doch, hat er. Ja? Also, ich hab geschaut, war nicht so. Okay. Ey, ich hab auf meinem 14. Monitor den Stream offen und er ist es nicht. Okay. Nee, er hat sogar... Auf welchem Monitor ist Blut gespritzt? 100% Caruso, 100%! 100%! Ja, ich muss sagen, ich muss sagen. Das Lustige ist, Stehe wenn ich mich jetzt rauslege, schuldest du mir 100 Sub. Das Lustige daran ist, wir haben halt wirklich alle Caruso jetzt gewotet, ne? Nein! Hab ich nicht? Ich nicht! Oh, aber die Imposter haben gewotet! Aber die Imposter haben gewotet! Merkt euch, ich hab gewotet, ich bin Imposter! Vini Waze Fabo. Ich vote immer, wenn jemand trollt. Mhm. Klar. Immer! Immer! Kann mich bitte einer umbringen, ich muss pinkeln. Halt die Fresse. Ruhe. Oh. Aha. Ey, ich hab's übel lange nicht gesehen. Fuck. Ey, der liegt schon ewig da. Ja, erwischt Caruso! Erwischt! Du warst der Einzige, der drin war und wir haben dich gerade noch gesehen. Fab und ich haben dich gerade noch gesehen. Ich hab, pass auf, Lights sind aus, ich bin an Admin-Table gegangen, da waren drei in Admin. Bedeutet, derjenige muss gerade weggewendet sein. Hä, kann man aus Admin rauswenden? Kann man aus Admin rauswenden? Ja, klar kann man aus Admin. Aber wusste ich auch noch nicht. Da war doch Brandon gerade vor uns, oder nicht, Simon? Nee, Caruso war da, Caruso war da. Verblödet. Ey, aber warte mal, Fabo war auch so auffällig, ich weiß warum. Ey, Brandon steht auf dem Scanner, ich warte für Brandon, und Fabo geht rein zu Medbay, guckt uns nur an, geht wieder raus, ihr habt nichts gemacht. Du hast nichts gemacht in Medbay, nichts. Warum bist du reingegangen? Ja, aber er ist nicht unbedingt. Ich habe in der ersten Runde schon die Gläser da gedrückt und dann in der zweiten Runde abgeholt und dann waren die Türen zu und dann stand Brandon davor, da bin ich raus und dann kamst du rein und dann bin ich euch nochmal nach. Okay, okay. Aber Caruso, das war echt also sehr sass, aber ich würde dich trotzdem nicht voten, weil ich denke, es ist 100% Fehler. Auf der rechten Seite war jemand in Weapons. Und ich habe jetzt Caruso gewotet. Lass mich jetzt bitte nochmal kurz erkundigen. Wer war in Weapons? Das sagt jetzt keiner. Wer war in Navigation? Ich war in Navigation, warte, wenn... Wer war in Communication? Nee, wer war in Communication? Wer war Communication? Jetzt ganz am Ende oder wann? Jetzt kurz vorm Ende, ja. Da war ich eher O2, glaube ich. Wer war am Ende in Communications, wer war in Weapons? Weapons müsste... Also am Anfang war wenig in Weapons, glaube ich. Am Anfang gerade, ja. Am Ende, wer war am Ende in Weapons? Da weiß ich gar nichts. Okay, also, und wer war in Navigation? Fine, oder was? Ich war aber auch am Anfang. Am Ende jetzt war ich in Storage. Ja, Fine war wirklich dort am Anfang. Also, ich war zum Schluss Upper Engine und bin an Reapers vorbeigelaufen. Okay, also die Leute auf der linken Seite sind wer und wer kann sich links decken? Also, ich habe Reapers gesehen. Okay, Reaps und Base können den Kill ja dann wahrscheinlich gemacht haben. Ich glaube, der Killer ist in Base rausgewendet.
Und wenn Veni sagt, er kann Fiene decken. Ich war wir waren halt am Anfang beide auf der Seite. Wir waren am Anfang dort. Ach, kann irgendwie du hast, den Lower Engine, hast du dann einen Task gemacht. Krause, wenn du es nicht bist. 100% Fabo, es ist 100% Fabo. 100% Dena. 100% Dena. Wenn du es nicht bist, ist es Veni. Hallo, ich hab halt nur vorne noch Veni, sehen. Also, oh, scheiße, Fabo! Ich hab's vergessen zu sagen, aber Veni ist actually fähig gewinnt. Actually, I guess. 100% Base. Reapers hat Lights angemacht, allein. Oh Mann. Dena ist es. Reapers, du bist der Geilste! Ich lebe. Yikes. Okay. Ey. Okay, wenn es grausig ist, sage ich euch Folgendes. Veni, warum hast du eben gewotet? Kann was? Ich Kons erst sonst... Ja, ist ja erst Fiene, Wo hast du gefunden? Caruso liegt direkt vor den Camps. Mir ist niemand entgegengekommen auf dem Weg von Electrical dahin. Ich weiß nicht, woher Simon in Electrical kam. Simon könnte es gewesen sein. Ich kam aus dem Vent. Ja, das ist unmöglich. Ja. Also ich habe Simon rein und raus. Wenn Simon was sagt, dann muss Simon voten, sorry. Ich hab Ren hat mich rein und raus gesehen. Ich hab Simon rein und raus leben. So ein Bullshit, dass Fiene votet. Ja, warte mal ganz kurz. Ich sag euch auch, warum Fiene es ist. Hey, Fiene? Fiene, hast du jetzt Simon gewotet? Ja, sie hat mich gewotet. Ja, einfach aus Prinzip, weil er letztes Mal auch schon mal sowas gesagt hat, war es wirklich. Ja, aber also, ich hab's ja gesehen. Brandon, du weißt doch, wir waren Electrical, ne? Pass auf, Ja. Fiene war ja erst auf dem linken Task und dann ist sie nochmal zum rechten Task, hast du gesehen? Mhm. Warum sollte ich das so machen in der Reihenfolge? Ich mach's immer so. Mhm. Ich habe eine andere Frage. Brandon, wo bist du letzte Runde nach Medbay hingerannt? Electrical runter. Sicher, dass du nicht Appen rein bist und da gekillt hast und weggemeldet bist? Ja. Nein, Brandon ist nicht. Ich habe ihn beim Scanner gesehen. Brandon habe ich beim Scanner, also ich habe ihn, der konnte nicht scannen. Brandon hat den Scanner gemacht. Aber warum hast du danach nicht gescannt? Weil ich keine Scanner-Aufgabe hatte. Aber warum hast du dann gesehen, dass er gescannt hat? Weil er ewig da stand. Kann faken, oder? Ewig da stand. Ja, ich kann ihn auch aufstellen, hä? Ja, ich glaube nicht, dass es Brandon ist. Es wäre aber sehr, es stimmt aber schon, es ist sehr ballsy, das zu faken. Vor allem, wenn zwei Leute da sind. Er hat angefangen zu faken. Er hat angefangen zu faken, als niemand da war. Ich bin in den Raum reingekommen und er stand schon auf dem Scanner drauf. Und ich hätte auch Simon gerade killen können. Wir waren zu zweit die ganze Zeit. Ja, aber wenn ihr beide Imposter seid, darum geht's ja gerade, oder? Ja, wir sind beide Imposter. Wir sind es beide, aber ich schließe den Brandon aus. Okay, aber 100% Caruso, oder? Nein, Veni und Fiene sind's, glaubt mir. Wenn ihr gleich gewonnen haben, denkt an meine Worte. Denkt an meine Worte. Veni, Rüdiger, Stegi können den Kill gerade gar nicht gemacht haben. Stegi. Wir waren rechts gerade. Simon, ist es gerade ein echt Call von dir oder machst du einen Joke? Ein Joke, natürlich. Okay, hast du einen Witz gemacht? Nein, Spaß, kurz während einen Moment. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ungefähr 100%. Regel Nummer 3. Reden wir nicht weiter. Wer macht das Licht an? Junge Vase. Mute dich bitte, das ist nicht gut. Komm, wir bleiben zusammen, Brandon. Wir können uns vertrauen. Ich habe hier keine Aufgabe, Brandon. Komm mit mir. Komm mit mir ins Abenteuerland. Das wird eine tolle Reise. Komm mit mir ins Abenteuerland. Der Eintritt kostet den Verstand. Ah! Hier noch? Brandon, komm. Bleib bei mir. Hey, Brandon. Brandon geht einfach. Das ist ehrenlos, wenn man einfach geht. Obwohl wir gute Freunde waren. Wir waren gute Freunde. Wir waren wirklich gute Freunde, Brandon. Brandon.
Brandon. Wo hast du ihn gefunden, Brandon? Ja, ich wollte jetzt überlegen, ob ich eine coole Frage stellen kann, aber ich bin dumm. Wer ist ein Admin? Unten links. Ah, okay. Reapers, wo bist du gerade? Also, Zeit weggewendet, höchstwahrscheinlich. Du müsste Camps dann, oder? Nee, nicht mehr. Ich habe ein bisschen Camps gechillt, bin dann hoch raus, Medbay, mache eine letzte Task, ist der Scan. Und die wurde jetzt abgebrochen. Fabo ist aber gerade in den Camps. Wer ist in den Camps? Ich bin reingegangen, ja. Was fragst du mich da so komisch? Du musst doch gesehen haben, wo ich reingelaufen bin, Fabo. Ich habe Reapers nur weglaufen sehen, dann habe ich noch unten schnell den Flip geswitcht und dann bin ich an die Camps. Kann sein, dass ich ihn genau verpasst habe. Aber der Scan dauert doch nicht so lange, oder? Den Flip geswitcht? Gerade rein, Dicker. Also ich trau Fabo nicht mehr. Aber ich will ihn nicht wo. Aber ich trau ihn nicht. Also, ich war mit Reaps, ich war mit Reaps und Fina. Ich war die ganze Zeit in den Vans und hab mich geduckt nach dem Kill. Ich war waren wir jetzt zusammen? Also, ich bei Camps sind wir rausgelaufen. Ich hab dich gesehen, wie du unten bei Admin Richtung Electric gelaufen bist, in Camps. Und ich war die ganze Zeit Camps am Anfang der Runde, nachdem Lights angegangen sind. Mit Reaps, der in Reaktor war. Und als er dann Camps gekommen ist, bin ich rausgegangen und da sind wir uns begegnet im Gang. Also, Brandon kann mich für den Kill ausschließen. Brandon kann mich eigentlich für den Kill ausschließen. Was? Wo warst du? Ich bin rübergelaufen, weil ich schauen wollte, ob irgendwer bei Navigation mit umgebracht hat, weil da so viele Leute waren in der Cam. Also ich würde Base clearen für alles. Also ich glaube, Base ist es nicht. Aber es war am Ende war jemand mit Veni? Was hast du gemacht? Am Ende nicht, nein, am Ende nicht. Warum kannst du Base clearen? Was ich gemacht habe? Ich meine jetzt, hast du gewohnt oder geskippt? Ich? Ja, hast du gewohnt oder geskippt? Ich habe dich gewohnt, weil du die ganze Zeit sagst, du bist ein Boss und chillst in den Vents. Also wohnst bei 7 also. Ja, wohnst dich jetzt auch. Einfach als Rache. Wer mitmachen möchte, kann mitmachen. Wir skippen. Ich hab letzte Tag, ich glaube, Base ist safe, weil ich super oft mit ihm zusammen war, das ganze Game über. Und er hat nichts gemacht, hat mich auch nicht. Ja, scheiß drauf. Cast machen, please. Ich wollte mich selber voten, aber es ging nicht. Guck mal, sind wir nicht Brandon und Unge, ich hab's gesagt. Ja, ich wollte mich selbst voten. Wir sind's wirklich. Also Brandon, komm uns jetzt auch zu. Komm. Aber wir haben gut gespielt bis jetzt. Ja, Retalk, Alter. Wo? Reapers in Medbay. Oh, der hat's gescannt, Das hab ich noch gesehen. Wir waren da zu viert gerade noch und sind alle da. Und Simon, ich bin mit Simon dann nach links gelaufen, dann ging Licht aus. Simon ist so nach links, rechts, ich auch links, rechts. Da bin ich runter zum Licht, da ist Brandon. Und es kann sein, dass Simon von Camps rübergewendet ist. Nee, ich bin beim Zahlenspiel im Reaktor. Simon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist nicht Simon, Retalk. Ich bin mit Waze gelaufen. Wer war denn, Fine, hast du doch irgendjemanden gesehen? Irgendwann ist mir entgegengekommen. Wer denn? Überleg ganz genau. Fabo? Aha. Hat Fabo nicht gerade gesagt, er hat Licht gemacht? Nö, ich war nicht. Er hat Licht gemacht, Irgendjemand ist mir entgegengekommen. Ja, dann überleg ganz genau, ich Fabo das war. Ja, das weiß ich nicht mehr. Wo denn entgegengekommen? Von wo denn? Ich war halt in Reactor. Ich bin durch die Tür noch durchgeglitscht, hatte Vorlauf, hab das hier Simon's Test scheiße gemacht. Ja, das war Simon. Ja, ich hab Simon's Test gerade gemacht. Ja, dann bist du mir entgegengekommen, Simon. Nee, ich war Simon's Test. Gerade am Ende, als ich schon der Woche aber wurde. Du hast doch gerade gesagt, nein, nicht Simon's Test, ich meine 1, 2, 3, 4, 5, meine ich. Sorry. Simon, bist du mir entgegengekommen? Ah, ja. Hast du mich gesehen oder nicht? Nein, ich hab dich nicht gesehen. Wie kannst du mich nicht gesehen haben? Woher bist du gewendet, Simon? Hä? Weil ich bin da die ganze Zeit gewesen. Ich bin von Camps rüber zu Medbay gewendet. Also, ich sag Folgendes, Fine und Fabo, Lass es erst Fine voten, Brandon. Und wen, ihr wisst, dass ich es nicht bin. Wer hat jetzt was gewonnen? Nee, ich glaube auch nicht. Also, ich glaube, es ist Simon. Aber ich bin es hundertprozentig nicht. Lass es einfach jetzt Fine voten. Wenn ihr mich jetzt votet. Warum ist ein Self-Report ausgeschlossen? Warum ist es ein Self-Report? Kann auch sein, aber Brandon ist es safe nicht. Ich bin es nicht. Brandon kann mich decken. Face und ich kann ohne decken. Ich kann Simon decken. Lass jetzt bitte Simon voten. Nee, ich kann Simon decken. Wenn es Simon ist, dann hat er die ganze Runde noch einen gekillt. Kann ich begründen, warum ich nicht Fine voten will, sondern dann ihren Flipper 7? Ja, es ist jetzt spät, scheiße. Ja, vote jetzt einfach. Okay, wenn nicht, Leute, votet Simon. Ich bin okay. Jetzt schon wieder Brandon und Simon. Ja, ihr habt verloren. Ich bin's wirklich. Ich bin's wirklich. Ich schwöre auf meine Mutter.
Wow, wie schön am Ende. Du sollst nicht schwören. So hoch, so, wie der Ton wurde, denke ich, wenn ich tot bin, schwöre ich. Drauf, ich bin Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben. Oh mein Leute. So dumm, Alter. Ja, du auch. Ich schwöre auf meine Mutter, du bist cringe. Doch. Wenn vier Leute mich eh schon gewotet haben. Oh, Simon Says ist so dumm. Ach, Waze, ich wollte für den Stuff gehen. Ich wollte die Korn und Fine rausvoten lassen. Junge, Waze, du hast actually richtig gut gespielt. Ich dachte echt, du bist clear. Ich habe euch auch gesagt, dass es nicht Simon ist. Ja, ich habe euch auch gesagt, dass ich es nicht bin. GG, weiter. Schade, aber habt ihr ja, halt echt gut gespielt. Alles gut. Ich glaube trotzdem, das war ungefähr zu 100%. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich glaube auch, es war 100%. War, ja. Dass vier Leute mich voten, das war so low. Ja, Brandon wollte mich die ganze Zeit ausschließen. Ich bin entgegengekommen, ja. Du musst mich gesehen haben. Ja, ich aber bin wie nicht gesagt, entgegengekommen. Ich bin nicht super unlogisch. Das wäre super unlogisch gewesen. Oder habe ich dich übersehen? Ich habe dich übersehen, Fine. Habe ich dich übersehen. Du hast mich übersehen. Es war halt dunkel. Es war dunkel. Letzte Runde für mich. Ich hab's gesagt. Okay, last round auch für mich. Für mich auch. Well und Dena, sehr gut. Yo. Leiche liegt rechts oben, wenn man von Weapons Richtung Cafeteria läuft, in die Cafeteria, und ich glaube, dass es Caruso ist. Weil Caruso, als der Reaktor war, von unten hochgelaufen ist, Reapers hat ihn da auch gesehen und der muss ja irgendwie dann wieder raus und links, also unten ist er nicht raus, das heißt, er muss oben raus und dann müsst ihr die Leiche gesehen haben. Waze, bitte rede. Also ich habe Caruso 2 Navigation gesehen, aber ich habe die Upload-Task gemacht und ich habe die, weiß nicht, so 2 Sekunden bevor Reaktor... Waze, du hast die erste Long-Task, die du gemacht hast, war Weapons, die haben wir gleichzeitig abgeschlossen. Die zweite Long-Task, die du gemacht hast, ist Download. Du bist danach in Storage mit mir gewesen und wir sind von Navigation ja, aus... aber theoretisch hättest du in der Zeit, wo ich die Upload... Wo bist du denn jetzt gerade, Caruso? Hab, hättest du hoch jetzt gerade bin ich in Electrical. Da haben mich Dena gesehen, Fine gesehen und Waze hat mich da gesehen. Hm. Ja. Waze ist zu 100% Crewmate. Ich will einmal sagen, ich war nicht einmal rechts, ne? Ich war einmal links. Ich bin auch Electrical. Ich sag 100% Brandon oder Veni oder beide am besten. Ich glaube, wo ist die Leiche? Fine ist auf jeden Fall safe, weil Fine hat eine Medbay gescannt und danach habe ich gescannt. Ach stimmt, du kannst meinen Scan prüfen. Leiche. Ja. Also entweder es ist Self-Report von Fabo oder es war... Leiche. Es kann doch... Jedenfalls, wo lag die Leiche? Genau. Aber Fabo, wo bist du hergelaufen, als du zu Reaktor gelaufen bist? Okay. Oder generell, als du aus Navigation raus? Wie? Ich bin unten gelaufen. Nach unten? Ja, mit Reapers. Wo genau lag der Leiche? Cafeteria Weapons dazwischen, in dem Zwischenraum. Mm, okay. Assassin für mich. Assassin für mich, Stegi, Unge, Fabo, Reaps. Bro, was? Cafeteria Weapons? Du hast doch ganz gesagt, Reaps, du warst Electrical. Ich war die ganze Zeit mit Reaps. Du hast eben gesagt, mit wem du als Electrical warst. Und ich war auch Electrical. Ja, aber es ist ja ein zweiter Kill gefallen. Den, so. da kann ich dich ja nicht decken. Achso. Aber warum hast du vorhin meinen Namen nicht gefunden? Du fragst dir alle gut, liebst mich nicht. Alles gut, ich hab dich trotzdem lieb. Ich kann dich doch nur nicht decken, deswegen bist du für mich sus. Aber du aber kann mich jemand zudecken? Electrical war. Alles sus, so Felix. Oh, Fabo ist sich mega sicher. Alter. Fabo ist mega sicher, was? Ja, natürlich. Mm, okay. Simon, wie viel hast du geschlafen letzte Nacht?
Es ist Unge zu 100%. Ja, bitte vote 100% Unge. Caruso. Der Download. Stege. Okay, ey, Reeps und Faro, pass auf. Ihr müsst jetzt meinem ersten Call vertrauen, dass Vase 100% clear ist. Das kann ja Reapers sogar bezeugen. Ja, weil Vase dein Kollege ist, weil Vase dein Kollege ist. Ruhe, okay, ich lass dich erst reden. Ich erzähl's danach, Reapers. Ruhe. Weil Reeps auch in der ersten Runde mit Vase in Navigation war und der hat auch gesehen, dass Vase Weapons gemacht hat. Jetzt gerade waren Double Kill von Stege und Unge unten in Communications an Fiene Live und Dena. Ich habe Vase weiterhin verfolgt, weil er für mich 100% Crewmate ist. Fabo, ich verstehe nicht, warum du mich gesagt hast im ersten Meeting, aber Vase kann jetzt bestätigen, es sind Unge. Ja, es ist so eine, okay, darf ich was kurz dazu sagen? Also, ich war mir nicht sicher, ob es, also, das hätten drei sein können, Stege, Vase und Reapers, aber wenn Reapers jetzt auf uns beide schießen... Mit Unge. Ja, also, wenn Reapers und, was laber ich? Wenn Caruso und Vase auf uns beide schießen, dann bin ich mir sicher, dass Vase und Caruso sind und ich sage euch auch warum. Fabo hat Caruso schon in der ersten Runde enttarnt. So, ich bin schon weggelaufen davon, ich wusste aber noch, dass Caruso und Vase mir entgegengekommen sind. Es hätte also Caruso, Vase und Stege sein können. Die haben sofort geschossen, ich war nicht mal in der Nähe mehr. Also... Caruso Vase zu 100%. Caruso, für wen hast du gewotet? Ich hab für Unge gewotet. Weil, also es sind Unge und Stege und mit Unge fange ich an. Reeps, Fabo, ihr seid jetzt gerade die ganze Zeit unterwegs gewesen. Ihr habt oberes Reeps, rechtes O2 gefixt. Unge. Oh Gott. Es ist Fabo, Caruso. Es ist du Caruso. Hast mit Reeps zusammen oberes rechtes O2 gefixt, während ich in Admin das O2 gefixt habe. Danach bin ich mit Vase unten Communications entlang, bin mit ihm zusammen, obwohl ich da nicht mal eine Task habe, bis nach Navigation gelaufen, wo er in erste Runde. Fabo, du weißt es. Erste Runde. Fabo. Warte, erste Runde sind zwei Leute gestorben und ich bin safe und ich habe gesehen, wie die gerade den Double Kill gemacht haben. Vase ist nur safe, bei Caruso. Die hatten in der ersten Runde waren Unge und Stege und Fino und denen haben sich beide gegenseitig gedeckt. Base hat Caruso nicht 100% gesaved in der ersten Runde. Stege ist Caruso. Oh mein Gott, so dumm, ihr habt verloren. Okay, wir butten jetzt sofort für Stege, let's get it. Yes. Ich glaube auch, dass Caruso und Base sind. Wow. Digga, hä? Oder Caruso Stege können auch sein. Caruso Stege können auch sein. Hä? Alright. Ah, das haben die aber richtig gut gemacht. Den noch. Nee, nix. Schade, Leute, dass die nochmal zurückgelaufen sind dahin, ey. Ah, ich dachte Double Kill wär wild gewesen, aber nein. Schade. Stege, macht doch nicht aus! Oh mein Gott, Stege hat ausgemacht. Okay, let's get it. Nö. Und ihr wollt mich jetzt einfach voten? Nee, ich skippe. Entweder ihr gewinnt durch einen Kill oder andersrum, durch Vote gewinnt ihr nicht. Ja. Doch, ich verstehe Reapers. So, ich bin safe. Nein, deswegen. Ihr beide seid. Skip. Wir dürfen nicht also, skippen, deswegen. Oh mein Gott. Aber dir ist schon klar, dass der Kill-Cooldown schon längst abgelaufen ist. Ja, ich weiß, aber ihr wollt durch ein Vote gewinnen. Ich kenne euch doch. WTF? Fabo, wenn wir jetzt skippen, Realtor, wenn wir jetzt skippen und die beide sind, machen die doch Double Kill bei uns. Guck mal, das Ding ist, Vase, wir beide sind jetzt maximal fucked up Situation, weil Fabo und Reeps vertrauen uns beide nicht. Wir beide wissen, dass es. Ja, guck mal, weil ich hätte dann gesagt, so, dann könnt ihr einen von uns beiden flippen, aber Fabo hat ja jetzt auch gewotet. Nein, wir flippen nicht. Ich hab geskippt. Okay, Reeps, pass auf, willst du wissen? Ich kann dir nicht mehr beweisen, das dass Ding du ist, am Anfang habe ich ja selber noch Caruso gesusst. So. Nein, ihr beide seid. Am Anfang habe ich dann Caruso gesusst. Caruso, wie bist du denn in der ersten Runde zu Electrical gekommen?
über Weapons. Ich bin gelaufen! Er ist die ganze Zeit bei mir gewesen. Er war nicht Shields und dann Electrical. Ja, wenn du Weapons war, hättest du die Leiche sehen müssen. Oh mein Gott. Ich hab. Der war doch danach dann in Weapons, der Kill. Fabo, bitte, warum im Post? Wenn es, nee, danach war keiner mehr. Wenn jetzt Stegi wirklich ist und er alleine ist, dann hat dann ist doch eh egal, ja, aber es sind die beiden. Die müssen jetzt so einen Kill gewinnen. Ich bleib bei Fabo. Stegi, mach was. Die haben alles zusammen. Die haben alles zusammen. Dieser Hund. Die haben alles zusammen. Stegi hat wieder Licht ausgemacht. Ja, Stegi hat im Sack gekillt, hat Base gekillt. Ihr wisst okay. Jetzt, dass Base. Ja, jetzt ist es für mich. Jetzt ist es so ein Ding. Jetzt ist es für mich in Ordnung. Der hat doch voll lang oben die Task gefaked, ne? Dieses Hochdings da. Nee, hat er nicht. Ah. Ey, jetzt verstehe ich auch, warum Stegi so sauer war, als ich gesagt habe, Stegi ist. Ja, stimmt. Ja, aber ich. Na, scheiß drauf. Scheiß drauf, Stegi. Wir haben dir noch eine gute Chance gegeben. Ja, Stegi, du bist trotzdem der Beste für mich. Dankeschön. Wir sind fair. Wir haben noch, ne? Mann. Auf Krampf. Also, vote mit Fabo. Hast du mal den Countdown? Ja, ich. Wir voten Fabo, ja. Fangen wir mit Fabo an. Sehr gut. Jungs? Hä? Ja. Aber egal, die erste Wahl, die ich gewonnen habe. Random Vote. Das ist 100% ungespielt. 100% hey, San Diego. Simon. Das ist definitiv San Diego. Alles gut. San Diego. GG. Ey, aber mega Move Simon und Stegi. Also mit dem Double Kill war schon krass. Ich und Reapers haben letztes Mal angekündigt. Das Problem ist, dass Caruso und Brandon zu uns reingelaufen sind. Oder Waze. Ja, das war so ärgerlich. Wir haben so schön Double Kill gemacht mit Stegi, aber dann war schade. Aber fahren los die Runden. Wie überzeugt Fabo war, dass es Caruso und Base sind. So richtig gespielt. Voll mit Überzeugung. Ja, weil wir über Weapons drüber gelaufen sind und da keiner mehr mit uns rechts war. Deswegen gehe ich halt davon aus, dass ihr das wart. Fabo, das hast du gut gemacht. Vielen Dank fürs Mitspielen an alle. War cool. Ja, war geil. Die Runde haben. Ich war nicht einmal Imposter. Was ist das? Felix, ich bin einmal. Ich habe sogar meine Farbe geändert, weil der Chat gesagt hat, man muss Farbe ändern. Felix, geh mal aus dem Game raus und im Startscreen geh unten auf dieses Stat-Symbol neben dem Dollar-Symbol und dann siehst du, wie oft du Crewmate in der Row warst. Bei mir war es vor dem Beginn bei 24. Nee. Wow. Warte, wo macht man das? Wo sieht man das? Du gehst in das ganze Startmenü, also bevor du auf Local Online klickst und dann auf das Stat-Symbol von diesen 5 Buttons, der vierte. Dort siehst du dann Crewmate-Streak. Wo, das. Welche, wo ist das, oben oder unten? Ah, 11 habe ich. Oh, ich hab 4. 24 hattest du das? Ich hatte 24, das würde ich nicht sagen. Ich hab 0. Ich hab vorgestern 6 Stunden am Stück Crewmate gespielt. Was ist das? Crewmate Streak? Oder was heißt das? Crewmate Streak, ja. Das heißt, wie lange du in Folge schon Crewmate warst. Ja, bei mir steht 0. 23. Ja, weil du gerade Imposter warst. Ach so, weil ich gerade Imposter war. Bei mir ist gerade 23. Ich kenn das. Ich hatte letztes Stream 4 Stunden nur. Ich hab 69. Wie viel steht bei euch bei Times Ejected? Wie viel habt ihr Times Ejected und Times Murdered? Times. 59 und 77. Times Murdered 240 und Times Ejected 108. Times Murdered 51 und Times Ejected 37. Mörder 212, Ejected 80. Ich hab nur 23 Mörder und nur 9 mal Ejected. Ich hab noch nicht so viel gespielt. Hey, was? Wie hab ich mehr als du? Ich wurde schon 100. Nein, du wurdest öfter Ejected, glaube ich. 130 mal. Ach so, ja. 111 mal Ejected. Ey, könnt ihr mal sagen, wie viele Runden ihr insgesamt habt in FIFA vor? Wo steht das? Also, hier könnt ihr gucken. Games started. 142. 608. Wo ist Games started? Ich glaube, ich hab die meisten. Oder? 93. 89. Wie hast du die meisten Spielstunden? Bevor wir jetzt ganz sechs Netz austauschen, ich zieh durch. Viel Spaß. Mach's gut. Kann sein, wenig. Ich weiß nicht. Wenn du willst, nicht nachschauen, wie viele Stunden ich habe. Fine, wie viel? Ich hab 110. Wild, war wild. Schönen Abend euch, war cool. Ciao, ciao. Mach's gut, Leute. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. Auf Wiedersehen.
Nice, Leute, okay. Ab in die Haier, Leute. Ab in die Haier. Ihr wisst, was das heißt, ne? Ihr wisst, was das heißt. Ab in die Haier, Leute. Ab in die Haier. Ab in die Haier. Ihr wisst, was das heißt. Ab in die Haier. Leute. Ab in die Haier mit euch. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Jule, Angelo, Sophie, Survival Martin, Marcel, Pavlos und Leonie. Happy Birthday to you. Knubbel, das war's mit dem Stream. Gehen wir Pipi machen? Gehen wir beide spazieren, Pipi machen? Ja? Gib Pfötchen. Ja. Hm. Ciao, Leute, ich gehe jetzt mit uns spazieren. Nachts um 0 Uhr. Tschüss. Ciao, 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 ciao. War sehr cool mit euch. Ciao, 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 ciao. Wir sehen uns morgen wieder um 20 Uhr. Haut rein.